als hätte ich mir gerade in Hosen gemacht. Aber das passt auch so. So gehe ich nämlich in Real Life nämlich auch, Leute. Und ja, wer es noch nicht wusste, ich habe tatsächlich einen Shop. Also wer da noch nicht vorbeigewuppelt hat, wuppelt da gerne mal rein. Gibt's tolle Sachen. Danke für die Einblende, die das den Merch-Shop erstmal überspielen muss. Dankeschön. Ehre geht raus. So, ich freue mich, dass ich endlich mal wieder als Homeland da bin. By the way, zweiter Stream. Ich hab gestern gestreamt, heute streame ich. Das ist schön. Aber ich hatte heute richtig Bock, einfach mal Homeland zu machen. Ich weiß nicht. Eigentlich mache ich mir jeden zweiten Tag, aber ich dachte mir, ey, ich habe heute Bock auf Homeland, das mache ich einfach mit. Und ich glaube, ich weiß, ich brauche eine Waffe. Wobei, ich habe noch die ganzen 1-7 Sachen. Ich lasse die einfach mal drin. Ich überlege sogar, ob ich mir mal einen Homeland-Charakter mache. Könnte ich eigentlich auch machen, ne? Statt mal Krumpe, nehme ich einfach einen eigenen Homeland-Charakter. Ja, das wär's ja. Och, nehm mal Internet-Scheiß 3. Das ist nicht gut. Na, stabilisier dich. Stabilisier dich heute. Bin ich froh, wenn ich da eine Glasfaser habe. Dann geht's richtig ab. Dann erstmal in 4K. 5000 FPS, da habe ich richtig Bock drauf. Ja, ich glaube, ich muss sogar meinen Router neu starten. Es will nämlich heute wieder nicht, ich merke schon. Oder es ist Shannel, lass mich kurz beim Ping gucken. Oder es ist Shannel, die drüben was runterlädt. Eins von beiden. Ah, ich will jetzt den Router nicht neu starten, Leute. Ich will jetzt nicht, aber ich glaube, ich muss. Ja, komm, ich starte mal schnell neu. Bin gleich wieder da. Wenn der Stream abbrechen sollte, gleich wieder einschalten. Es wird kurz laggen für euch, ganz kurz. Aber dann soll's gehen. So. Da sind wir wieder. Hoffentlich jetzt stable. Schauen wir mal. Seid ihr im Chat da? Seid ihr noch da? Hat's funktioniert? Ja, ich bin rausgeflogen. Bei mir hat's nicht funktioniert. Bei mir hat's halb funktioniert. Neu rein da. Aber ich bin wieder live und es ist grün. Das ist gut. Solange der Statusanzeiger bei mir grün ist, läuft alles. Ey, dabei habe ich jetzt jeden Tag meinen Router neu gestartet. Aber nee, es ist nicht mein Router, es ist einfach mein Internet, was gerade wieder schlecht ist. Er geht jetzt auch wieder auf Rot. Das muss ich Shannel bitten, aus dem Internet rauszugehen. Ja, ich glaube, ich muss das. Ich bin gleich wieder da. Das ist doch schön. Starten mit Internetproblemen. War das jetzt gerade ein Router-Restart? Ja. Das war's gerade. Der allerechte. Jetzt habe ich Shannel gebeten, rauszugehen. Mein Internet ist immer noch nicht gut. Das freut mich. Ah, für was zahle ich? Ich zahle 60 Euro. 60 Euro im Monat zahle ich dafür. 60. Dafür, mir mit einem 50er Upload versprochen. Ich bekomme höchstens einen 30er rein. Und in letzter Zeit, wie gesagt, um die Uhrzeit. Es ist immer dieselbe Uhrzeit. Irgendwas ist hier in meiner Umgebung. Irgendwas ist um die Uhrzeit jedes Mal. Aber da muss ich leider durch. So, ich muss noch ganz schnell meine Weste. So, dann. Irgendwo ist da gerade eine fette Verfolgung. Kleidung. Maske. Das ist so mal ein schöner Start in Stream. So ist das. Alter, Skillkill da draußen. Eine Runde Pizza geht auf mich. Aber eine ganze Runde Pizza für 50 Euro und Überweisungsgebühren. Der Bruder haut raus. Da kriegst du zwei Familienpizzen von. Also zwei Riesenfamilienpizzen kriegst du von, wenn nicht sogar mehr. Dankeschön. Und du hast ja vorhin auch ein 20 donated. Heute wieder an Zwacken für dich. Bleibst der Beste. Alter, Skillkill, vielen, vielen Dank. Da geht Kuss raus. Oh, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Das ist, wenn ich auf Stream Deck mit meinem Finger gehe, aktiviere ich jedes verdammte Mal. Hört ihr das? Weil ich da Steuerung drücke. Ich muss mein Stream Deck neu konfigurieren. Das geht mir sonst auf den Zeiger. Vor allem auch immer, wenn ich hier eine Einblende mache. Guck mal, geht immer mit Alt beim Menü auf. Jetzt geht. Oh, was? Hä? Leute. Seht ihr das? What the hell? Okay, ich muss mir echt was einfallen lassen mit meinem Stream Deck. Ich muss das neu konfigurieren. Sonst geht da ja gar nichts mehr klar. Lauten raus hier. Bin hier. Danke Herbert, dass du hier bist. Fahr mal zum Herbert und fragen, warum er hier ist.
Ja, mach ich da mal aus. Ich gehe mal zum Herbert. Ich will mal gucken, was der macht. Wieso, weshalb, warum? Ich mach mal Names an und Streamer Mode. So, clearen wir mal und fahren mal schon mal zum Herbert. Kurt, der Letzte hatte vorhin schon mal geschrieben, da konnte akut aber keiner von... Was? Da konnte akut aber keiner von uns. Ach so. Ja, ja, dann schaue ich mal. Ich bin schon da. Ich weiß zwar nicht, um was es gerade geht, aber ich bin da für Herbert. Oh ne, ein Abschlepperproblemchen sicher. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Tag. Wie kann ich helfen? Wo drückt's am Schuh? Steig mal ein und probier mal vorwärts zu fahren. Du siehst hier hinten, die Rampe hängt ein bisschen drin. Ja. Yeah. Probier mal irgendwie zu fahren, Rampe mit J runterzulassen oder so, dass... Die stuck, ne? Ja, wir konnten es bis jetzt immer lösen, indem wir den Haken kurz mal in die Hand genommen haben und direkt wieder weggelegt haben. Aber dadurch, dass du den Haken rausgenommen hast, Ja, aber das ist ja nicht normal, ne? Das ist nicht normal. Aber ja, ey, dieses... dieses Skript, ne? Aber wie funktioniert... Also, was habt ihr gemacht, dass das so zustande kommt, dass das hier drin hängt? Also, was habt ihr da genau gemacht? Wir wollten eigentlich... Das passiert jedes Mal, wenn ich über den drüber poliere. Wenn du... Zu reparieren, dann... Okay. Das macht Sinn. Weil er sich dann refresht und dann irgendwie die Rampe reinzieht. Okay, ja gut, dann weiß ich Bescheid. Das kriegen wir 100% irgendwie hin, aber das ist trotzdem strange. Lass mich kurz was probieren. Ja. Wenn er jetzt respawnen sollte, ist eigentlich weg sein, aber dann weiß ich, wie ich das reproduzieren kann, weil so... Schau mal, jetzt sind wir frisch, ne? Jetzt geht's. Also mal probieren, mach mal auf. Ist offen. So, jetzt probiere ich nochmal, wenn ich den jetzt repair über mein Menü. Ja, du siehst, die Rampe geht halt immer kurz rein und... Ach, weißt du, was sein kann? Halt, wenn du reparierst, wo du im Fahrzeug sitzt, könnte es sein. Kannst du mir mal ein Repair-Kit geben oder so? Oder, weißt du was, reparier du mal. Mach mal. Jo, mach ich. Ich will das mal angucken. Weil vielleicht, wenn du nicht drin sitzt und er dann einmal refresht, dass es dann das Ding reinzieht. Na. Da kriegen wir aber fix irgendwas hin, dass das nicht mehr passiert. Okay, jetzt aber funktioniert, ne? Vielleicht, wenn man die Rampe einmal runter und wieder hoch macht oder so. Weißt du, was sein könnte? Ich mach mal die Rampe runter. Ja. Und dann probierst du mal, also einfach nur zum Testen, weil jetzt ist er ja stuck, weil er war ja vorhin auch stuck, der Wagen. Und jetzt probierst du mal. Ah, du meinst, dass er noch da drin hing. Ja, genau, dass er da noch drin hing irgendwie und deshalb er dann stuck war. Ah, ja, das kann sein. Hast du ihn vielleicht lackiert, als das Ding unten war? Also so wie ich es gesehen habe, war sie oben. Okay. Aber ich habe auch nicht aufladen. Schau mal, jetzt passiert es. Das ist das Ding. Und da wird es ihn zerhauen. Nee, weil ich habe auch ab und zu den Fehler eben, dass ich auch wenn ich die Rampe runter mache, ich kann ihn trotzdem nicht anbinden. Hatte ich gerade beim Golf zumindest. Ich habe ihn umgeparkt, bin ums Haus gefahren und alles mögliche, aber ich konnte ihn trotzdem nicht anbinden. Aber dann liegt es daran, weil du kannst, weißt du, was nämlich oft ist? Schau, ich zeig dir das mal. Mach mal auf das Ding. Ich habe da nämlich eine Vermutung. Ja. Wenn du den hochfährst, ne? Also ich fahre jetzt mal runter. Und dann runterlässt und nochmal J drückst. Nee, nicht nur. Sondern schau mal, ich mache jetzt so, zack. Jetzt fahre ich ihn hoch. Und wenn ich kurz davor bin und aussteige, dann bleibt er ja auch stuck, siehst du? Ich warte mit Absicht immer, dass er, dass die Rampe wirklich zu 100% oben ist und warte auch noch 3 Sekunden, weil ich mir genau das gedacht habe. Dass ich ihn deshalb nicht aufladen kann oder abladen. Du sagst, wenn ich zweimal J drücke. Das hatte ich überlegt gehabt am Anfang, dass irgendwie dann das Skript, das halt hinten, dass man anbindet und das Skript, dass man halt die Rampe hochmeißt, sich überlagern oder so. Aber weißt du, der Wagen war ja gefreezed. Der Wagen freest nur, wenn die Rampe unten ist. Das heißt, er muss skripttechnisch mit der Rampe unten gewesen sein. Ja. Aber du hast du bist ja hier hingefahren, ne, mit dem Auto. Ja, ich bin hergefahren. Aber du hast nicht die Rampe benutzt. Ich habe 5-mal die Rampe runter und hoch gemacht, weil ich eben den, weil ich dieses Anbinden nicht hatte. Ja, weil es das ja nicht mehr gibt. Das ist ja jetzt weg. Oder meinst du das Anbinden hinten, das funktioniert nicht zuverlässig. Also beim großen Schlepper geht's heute, aber bei dem hier hatte ich jetzt das Problem wieder, dass ich es nicht nutzen konnte. Und beim Abbinden, ich kann die in der Werkstatt allgemein nicht abbinden. Zum Abbinden muss ich mich ins Fahrzeug reinsetzen und Altmodus/Abbinden machen. Das ist der Sound auf die Spende. Oh, das ist aber nicht gut.
Das ich wollte eigentlich umsetzen, weißt du, was meine Idee war? Ich wollte umsetzen wie beim Alten, ja, dass du hochfährst mit dem Auto und dann direkt anbinden kannst, ne? Problem ist, ja, er muss dieses Auto auch irgendwie kriegen und das funktioniert anders. Aber dann werde ich das nochmal so umbauen. Ich dachte, ich habe das schon 100 Pro hinbekommen, dass es so funktionieren soll, wie es soll. Aber wenn es das nicht tut, ist blöd. Also vorhin hat es ein Kollege von mir auch in der Werkstatt, dass wir eben ein Auto runter machen wollten und der konnte es nicht runterlassen. Ja. Und meistens, sobald ich in einem Tunnel bin oder in der Werkstatt. In der Werkstatt ist es immer so, in Tunneln nicht immer, kann ich nicht abbinden. Anbinden geht manchmal, aber nicht immer. Abbinden geht aber absolut gar nicht. Du meinst, da kommt dieser Comment hier gar nicht hier unten? Nee, da kommt keine Meldung, drücke okay. E zum Anbinden oder Abbinden. Und das ist dir aufgefallen, vor allem wenn du in einem Interior drin bist, ne? So gesehen. Also, wenn du. Weil der Tunnel ist auch ein Interior eigentlich. Das ist. Ja. Ja, okay, dann verstehe ich das. Dann, ich werde mir da was einfallen lassen, weil. Also ich hatte es ausprobiert, bei uns auf dem Werkstatthof konnte ich tatsächlich auch nicht abbinden. Mhm. Ich dachte erst, dass es vielleicht an der Koordinate liegt, dass halt das auf dem Dach dann ist vom Haus und im Tunnel halt dann auf dem Berg. Aber das habe ich dann weggeworfen, als ich dann außerhalb auf dem Werkstatt vorne bei den Parkplätzen. Mhm. Aber dass du nicht anbinden oder abbinden kannst, ist eigentlich dem zu verschulden, dass er das Fahrzeug nicht erkennt. Also er muss das Fahrzeug erkennen und dann muss er checken, dass du auch in der Umgebung bist. Und wenn das nicht hinhaut, ist das irgendwie schon strange, weil er casht das Auto dauerhaft, wenn du da vor allem J drückst. Ja. Deshalb wundert es mich ein bisschen. Okay. Aber ich werde mir das einfallen lassen, muss ich eh. Ups. Jo. Das ist halt... Leider derzeit noch so. Aber also in der Werkstatt abbinden konnte ich gerade überlisten, dass ich eben slash abbinden gemacht habe wieder. Ja. Aber anbinden geht halt nicht mit slash anbinden. Das gerade nicht. Warte mal. Ja. Ja gut. Aber ich dachte, dass es vielleicht irgendwie daran liegt, dass man eben in einem geschlossenen Raum oder so ist am Anfang. Nee. Oder dass es halt das muss ein anderes Ding sein. Das muss irgendwie. Aber weißt du, was sein kann? Mir fällt gerade was ein. Wenn mehrere Schlepper nebeneinander stehen in der Nähe, könnte es sein, dass er sich den anderen Schlepper in der Nähe holt, weil er geht alle Autos in der Umgebung durch. Das kann auch sein, dass er dann ein Problem kriegt. Ja, aber hier ist ja eigentlich kein anderer Schlepper in der Nähe. Das stimmt schon, aber vielleicht hat das jetzt irgendwie mit dem anderen Schlepper gerade noch drin. Ich muss mir das Skript nochmal angucken. Ich habe zwei Schlepper ausgeparkt. Ja. Den großen und den kleinen. Okay. Ja, weißt du, ich probiere mal sonst, wenn ich am Dev-Server bin, das zu reproduzieren, dann hole ich mir mal zwei Schlepper und schau mal, was dann passiert. Ich habe nämlich letztes Mal mit einem Schlepper probiert, da hat alles einwandfrei funktioniert bei mir. Aber weißt du, wenn du da herumdingst und wenn ich im Betrieb bist, ist es immer anders. Das ist ja das Ding. Aber kriege ich hin. Und zum Thema mit der Winde, die hast du ja rausgenommen, weil sie einfach nicht funktioniert. Ja, die Winde ist immer problematisch, weil er die Winde mit allen Spielern synchronisieren muss und das macht er, hat er immer so einen Tick gemacht und deshalb, es hat nie in Sync perfekt funktioniert und das wird auch nicht perfekt funktionieren, weil du musst das Prop hochziehen und das ist immer so ein bisschen komisch. Nee, weil das eben dieser Fehler, dass halt, oder halt der Bug, dass halt die Laderampe vorne in der Kabine hängt, den hatten sowohl ich als auch ein paar andere schon 2-3 Mal. Ja. Und da hieß es bis jetzt oder es hat bis jetzt immer funktioniert, die Winde einmal kurz in die Hand zu nehmen und wieder wegzulegen. Dann hat sich die Rampe selbst gefixt. Weil die sich refreshed hat höchstwahrscheinlich. Ja. Da hat sich die Rampenposition refreshed. Aber da muss eine bessere Idee geben. Die Rampe wird ja auch rutschig ein bisschen, wenn man die Winde anhat. Okay. Sobald man die Winde in die Hand nimmt, rutschen die Autos einfach runter. Da muss man die Rampe einmal wieder hoch machen und wieder runter. Dann refresht sie sich wieder. Alles klar, ja. Na. Gut, weiß ich Bescheid. Immerhin. Jo, perfekt. Jawohl. Dann bedanke ich mich trotzdem. Ich schaue jetzt mal, ob ich es auch bekomme. Alles gut. Das ist die Frage, wo ich mein Auto hingestellt habe. Sag mal. Ich hatte doch mein Auto hier irgendwo stehen. Das Auto stand hier. Och nee, das habe ich weggemacht, weil ich den hier default habe. Oh, ich bin so blöd. Könnte ich dich was fragen oder könnte ich sie was fragen? Ja, sehr gerne. Dürfte ich offen sprechen? Ja, natürlich. Ich habe stellenweise Kopfschmerzen. Mhm. Ich fahre ganz normal weiter. Die anderen Herrschaften sind bei mir wie auf Eis. Ich werde nicht rausgeschmissen und ich finde keine Lösung, das Ganze zu beheben. Ich kann da auch niemand hören oder sonst was. Du hörst keinen auch?
Na, ich fahre ganz normal weiter, aber zum Beispiel, er steht, bleibt da stehen und ich bin jetzt zum Beispiel hier vorne. Aber hab, wenn, du hörst ja auch nicht reden. Nein, ich höre es nach eine gewisse Zeit erst. Dann ist es auch zu 100% nicht vom Server, weil du bist auf einem Mumble-Server verbunden. Das ist wie wenn du Discord laufen hast. Das heißt, bei dir hängt sich der PC selber an sich mit dem Programm an sich selber auf. Weil bei mir ist zum Beispiel so, wenn sich bei mir nur 5M aufhängt, höre ich die Leute trotzdem noch im Hintergrund. Weil der Mumble-Server weiterläuft. Also entweder du hast komplett die Verbindung zum Server verloren in dem Moment, also komplett Internet weg, oder dein komplettes Gerät hängt sich auf. Also das ganze Windows-System. Weil, wie gesagt, wenn sich 5M aufhängt, hörst du im Hintergrund an sich die Spieler noch. Weil Mumble im Hintergrund weiterläuft. Eigentlich. Also mir ist das bis jetzt immer so passiert. Und für mich hört sich das halt an, entweder das System hängt sich bei dir immer wieder auf. Hol dir mal Malwarebytes, das ist ein Programm, kannst du draufspielen, kannst du gucken, ob du irgendwie ein Programm am Laufen hast. Wir hatten schon Leute, die hatten Bitcoin-Miner hinten am Laufen, weil sie auf irgendwelchen Website waren. Und dann hat das ganze Game bei denen rumgeleckt und Probleme gemacht. Oder du schaust mal vielleicht Internet, dass du irgendwie das mal abcheckst mit einem Test, ob du da irgendwie immer Probleme kriegst. Also ich habe mein LAN-Kabel drin. Und eigentlich im Internet, also ich habe das schon mal öfters jetzt gehabt und währenddessen kann ich ganz normal googeln. Und das geht auch rasant schnell. Na, das darfst du nicht vergleichen. Google, sendet dir nur einmal eine Abfrage. Du musst wirklich irgendwas laufen lassen. Es gibt so Programme, da kannst du deine Performance auch checken und da kannst du gucken, ob dein Netzwerk einmal abbricht. Und das kannst du auch manchmal im Router auch sehen, wenn du mal einen Netzwerkabbruch hast. Das musst du gucken, aber ich glaube eher, dass sich bei dir das System komplett aufhängt in dem Moment. Wie heißt das Programm nochmal? Malwarebytes. Mail? Male, Ware und dann Bytes mit Y. Das ist free und da kannst du mal gucken. Weil was wir schon Spieler hatten, die irgendein Virus oder irgendwas Ding drauf hatten und sich beschwert haben, dass bei ihnen ihr ganzer Rechner leckt und wir da halt nichts machen konnten. Und dann war da meistens irgendwas drauf, also entweder Malware war drauf oder, wie gesagt, ein Virus oder halt, das Schlimmste bis jetzt waren die Bitcoin-Miner. Da wird im Hintergrund, wird deine Grafikkarte komplett ausgelastet und irgendwer zieht sich da Bitcoins. Das ist nice. Sowas hatten wir jetzt schon zweimal und das merkst du meistens, wenn es nur Probleme macht. Okay. Also ich kann es gerade wieder nicht anbinden. Also normalerweise, auch wenn das Auto nicht draufsteht, müsste man hier hinten ja schon die Nachricht bekommen. Genau, anbinden. Sonst, aber die habe ich jetzt schon nicht. Fixt das ein Relog eigentlich? Oder ist das... Letztes Mal hat es nicht geholfen. Also manchmal hilft es, manchmal nicht. Das ist aber vielleicht hab ich das nicht runtergelassen? Nee, ich habe sie gerade nochmal runtergelassen. Okay. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe auch schon probiert, ich habe meine Caches geleert, ich habe auch schon probiert, dass ich eben, wieder von Stable-Version von 5M wechsel. Hat auch nichts gebracht. Weißt du, was ich mal machen werde? Ich werde mal das Script komplett restarten. Das werde ich mal machen und ich werde mal den Debug-Mode reinschmeißen. Das mache ich schnell. Okay. Oder mal einen Debug-Mode rein, dann sehe ich das, was der macht. Wir können mich schauen, ob es Probleme macht. Das ist halt Admin-Arbeit, kann Leute. Man das da ist eigentlich auch so, so einen blauen Punkt hinmachen oder sowas, wo man dann halt hinstehen muss. So, du meinst so einen Marker, finde ich immer hässlich. Ja. Nee, ich habe eine Idee. Ich würde das so machen, wie es früher war. Du fährst das Auto rauf. Und tust anbinden. Also nicht per Common, sondern du gehst ins Alt-Menü. Weißt du, dieses Circle-Menü. Kannst es jederzeit an- und abbinden, wie du möchtest. Das habe ich geplant eigentlich gehabt. Aber ich dachte, das ist jetzt auch einfach ein Untermenü machen, weil wir haben ja eh schon unter Job dann halt bei Rampe. Zum die Rampe genau, hoch und runter machen. Genau. Da machen wir genau das. Und da bauen wir noch was ein. Andere Frage, macht es einen Unterschied, ob ich J drücke oder die Rampe übers Alt-Menü runterlasse? Nee, das ist exakt dasselbe. Der macht genau dieselbe Funktion auf. So, schauen wir mal, wo ist das drin? Unter Vehicles und dann unter Tow Truck heißt das Script. Und da mache ich jetzt schon den Debug-Mode rein. Debug True. Restart RLO Tow Truck. Okay, das ist jetzt aber wirklich ein Debug-Mode. Ob das gut ist? Also ich schau mal. Du siehst ja jetzt hier den Kreisel, ne? Den grünen Kreis, ja. Genau. So, wir probieren jetzt mal Folgendes.
Du probierst das jetzt nochmal. Lass das Ding runter. Ja. Und dann sagst du mir, ob du was sehen kannst. Und jetzt gehst du mal hin und schaust, ob du jetzt E drücken kannst hier. Also ich bin eigentlich im grünen Kreis drin, aber ich sehe es nicht, ne? Du bist im grünen Kreis, aber siehst es nicht. Okay, das heißt, er erkennt schon das Auto. Das heißt, er erkennt das schon mal gut. Dann haben wir ein Problem anscheinend mit der Aufforderung. Da wird irgendwas sich aufhängen. Du kannst auch auf die andere Seite gehen. Probier es mal hier drüben. Da gibt es ja nochmal einen Kreisel. Und schauen wir, ob es hier geht. Wenn es hier auch nicht geht, müssen wir gucken. Nö, will nicht. Auch nicht, will er nicht. Ich keine Nachricht. Ich bin im grünen Kreis, aber es macht gar nichts. Okay. Das ist natürlich nicht gut. Und ich weiß, dass es bei ein paar von uns funktioniert es eigentlich recht gut, aber bei ein paar, so wie jetzt hier, habe ich halt fast jedes Mal irgendwie auch eine Werkstatt beim Abbinden. Ich probiere es mal. Das kommt. Ich probiere es mal auch, wenn ich mir jetzt einen Job gebe. Ich bin mal Mechaniker. Eigentlich, wenn ich den hoch runter fahre, sollte ich das auch eigentlich machen können, ne? Rein theoretisch. Können das nur Mechaniker? Eigentlich muss es jeder können, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Ich bin jetzt Mechaniker, ich ziehe mir dieses Auto rein. So, jetzt lasse ich es runter. Eine Sache, die ich mir noch vorstellen könnte. Ich hab's. Hier steht, drücke E, um das Fahrzeug anzubinden. Bei mir geht's. Okay. Also ich kann hier rein theoretisch anbinden, aber jetzt ist es weg. Warte, geh mal weg bei mir. Okay, es darf keiner daneben stehen. Sobald du neben mir stehst, komm mal noch zu mir hin. Ja, aber gerade eben standest du ja dann drüben bei ihm und hast mit ihm geredet. Da hat es bei mir auch nicht. Ja, aber schau mal, bleib mal da stehen, ich geh mal weg. Sonst, warte, ich lasse ihn nochmal hoch. Soll ich es mal runterlassen? Genau, vielleicht? Dann lass du es nochmal runter und dann schauen wir, ob es bei dir funktioniert. Aber bei mir hat es jetzt gerade geklappt. Das war, weil du vorher neben mir gestanden bist und dann mach das nicht, weil er immer nur eine Person haben möchte. Aber jetzt mach du mal, steig ein, lass runter und dann probieren wir es. Was es nicht alles für gute Sachen gibt, ne? Debug-Mode anmachen, gucken. Das ist es. Leute, das ist mein Job hier. Dafür sind wir da. Abschlepper reparieren. Wir reparieren die Abschlepper. Und? Nö, bei mir wird es immer noch nicht angezeigt. Ey, aber weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe das komplette Skript gerestartet, ne? Komplett. Das ist ja mal mega strange, weil der refresht sich ja komplett und bei mir geht's ja. Ja, ich weiß. Ich weiß auch Kunden, wie die Dinger funktionieren. Wir können mal was probieren. Kannst du mich mal in /TH machen? Dich? Ja, mich mal als Geisel nehmen. Weil dann kommt oben links auch so ein Fenster. Und sag mal, ob du oben links ein Fenster siehst. Mit /TH. Ach warte, ich muss dir eine Waffe geben. Warte, ich habe eine Pistole. Jawohl, dann probier das mal. Hast du oben links eine Anzeige? Ja, habe ich. Okay, dann liegt's mal Geisel daran nicht. Das heißt, Geisel töten. Genau, lass mich mal los. Dann liegt's mal nicht daran, dass sich da was aufgehängt hat. Aber das ist schon. Das ist wirklich strange, du. Das habe ich noch. Also vor allem, dass bei mir funktioniert und bei dir nicht. Weil ich kann jetzt hier, wenn ich die. Also sobald ich die Rampe hoch runter fahre. Ja, ich hab auch schon mehrere Sachen ausprobiert. Ich habe ja auch einen Grafikmod drin. Ich habe probiert, ohne Grafikmod zu machen. Ja, aber das geht nicht mit der Grafikmod zusammen. Das ist ja ein unabhängiges Skript eigentlich davon. Nicht. Ja, klar, das aber super. Ich bin ja auch in der IT zugange und ich habe bei manchen Kunden schon Sachen erlebt, wo ich mir gedacht habe, ey, das müsste eigentlich gehen, aber es tut's nicht. Ich kann wieder anbinden. Ey, ich weiß, was es ist. Ich weiß es 100%, was es ist. Das Ab- und Anbinden ist mit einem Global State. Hundertprozentig bist du in diesem Global State drin, weil wenn ein Global State serverseitig gesetzt wird, dann bleibt der da auch drin, auch wenn ich das Script restarte. 100% ist da ein Problem, dann schmeiße ich diesen Drecks Global State raus, weil den brauchen wir eigentlich gar nicht. Weil der denkt jetzt, du hast ein Fahrzeug. Ja, natürlich! Du hast ja ein Fahrzeug abgebunden mit /abbinden, ne? Statt hier. Ja, dann ist klar. Dann hat er den. Manchmal geht's nicht. Ja, dann macht er den. Ja, aber er macht den Global State nicht weg, weil das ein anderes Script ist. Das heißt, du hast jetzt was abgebunden und das Script glaubt immer noch, du hast was angebunden. Drauf angebunden. Genau deshalb kannst du nicht anbinden. Ja, aber manchmal geht's trotzdem.
Manchmal geht es trotzdem. Ja, klar, und, aber... manchmal kann ich es auch nicht anbinden, obwohl ich das Slash-Abbinden noch nicht mal gemacht habe. Das ist der Sound auf die Spinde. Ja, aber dann wird es 100 Pro am Global State liegen. Da hängt sich irgendwo was mal auf, ne? Das geht ja ganz schnell und dann bist du dauerhaft eingetragen serverseitig, dass du was angebunden hast. Und das schmeißen wir raus, weil das brauchen wir eigentlich gar nicht. Weil wir, weil ich denke mir so, wenn du zweimal was anbindest, ist doch, passiert ja nichts, weißt du? Oder zweimal was abbindest, da passiert ja nichts. Wozu brauchen wir einen Global State dafür? Und du bist jetzt laut Server mit irgendwas angebunden. Und das muss ich halt später fixen, weil ich kann jetzt nicht das komplette Script mit einem Global State dich da rausschmeißen. Aber das wird sein, weil deshalb funktioniert es bei mir. Hilft dein Powernap? Also nein, das ist im Server gespeichert. Deshalb sage ich ja, auch wenn ich das Script restarte, ein Global State wird im Server gespeichert. Das heißt, der geht auch nicht, wenn ich das Script restarte, weg. Da müsstest du... Der zieht sich das immer wieder neu raus. Genau. Das wird im Server selber gesetzt. Das heißt, den kriege ich da auch nicht mehr weg. Da muss ich komplett das Script mal refreshen. Aber dann mache ich das im Test-Server weg und dann sollte alles funktionieren. Ich mache wieder den Ding raus, warte. Ja, das wird sein. Das macht das Einzige, was gerade Sinn macht. Machen wir das mal false und dann restarten wir das nochmal. So, jetzt ist der Dev-Mode draußen. Problem ist halt, du kannst jetzt eigentlich nichts mehr abschleppen damit. Du könntest aber mit einem anderen Abschlepper probieren, da soll es funktionieren, weil da nichts angebunden ist. Ich bin jetzt auch erst auf den kleinen Abschlepper umgeswitcht. Ich habe heute den Vormittag lang den großen Abschlepper benutzt. Ja. Und da hat es eigentlich auch funktioniert tatsächlich mit dem Slash abbinden und trotzdem wieder anbinden. Ja, aber muss nicht. Es kann trotzdem passieren, dass du im Global State hängen bleibst. Ja, okay. Nee, weil ich kann halt in der Werkstatt sonst gar nicht abbinden, tatsächlich. Okay. Gut, aber dann weiß ich, wo ich arbeiten muss. Ich kann jetzt halt nicht viel machen, weil da muss ich das Script komplett neu schreiben. Aber nee, das mache ich dann heute am Abend. Das. Ja. Jo, alles klar. Okay. Ich brauche jetzt erstmal nur, dass ich zurück zur Werkstatt fahren kann. Also, er hat nichts gefunden. Was gefunden? Der Malware. Die Software. Welche Software? Bin ich gerade blöd? Das, die Mail. Die du ihm gerade empfohlen hattest, wegen den, Ach so. Er hat nichts so schön hast du es durchgescannt? Ja, ich bin dabei. Der ist bin gerade dabei gewesen. Ach so, okay. Wenn er nichts gefunden hat, dann würde ich mir mal, genau gucken, ob du am System selber einen Fehler hast, ob sich da was aufhängt. Oder mal Windows-Fehlermeldung, kannst du auch mal durchgucken. Ja, passt, mach ich. Aber dann geh mal am besten im Discord Spieler helfen Spielern oder User helfen Usern. Und dann tust du mal deine Fehler rein, da helfen die dir meistens ganz gut, wenn da irgendwann ein Problem ist. Aber ich habe das schon mal mit jemandem drüber gehabt. Mit X-Ray One. Ja. Und er hat gemeint, das ist auch bekannt schon. Haben die ein oder anderen Spieler schon mal gehabt. Was denn? Dass du hängen bleibst und nichts mehr hörst? Das habe ich noch nie gehört. Ich fahre ganz normal. Ja. Und dann hängst du? Nee, ich hänge gar nicht, das hängt nur zum Beispiel er. Ich fahre ganz normal weiter und ja. Wie die hängen? Also warte, du fährst? Ja. Und der andere Spieler sieht nicht mehr, dass du fährst, die bleiben dann einfach stehen mit dir. Ja, als wäre es so wie Connection Lost, aber es geht nicht durch. Ja, aber dann ist das 100 Pro Connection Lost, das sage ich dir. Wenn du fährst, und du fährst bei dir weiter und der andere Spieler, weil du bist in dem Fall in dem Auto, dann liegt das an deiner Connection, aber zu 100%. Ja, passt, dann schauen wir mal, dass ich das irgendwie in den Griff kriege. Ich hab nämlich gedacht, du steckst und hörst die Leute nicht mehr. Ach so, nee, ich fahr ganz normal. Ach so, okay. Ja, wenn du nur mal weiterfährst und er bleibt stehen und hört dich nicht mehr und so, dann ist es die Connection. Aber wenn du so ein Timeout hast von 5 Sekunden, reconnectest du wieder, dann springen die wieder ins Auto rein, so irgendwie. Ja, passt, dann schaue ich mir mal mein Internet an. Muss er gucken. Bast. Du, ich habe heute auch nicht das Beste. Ich kenne das Problem. Internetprobleme. Okay. Ciao, danke. Tschüss. Bitte. War ganz schön lange hier gebraucht, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass ich so lange hier brauche. KHL. Nee, K2. HL, mach E und ab geht die Luzi. Da habe ich aber lang gebraucht jetzt, meine Damen und Herren. So. Toll, jetzt komme ich da nicht mehr hin. Tuning-Teile beim Einbau erneut weggebuggt bei Fröhlich 574. What the fuck? Uiuiuiui, da ist was los. Ich wusste nicht, dass das hier drin ist. Sag mir kurz deine ID. Holy shit. Stark. Alles gut.
Ey, muss das so? Gehört das so? Muss das so? Willst du mal mitkommen? Ich brauche ein Fröhlich, einmal ganz kurz. Wir gehen einfach mal raus. Um welches Auto geht's? Da drüben der. Ist aber schon geklärt. Schon erledigt. Was war das Problem? Dass zwei Officer das nacheinander eingestiegen sind, während das Tuning. Oh mein Gott, ja gut, dann. Wenn du ein Tuning einbaust und einsteigst, dann backst du es. Ey, weißt du, was ich machen werde? Ich werde das idiotensicher machen. Im Script werde ich einbauen, dass ich das automatisch abschließe. Dann kann keiner einsteigen. Wobei, nee, dann macht wieder irgendwer die Tür auf. Nee, vergiss es. Ich wollte gerade sagen, dann kann ich das nicht idiotensicher machen, weil es immer noch Idioten gibt, die sowas, ja. Hat sich gerade irgendwer verletzt? Wegen mir? Nee, alles gut. Okay. Der sah schon immer so aus. Okay. Ich komme ins Auto nicht mehr rein, weil ich so kacke geparkt habe. Sag mal, wer macht noch diese Parkplätze so schmal? Ach, das weiß keiner. Würde ich mal bei der Regierung nachfragen. Ja, Alter, stell dir mal vor, zwei Donuts am Tag und du passt da nicht mehr hin. Das ist, geht ja nicht. Egal. Bodenlos. Das ist wirklich bodenlos. Gut, dann ist das Problem weg. Ja. Aber ich vergiss immer, dass das PD jetzt hier ist. Jedes Mal, wenn ich hier rausfahre, denke ich, bin im Mission Row. Dabei bin ich im Vespucci Beach PD, Alter. Das ist richtig schlimm. Das macht mich voll fertig jedes Mal. Das ist wie, wenn ich irgendwie Time-Traveling mache. einfach Teleporting, Alter. So, Saskia, hallo, ich liege im Krankenhaus wegen meiner Bein-OP. Hoffe, dir geht's gut. Liebe Grüße aus der Schweiz, mach weiter so. Da wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Besserung des Beines. Oder ich weiß nicht, wegen der Meinung, OP. Ich hoffe, du hattest sie schon. Wenn nicht, wünsche ich dir viel Glück bei der OP. Zurück, die Grüße in die Schweiz natürlich. Für einen Döner von Cubix05, Dankeschön. Niklas, Servus, warum haben Fische Schuppen? Ja, damit sie Fahrräder unterstellen können, ne? Schauen wir mal. Wenn es regnet, können sie sich unterstellen. Das heißt, damit sie bei Regen das Fahrrad unterstellen können. Den Witz kannte ich schon. Das ist der, da habe ich mal einen Lachflash in PD geschoben, als ich ihn erzählt habe. Ah, war's lustig. Grüße gehen raus an Niklas. Martin Friedrichs. Schönen guten Abend. Ich mag den Streams weiter so. Dankeschön. Justin Müller. Kannst du heute Andel erschrecken? Das geht schwer. Wie soll ich einen Andel erschrecken? Mit was denn? Warte, kann ich hier weiter hoch? Bitte Reparatur des FD-Fahrzeugs. Sitzt angeblich wieder einer drin. Bei 802. Hat sich schon erledigt. Okay, Lukas. Gut. Also ich, dass der PKW-Anhänger 90k kostet, der LKW-Anhänger kostet 100k, das ist normal, ja. Das ist normal, da muss man nicht hinfahren. Aber ich fahre trotzdem Reparatur eines FD, da ist sicher schon um 19.23 Uhr, sind sicher schon weg. Aber ich probiere mal. Wir fahren da mal hin. Boah, ist das schnell, das Ding. Huch! Okay, das ist ein schlechter Eindruck. Der schlechte erste Eindruck. Es hängt ein bisschen. Sorry, mein Internet ist heute nicht best. Mein Internet will heute nicht. Wenn es heute hängen sollte, bitte gebt mir dem Internet heute die Schuld. So, wo ist denn das hier? Counterrod. Ist der hier? Ah, doch, der ist noch hier. Sesam, öffne dich. War da schon jemand? Bin ich ein bisschen spät dran, ne? Weil die jetzt so lange gelabert haben da hinten. Ey, ist das schon fertig? Nee, ne? Doch. Ist fertig. Ja. Ey, ich würde sogar wissen, was das Problem bei diesen Dingern ist, aber hundertprozentig liegt das an der Trage. Weißt du was, ich guck mir das jetzt mal an. Safe Call wegen der Trage. Ich guck mir die Trage an. Aber es ist halt auch nicht bei jedem, ne? Das musst du halt auch dazu sagen. Ja, aber sicher 100 pro jeden Wagen, der in hinten eine Trage reinbekommt. 100 pro liegt das daran, weil das ist ja in der Config drin. Wir hatten es aber auch schon bei einem frisch ausgeparkten Fahrzeug, der zuvor ganz war und noch keine Trage transportiert hatte. Um das geht's ja nicht. Es geht darum, dass der in der Config drin steht. Das heißt, du packst ihn aus, dass das Script checkt ab, ob da überhaupt eine Trage reinkört und der könnte ja irgendwas daran modifizieren. Ach so. Und das vermute ich, aber das werde ich mal nochmal angucken, genau. Das triggert mich hart. Glaube ich dir. Ja, gut. Ich muss eh wieder weiter. Na, danke dir. Jawohl, tschüss. Der sagt, die Musik ist zu laut im Casino. Das ist doch nicht zu laut im Casino, die Musik. Was ist das? Ich habe noch nie so einen Report bekommen. Na komm, fahr mal schnell hin. Ist ja gleich um die Ecke. Er kann die Musik nicht ausstellen. Schreibt er mir. Ja, er kann Streamer-Mode anmachen, ist die Musik weg. Die Musik ist zu laut im Casino. Was ein Admin-Report. Also, dass ich sowas noch miterleben darf, dass jemand wo irgendwo zu laute Musik hat. Da fahren wir dann auch gleich hin.
Aber ich weiß gar nicht, ob soll ich das mit dem Casino überhaupt anfangen? Soll ich das überhaupt ernst nehmen? Ist jetzt for real irgendwie, macht das Casino, ich habe noch nie gehört. Der kriegt einfach dauerhaft, na, da unten ist er. Der kriegt hier dauerhaft das reingeschallert. So, kein Bock da runter zu laufen, ich komme einfach so. Hallo? Hi. Wo ist denn hier die Musik zu laut? Wenn du nach hinten durchläufst, wird's immer lauter. Ja, ist aber normal, das ist halt chillige Musik. Gut, ich höre sie jetzt gerade. Ich höre sie gerade nicht, ich hab Streamer Mode an. Du kannst mit / Streamer Mode die Musik ausmachen. Okay. Das ist auf ganz entspannt. Bin wieder weg. Oh, danke. Bitte. Aber die ist auch nicht so laut, die hört jetzt gerade nicht, weil die über Streamer-Mode läuft, aber die Musik ist for real nicht laut. Ich glaube, der Bruder hat höchstwahrscheinlich sein GTA auf 1% Lautstärke am Laufen, hat dann die Kopfhörer auf 1000% aufgedreht, dann ist das nicht richtig abgemischt bei dem. Und dann fragt er sich, warum hier die Musik so laut ist. 100 pro. Ich habe noch immer noch keinen Spieler gehört, der gesagt hat, im Casino ist die Musik laut. Wisst ihr, auf wie viel Prozent die läuft? Auf 10% Lautstärke. Das ist ja nur diese Hintergrundmusik, wenn du am Table spielst. Habt ihr auch sicher schon mal gehört im RP bei mir. Also der muss ja wirklich ein schlechtes Audio-Setting haben. Dann schauen wir nochmal dorthin. Da sind schon ganz schön viele Einsatzfahrten heute. Oh, wo ist denn der? Einer, ach, da will ich jetzt nicht alles unter... Oh, nee. Oh, nee. Alles unter Kontrolle. Ich bin ja Admin on Duty. Da kann ja nichts schief gehen. Da geht ja heute gar nichts schief. Ach, zum Glück bin ich heute Admin. Kann mir nichts passieren. Kann sich heute 5-mal überschlagen und ich kann aber weiterfahren. So. Das heißt, ich muss mich auch an keine Regeln halten. Das heißt, ich kann fahren wie die gesenkte Sau. Ey, aber letztes Mal im Stream bin ich ja gut weggekommen mit meinem Motorrad. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich war wirklich sehr stolz drauf. Brauche echt ein neues Admin-System, wenn so viele Anfragen reinkommen, ne? Oh, was ist denn hier? Herr Kuhlberg. Ach so, der hat hier Pflanzen. Was hat er noch geschrieben? Der kommt hier nicht weg. Hallo? Hola. Du kommst nicht weg, wenn der dabei sitzt? Sobald, so auch wenn ich jetzt zum Beispiel auf Beifahrersitz sitze, dann ist die Karre stuck und meine Räder sind auch seitdem verschwunden, also ich habe auch keine Räder mehr. Aber das mit dem Thema keine Räder, hast du denn schon mal ein Ticket aufgemacht? Nee, das ist vorhin jetzt gerade aufgefallen, weil gestern war das Auto noch 1A und jetzt vorhin wollte ich eine Freundin mitnehmen und dann aber ist das Auto abgehoben und hing auch unter der Brücke. Ich kann damit fahren. Nee, pass auf, jetzt steige ich auf Beifahrersitz, Achtung. Ja. Jetzt ist er stuck. Ich kann fahren. So. Ich hab kein Problem mit dem Auto. Ja, bei mir habe ich gerade nicht mal die Tür aufgemacht, bin einfach eingestiegen durch die zu eine Tür gerade. Ey, aber wir hatten genau dasselbe. Sieht bei dir das Auto komisch aus? Also ist das so irgendwie. Ja, die Räder sind halt komplett weg, also ich habe gerade keine Felgen, ich schwebe. Okay, dann hast du ein LOD-Modell vom Auto, weil genau dasselbe haben wir bei dem Auto schon reported bekommen, aber ich frage mich, warum das bei manchen Leuten ist und bei manchen nicht. Das macht irgendwie keinen Sinn. Kannst du bitte einen Screenshot machen? Da vom Auto? Jetzt sind die Räder wieder da. Aber warte, ich glaube, wenn du jetzt auf der Beifahrerseite einsteigst, dann ist er bei mir stuck. Aha. Und wenn ich jetzt aussteige, hebst du vielleicht auch ab. Ja. Jetzt ist das Auto bei mir komplett gedreht. Ja, bei mir auch. Das ist ganz komisch. Aber wir haben genau beim selben Fahrzeug das Problem schon reported bekommen. Ja. Könntest du einen Screenshot vom Auto machen, wie es bei dir gerade aussieht? Mit den Reifen weg? Und machst ein Ticket bitte auf und schreibst dann Fehler dazu, weil genau das Auto, jemand hat das Problem gehabt und wir haben gedacht, okay, das muss bei ihm sein, weil sonst hat keiner Problem mit dem Auto. Aber vielleicht hat das Auto insgesamt irgendwie einen komischen Bug, dann müssen wir den mal setzen gegen was anderes. Ja, weil wie gesagt, gestern ging einfach eigentlich alles ohne Probleme. Okay, aber bitte Screenshot machen, weil wenn es genauso aussieht wie beim anderen, dann wissen wir Bescheid. Alles klar, gut, okay, hab ich gemacht, super. Ich schick gleich los. Danke. Jawohl. Tschüssi. Also und falls hier ein Pediler aufkreuzen sollte, machst du auch nochmal was auf. Alles klar. Jawohl. Oh, mir hat der gefolgt. Ey, ich sollte mal meinen Haken holen. Ich bin verified auf. Muss ich mal holen. Nicht, dass jetzt ein Auto Nokia hat sich ungewollt vermehrt. Oh, ich komme ja heute gleich zum Vorlesen, wenn es hier so weitergeht.
Er hat wieder ein Autos Babys gemacht, das gleich hier vorne. Da haben wir noch was. Fahrzeug ist Freeze, das haben wir jetzt gemacht vom Herrn Kuhlberg. Passt. Ja, dann haben wir das eh, da muss man noch hinfahren. Dann habe ich wieder Zeit, da kann ich mir was vorlesen. Dann können wir ein bisschen Kacke bauen, ein bisschen auf den Putz hauen. Ich würde nämlich gerne die Autos heute Probe fahren, weil Andel meinte, er hat ein paar Handlings verändert. Aber das Ding ist so schnell. Das ist unglaublich. Ich glaube, das ist eines der besten Autos, die wir haben. So, essen muss ich auch bald mal was. Aber in Stadtwerken. Oh. Hohoho. Da hat wer Babys bekommen. Hallo. Moin. Oh, wie schön sie es eingebaut haben. Das machen wir gleich. So, schauen wir mal, ob mal das. Der, dem das Auto gehört, der, dem das Auto gehört, ist nicht da. Macht auch Sinn, weil dann passiert es meistens. Dem, dem das Fahrzeug gehört, wenn er dann offline geht, dann passiert meistens, dass er das Auto Babys macht. Ah. Das liegt daran, weil das Fahrzeug dem Spieler gehört. Und das Skript versucht auf Krampf, dieses Fahrzeug nicht vom Server zu nehmen, wenn der Spieler rausgeht. Und dadurch passiert dann, dass der irgendwie Babys kriegt und ja. Ach so, ja, im Dienst ist er noch. Der ist bloß nicht hier. Ach so, okay. Also ist er nicht rausgegangen, also ausgelockt oder so. Weil, nee. Weil meistens haben wir das, wenn sich irgendwer ausloggt und dann wieder reinkommt. Neben das Auto. Okay. Okay. Ist aber jetzt weg, ne? Es ist behoben. Ja, ja. Ich hoffe, kommt nicht mehr wieder. Gut. Danke dir, schönen Dienst. Bitte, ebenfalls, tschüss. Ach ja, die haben wir immer noch seit 2.0. Aber ich sag euch, Leute, irgendwann kriegen wir das auch weg. Das, da bin ich schon am Überlegen, wie wir das hinbekommen. Habe ich schon zwei Ideen, zwei Vorschläge, was wir da noch machen werden. Dass es nicht vorkommt. So, wie läuft der Stream, Leute? Läuft der jetzt flüssiger als davor? Schreibt man in die Dings rein. Merkst du, dass du manchmal FPS-Drops hast? Nee, das ist nur im Stream so, Leute. Die FPS-Drops ist YouTube leider. Das ist mir aufgefallen. YouTube hat seit circa einer Woche Probleme mit FPS-Drops. Also ich habe sie nicht. Ich habe sie auch bei OBS nicht. Die hat nur der YouTube-Stream und die Wiederholung. So alle, kommt mir vor, so alle eine Minute einmal kurz so Drops, ne? Das liegt leider an YouTube. Das hat Andel auch im Stream gehabt. Und das ist übelst nervig. Ich überlege eh mal, an YouTube-Supporter mal zu schreiben mit diesen FPS-Drops, weil die sind übelst nervig. Vor allem in der Wiederholung sieht man die auch. Aber ich habe die am PC nicht. Also ich sehe die nicht. Ich sehe die auch bei OBS nicht. Also muss das YouTube sein, leider. Der läuft die ganze Zeit flüssig. Ja, flüssig in irgendeiner Hinsicht, aber du hast so Ruckler drin halt ab und zu, wenn du irgendwo hinfährst. Das ist nicht normal. Und das hast du nur auf YouTube in der Wiederholung. Und im Stream natürlich, ne? Ja, kleine Ruckler sind das. Ist halt nervig, soll halt nicht sein. Das kackt mich halt auch ein bisschen an, aber was ist zu machen? YouTube-Support leider zu 90% kriegst du eine Abfuhr und die sagen ja, wir können ihnen nicht helfen. Leute, ich kann seit 2 Jahren keine Premiere auf YouTube starten, ohne dass die nur noch rumleckt. Und das ist nur mein Kanal betroffen, Leute. Nur mein Kanal. Und jetzt passt mal auf, haltet euch fest. Ich hatte bei YouTube einen Bug. Nur bei meinem Kanal. Sonst kein Kanal. Ich hatte einen Viert-Kanal, da war es nicht so. Bei mir konnte ich, wenn ich gebannte Leute hatte, und by the way, ich hatte gebannte Kanäle, die ich nie gebannt habe. YouTube hat bei mir irgendwelche Kanäle weggebannt, so. Und ich konnte diese Kanäle auch nicht mehr entbannen. Auch wenn ich auf Entbann draufgegangen bin, diese Kanäle waren weiterhin gebannt. Wenn ich dann refreshed habe, und egal, ob ich mit einem anderen Browser rein bin, ich bin mit einem anderen PC reingegangen, andere Handy, ich habe dann 5-mal den YouTube-Support aufgerufen, 5-mal. 5-mal haben sie mir nicht geholfen. Und dann nach, ich glaube, das war 2 Jahre, hat es auch wieder gedauert. Nach dem 6. Mal habe ich mich wieder mal dazu entschlossen, okay, ich probiere es nochmal. Deutscher Support, der hat das dann einem Techniker weitergegeben und nach 3 Tagen haben sie das Problem behoben. Und ich weiß bis heute nicht, wie das zustande gekommen ist, dass mein Kanal zum ersten irgendwelche Leute gebannt hat, wo ich keine Ahnung habe, warum. Der hat einfach irgendwelche random Kanäle weggebannt. Auch teilweise von Freunden von mir, die auch auf RLO spielen, wo ich keine Ahnung habe, wie. Und zweitens, dass ich die dann nicht mehr entbannen konnte. Das war der strangeste YouTube-Bug ever. Und wie gesagt, ich glaube, das ist wieder nur auf meinen Kanal bezogen, dass meine Premiere nicht funktionieren. Also Premiere, ich starte, ihr habt ja eh gesehen, Real Life Online Trailer war für die Tonne. Immer wenn ich eine Premiere gemacht habe mit Video, immer hat alles geruckelt und geleckt und das Ding hat gar nicht mehr geladen. Das triggert so hart, ne?
Zum Glück, YouTube-Stream geht jetzt noch, aber die machen jetzt auch wieder nur Probleme seit ein paar Tagen wieder. Also es ist, ich weiß nicht, was YouTube derzeit macht, aber irgendwas stimmt in der Technik nicht. Es ist aber war immer schon so. Man muss halt hoffen, dass dir einer irgendwann mal hilft. Welche Grafikkarte hast du? Der beste YouTuber, dankeschön. Ich habe eine 390 habe ich verbaut. Eine 390er von Nvidia. So, jetzt habe ich endlich mal Zeit, mit euch hier zu chillen. Florian, schaue dich schon, seitdem ich 8 bin. Bin jetzt 15, aber weiter so. Alter, die Zeit vergeht, Alter. Die Zeit vergeht. Zockerboy, also sie macht Tsunami auf RLO. Das Skript haben wir nicht. Und ich glaube, wir werden das, wenn, dann reinmachen, wenn wir wirklich so ein eigenes Skript für bauen. Aber ich weiß nicht, ob wir das tun sollen, weil... Ey, stell dir vor, du bist mitten im RP und dann kommt wieder so ein fetter Tsunami. Könnte halt die ein oder anderen Leute nerven. Vor allem im RP gerade. Mal schauen. Wenn, dann vielleicht nur ein kleiner. Aber nicht, dass die ganze Stadt unter Wasser ist, wie letztes Mal. Team Official, danke fürs VP werden. Und, Clipper-Style drin. Herzlichen Dank für 240. Auf einen schönen Abend. Dankeschön. Luca, meine Schwester Lara ist heute 16 geworden und ich wollte dich fragen, ob du ihr gratulieren könntest. Natürlich dann alles Gute an Lara zum Geburtstag. Die Lara hat Geburtstag. Jawohl. Da hat sich der Bruder was Schönes einfallen lassen. Erstmal, schönen Geburtstagswunsch gewünscht. Ey, wisst ihr, was wir machen werden? Wir werden jetzt gleich mal ein paar Autos Probe fahren. Ich fahre mal zum Gebrauchtwagenhändler. Ich würde mal schauen, was angechanged hat an den Fahrzeugen. Aber wie komme ich denn jetzt am... Ach komm, ich fahre so. Ey, kann das Auto nicht eigentlich von selber fahren? Wartet mal, der müsste doch das haben. Fahrzeug. Dann Funktionen und APS. Das Fahrzeug besitzt kein Autopilot. Da müssen wir nachbessern. Weil es, unsere ganze Elektroauto soll eigentlich einen Autopiloten haben. Da bessern wir noch nach. Das kriegen wir hin. So. Mir hat auch letztes Mal jemand gesagt, dass die Abo-Box verbuggt ist auf YouTube. Habt ihr in der Abo-Box heute meinen Stream bekommen? BZW, habt ihr irgendeine Benachrichtigung bekommen von YouTube? Also für alle, die jetzt abonniert und Glocke aktiviert haben natürlich. Wenn ihr nicht abonniert habt, bekommt ihr auch nichts in der Abo-Box. Aber mir wurde im letzten Stream gesagt, dass mein Stream in der Abo-Box nicht drin war und dass er keine Benachrichtigung bekommen hat. Also ganz komisch. Ist natürlich auch nicht so geil. Aber ich schau mal, was der Chat schreibt. Ja, mit ja kann ich wirklich anfangen. Ja, was? Also habt ihr jetzt eine Abo-Box oder nicht? Nein, ja, ja, nein, ja, 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 nein. Ja, nein, ja, sicher. Ja gut, da ist jetzt gerade 50-50, geil. Keine Nachricht bekommen, okay. Heute ja. Ja, habe bekommen, ja gut. Jo, habe Benachrichtigung bekommen, wie immer, super. Weil letzten Stream hat sich bei mir wer beschwert, der hat keine Benachrichtigung bekommen. Und es wurde nicht in der Abo-Box angezeigt. Ganz kritischer Hase. Mir zeigt der Prüfstand zwei verschiedene PS-Anzeigen. Och man, ich wollte doch gerade rüberfahren, da fahre ich nochmal hin. Das ist 100 Pro wieder irgendwie. Ja klar, wieder bei den Mechanikern hin. Das ist halt. Der Prüfstand will nicht. Was ist denn hier los? Sag mal, könntet ihr ein bisschen mehr Licht machen? Man kennt hier kaum, man könnte da fast reinfahren. Geil. Ein bisschen mehr Licht vielleicht. Vielleicht später. Vielleicht ein paar mehr Kegel. Ey, da ist ja wirklich, da könnte man wirklich reinfahren hier. Das ist echt ganz schlimm. Ja, ganz schlimm ist das. So, sind wir schon da. Guten Tag. Hallo. Zweimal verschiedene Zahlen. Ja, ich hab zweimal gestartet und zeigt mir einfach zwei verschiedene PS-Anzeigen. Oh, schon mal. Hey, die Drifty ist überfallen! Irgendwas mit 682 oder mit 395? Ah, ja, ja, da hat irgendwer einen Fehler eingebaut ins Skript, weil der wird jetzt dir einmal die PS-Zahl zeigen ohne Tuning, einmal mit Tuning. Okay. Das ist meine Vermutung. Ist das, warte, lass mal den Dings hier probieren. Darf ich kurz ausschauen? Jo. Weil ich habe heute schon mal geprüft, das Problem habe ich halt noch nicht gehabt, deswegen zumindest nicht zum ersten Mal. Ja. Oh, weißt du, was sein könnte, dass der zweimal drin steht, der Wagen? Ja. Ich probier's mal in die andere Richtung.
Ja, der steht 100 pro Zeimer drin. Ich schau mal schnell. Okay. Weißt du was? Ah ne, das ist ein Challenger, ne? Ja. Ich schau mal schnell rein. Ist das der mit den, wo du hinten das Anbauteil machen kannst, dass du eine Rückleuchte hast? Ist das der? Nee, das ist der vom Autohaus. Ja, aber es gibt, glaube ich, zwei Versionen. Ich muss gucken. Ich schau mal schnell. Ich habe nur den einen gesehen, deswegen. Wenn wir die Anbauteile haben. Das ist der Sound auf die Spende. Ich gucken, welcher das ist, weil wir haben zwei. Ne, dann ist das der normale, glaube ich. Weil wir einmal noch einen, der hat hinten eine durchgehende Heckpartie. Mit dem geht es aber auch nicht mehr gut. Okay, passt. Ich schau mal. Jo, ich weiß schon, welcher das ist. Ich check das schnell ab. Eieiei, heute ist was los, scripttechnisch. Vehicle, dann haben wir den, wie haben wir es genannt? Dino heißt das Teil, so. Config. Ja, der ist zweimal drin, habe ich schon gefunden. Ja. Der hat einfach zweimal den 16er Challenger drin. Das hat aber Andl gemacht, ne? Nur so zur Info. Das hat der Andl gemacht. Andl ist diesmal wirklich schuld, weil ich habe das nicht angegriffen. So, lass mich mal drauf. Ich glaube, es behoben das Problemchen. Mhm. So. Starten wir mal die Messung. Jupp, ist behoben. War zweimal eingetragen, oder was? Es war zweimal eingetragen, ja. Einmal war es falsch drin, ja. Mit den 177 PS oder was da stand. Das ist jetzt weg. Servus. Danke dir. Bitte. Darf ich Sie mal ganz kurz fragen? Bitte. Bevor ich ein Ticket schreibe, da draußen der Grill. Ich kann den irgendwie nicht mehr, kochen. Ja, warte, ich komme mal. Ist ein Grill kaputt gegangen? Das war mega. Einfach Grill kaputt. Ja. Ja, vielleicht liegt es an den ganzen Hütchen hier, das kann ja sein. Wie probierst du zu grillen mit einem mit einer Pfanne? Ja, genau. Das hat mir jetzt, also der eigentliche ist weggelaufen, aber ich kann, hab den, die, wo du herstellen drücken kannst, habe ich gar nicht mehr. Ich habe gerade auch schon Powernap gemacht und. Ja, aber hast du eine Pfanne oder sowas? Ja, genau. Kann also ich die mal haben? Ja, klar doch. Ich das nämlich mal ausprobieren. Danke. Weil, also er hat's, der stand jetzt schon ein bisschen länger, aber der ist jetzt gerade ein bisschen im Stress. Also ich kann hier kochen. Jo, ich hab's gerade auch schon mit einem Powernap probiert, aber irgendwie. Aber warte, wenn ich dir die Pfanne gebe und du benutzt sie hier, da geht's bei dir nicht, oder was? Nee, genau. Super strange. Hast du ein Arrow, wenn du F8 eingibst? Irgendwas, das dir rot anzeigt, in F8? Nee. Das ist mal eine Idee, das können wir mal probieren. Hast du eine Box? Nee. Weil das ist von dem Tyrone, ist das der Grill, der hat den aufgestellt. Jo, das ist ja kein Problem. So, dann stelle ich den mal neu auf. Jo. Zack, probier jetzt mal. Ja. Leo. Nee. Geht nicht. Und ein Powernap hat auch nicht funktioniert. Das ist aber ein größeres Problem, wenn es bei dir nicht geht, weil bei mir geht's. Ich kann, wenn ich eine Pfanne habe, kann ich hier kochen. Ah, das ist komisch. Was könnte das sein? Bist du Mechaniker oder irgendwas? Nee, nee. Immer nur freiberuflich. Okay. Ich kann's auch bis, ich glaube, ja, bis vorhin kann ich's noch machen. Dann hatte ich diese Semmelkrümel oder so hergestellt. Ja. Und danach ging es nicht mehr. Ach, du hast Semmelkrümel hergestellt. Und, genau, und danach ging es nicht mehr. Mhm. Genau, jetzt wollte ich eigentlich für ihn, weil er eine Großbestellung hatte, dann den Chicken Burger machen. Kannst du mir mal das Ding geben, nochmal die Pfanne? Jo. Probier mal was. Bitteschön. Ich will was herstellen da drauf, dass er da nicht will. Ich hole mal eine Semmel.
So, ich mach mal auch diese Semmelbrösel. Schau ich das mir mal an. Also die Schnitzel und so kann ich mir auch herstellen, aber wo ich die dann jetzt gerade den Schnitzel, ich glaube Schnitzelburger war das, herstellen wollte, da ging es nicht mehr, da war der Button weg. Ich stell mal kurz Semmelbrösel und schau, was er dann macht. Jo. Schau ich mal in den Server rein, was? Hast du da irgendwann einen fetten Error ausgelöst? Ist mich aber. Das hat funktioniert. So, schauen wir mal rein. Hat der Server einen Error geschmast? Nö. Nö, der Server erstmal nicht. Das passt. Dann ist das Problem clientseitig. Ich kann hier weiter aufmachen. Ja, genau, ich konnte die Semmelkrümel hatte ich auch hergestellt und dann so einen Schnitzel. Ja. Und dann meinte er jetzt gerade, weil er hatte fürs Autohaus eine Großbestellung und es steht ein bisschen unter Druck und dann soll ich weitermachen. Aber irgendwie ist seitdem der, ja, wurde unten. Aber eigentlich müsstest du neu, wenn beim neu reloggen sollte, das eigentlich funktionieren immer. Das ist eigentlich unabhängig davon. Hatte ich probiert, ich habe komplett Powernap gemacht. Okay. Und danach ging es immer noch nicht. Das ist kacke. Wir können das so probieren, du könntest beim... Na, wir können mal das ausprobieren. Kannst du bei einem normalen Crafting-Spot hingehen und dort probieren, craften? Oder geht das auch nicht? Ich probiere das mal. Kann ich gleich mal schnell probieren. Ich habe nur gerade kein Auto mehr da. Nee, ich bring mich da schnell hin. Ach, oder so. Boah, ich sehe dich gerade nicht, warte. Jetzt, probier mal hier, ob du hier benutzen ja, kannst, die Werkbank. Aluminium. Funktioniert das? Ah, jetzt sehe ich auch wieder was. Kannst du hier benutzen drücken? Ah, weil ich kein Aluminium habe, da deswegen noch nicht. Jetzt müsstest du mir kurz ein Eisen geben, was ich dir gleich wiedergebe. Nee, nee, das ist egal, du musst nur die Werkbank benutzen können. Dann muss ja so ein Ding kommen. Ja, genau, da kann. Das kommt. Nicht rein. Ja. Da kommst du rein, okay. Ja, genau. Dann musst du nochmal hin auf die Autobahn. Gut, dann ist es das mal nicht, das hat sich nicht aufgehängt. Dann wollen wir mal am Hauptplatz. So, pass mal auf, wir testen mal hier. Da ist nämlich noch ein Feuer. Probier mal hier den Ding zu verwenden am Feuer. Also hier bei dem. Beim Griller soll es, glaube ich, nicht gehen, erst beim Feuer. Nee. Auch nicht. Ne, und die Zutaten habe ich auch alle. Oh oh. Nicht wackeln. Nee, aber du kannst. Siehst du das Menü? Ja, das Menü sehe ich. Auch drüben nur siehst du das Menü? Ja, nur diesen Herstellungsbutton halt nicht. Ach so, ja, sag doch gleich. Ich denk mir, du siehst das ganze Menü nicht. So, nein, nur diesen Herstellungsbutton. Okay, warte. Na, das ist. Was willst du denn herstellen? Oh Gott, wie heißt das? Warte kurz. Den Schnitzelburger. Nämlich hier das Telefon. Ich denke mir nämlich die ganze Zeit, du kriegst das Ding hier nicht auf. Ich bin so verwirrt. Doch, auf geht's. Nur der Herstellungsbutton ist irgendwie verschwunden. Und du möchtest den Chickenburger. Genau. Dieses Telefon die ganze Zeit. Du brauchst eine Pfanne, Käse, Salatherzen. Das hast du alles dabei? Ich stehe überall eins dabei. Hallo? Ja, ich kann dir das auch alles sonst geben. Ich habe alles dabei. Ja, kannst du mir das mal alles geben? Das wäre mal super, dass ich das mal gucken kann. Was brauchst du denn mal alles? Weil der updatet das eigentlich direkt, wenn du da reingehst. Das macht gerade irgendwie keinen Sinn, wenn das so ist. Oh, da ist eine falsche Zutat drin. Sonst. Warte, ich hielt dich mal. Welche ID hast du? 906. Und ich nehme das einfach kurz bei dir raus. Jetzt nimm einfach mal die Hände hoch. Wobei musst du, glaube ich, gar nicht. Du suchst dich mal schnell. Aber ich glaube, ich habe das Problem gerade gefunden. Hier fehlt sicher eine Zutat. Hundertprozentig. Ja, glaube ich gerade auch. Okay. Fehlt der Schnitzel. Ja, allerdings das ist. Hatte ich das gerade irgendwie noch. Du hast doch kein Schnitzel. Du hast nie einen Schnitzel dabei. Nee, jetzt gerade nicht mehr. Aber gerade eben, bevor. Ja, aber schau mal, du gehst rein. Du brauchst doch kein Schnitzel, du brauchst doch kein Schnitzel. Du brauchst nur verpacktes Huhn. Du brauchst Weizenmehl, Eier, Semmelbrödel, verpacktes Huhn und Bruns. Also ich hab alles.
Warte mal kurz, ich muss mal ganz kurz. Ich zieh mir mal kurz eine Sache. Ich bin gerade mit Homeland. Ich weiß, was ich glaube, du kannst runterscrollen. Okay. Ich glaube, du siehst das nicht. Das ist der Sound auf die Spende. Wenn du auf, schau mal, wenn du jetzt hier drauf gehst, ne, du gehst auf Chicken Burger. Dann hast du rechts eine Liste und da musst du runterscrollen. Scroll mal runter. Da geht's noch weiter. Die ist ewig lang. Ja, du musst runterscrollen. Ah. Oh mein Gott. Ah. Ich kann nicht mehr. Vielleicht solltest du hier noch ein paar Hütchen aufstellen. Vielleicht hilft das ein bisschen. Ich muss dazu sagen, ich habe das noch nie gekocht. Ja, und ich denk mir zuerst, hä, warum? Der macht einen Relog, dann das Ding muss doch funktionieren. Ich denk mir nämlich, das ist ja nicht alles, was du als Zutat dabei hast. Nee, weil erst dann kommt herstellen. Sorry. Okay. Sorry, das ist voll mein Fehler, sorry. Alles gut, dann haben wir das Problem. Oh mein Gott. Einfach lost. So ist ein Auto da. Ja gut, dann bin ich mal weg. Tschüss. Oh Mann, ey. Wie kann man so lost sein? Wie kann man so lost sein? Ich dachte, ich wäre lost. Ich dachte einfach, ich wäre lost. Aber der Bri hat gerade komplett den Vogel abgeschossen. Also, du musst ja nur runterscrollen. Da siehst du sogar, dass es so ein Scrollbar ist. Und er hat das halt nicht gerallt. Und ich denke, weißt du, er sagt mir zuerst, er sieht das nicht. Ich dachte, er sieht das komplette Menü nicht, dass es bei mir nicht aufgeht. Und ich denke mir so, warte, da muss das UI vielleicht kaputt sein. Ich gehe rüber, denke mir, dass dasselbe UI geht auch nicht. Also, es ging drüben. Und dann sagt er mir hier, ja, zuerst das Ding geht eh auf, aber er sieht den Herstellungsbutton nicht. Oh mein Gott. Also, manchmal... Manchmal ist echt mega lost. Ja, da könnt ihr mal schön das Lost-Emote reinhauen. Ach du Kacke. Dass sowas gibt. Jungs und Mädels, das ist echt krass. Ach, die Liste geht ja noch weiter. Ja. Aber eine Sache macht keinen Sinn. Er hat nämlich recht. Eigentlich macht es mehr Sinn, wenn man zuerst das Schnitzel herstellt und dann das Schnitzel reinmacht, anstatt... Wir haben ja Schnitzel. Ihr habt ja gesehen, so eigenes Schnitzel. Und das reinmacht, wobei dann wäre es ein Schnitzelburger, ne? Na, egal. Aber ihr wisst, was ich meine. Weil das war jetzt so ein Chicken-Burger mit so Cornflakes eigentlich dran. Wie lange haben wir jetzt verworfen? 5 bis 6 Minuten sicher. Und der Bree hier braucht Hilfe. Hier gibt's hier sicher, ne? Der Papa. Was hat der nochmal gehabt? Hallo? Du hast einen Anhänger drauf bekommen, ne? Ich hab ein Auto da plötzlich im Anhänger drin. Was? Du hast ein Auto im Anhänger? Was? Ja, hörst du nicht schreien da? Ja, ist das dein Anhänger? Nee, ich mach grad eine Tour hier mit. Muss ihn also noch abliefern eigentlich. Und aha. Da vorne, da über auf der Brücke, war plötzlich der Wagen in meinem Auto und fing an zu räuchern. Oh, da ist ja wirklich ein Auto drin? Oh mein Gott, wie hast du... Ey, ist das dann einfach reingespawnt? Ja, ja, einfach so. Es gab plötzlich einen riesen Knall. Anhänger wackelte hin und her und ja. Ich halte lieber an, bevor das hier hochgeht. Also davon Clip, das wäre aber richtig lustig zum Sehen. Aber ich glaube nicht, ne? Nee. Das hätte ich gern gesehen. Das habe ich noch nie gesehen bei wem. Da ist ja wirklich jemand drin. Guten Tag, die Dame. Weil ich probiere mal, dass ich es wegkriege. Ey, das wird jetzt eine Sache. Ich weiß nicht, wie ich die da rauskriege. Ich probiere es irgendwie. Screw you. Ey, dass sowas gibt. Also Leute, ich habe schon vieles gesehen, aber das ist neu für mich. Dass jemand ein Auto in den Anhänger reinbekommt, das ist... Also, das ist wirklich neuestes Ding ever, Alter. Ich krieg das Ding auch nicht raus. Ich kann es nicht TV'en. Soll ich den mal abspannen, dass ich wegfahre? Ja, warte, ich probiere. Kannst du mal aufmachen? Ich probiere es mal was. Ah, jetzt ist das Ding hinten weg. Super. Jetzt hast du den Anhänger TV'd. Ja, das ist kacke. Ja, den Anhänger kriegst du nicht mal wieder. Ja, alles gut, dann fahre ich wieder runter. Was für ein Payout hast du gehabt dafür? 1,7. Lange Tour. 1,7? Jupp. Warte, ich geb dir mal, welche ID hast du? 835 Money. Oh, so ein Scheiß hat die 2000.
So müsstest du 2000 bekommen haben. Jo, Messi. Jawohl, dann fasst das Ding wieder zurück und packst es ein und brichst den Job ab. Sollte der Job nicht zum Abbrechen gehen, einfach reloggen, dann kannst du wieder einen neuen Job annehmen. Ja, okay. Aber hast du jetzt Bescheid. Immer die Reise erspart, aber ey, sowas habe ich wirklich noch nicht gesehen. Das ist. wie das möglich ist. Das hat gescheppert, ich dachte, was ist los? Ja, ab und zu fliegen auf der Stelle, also hier, wo die nächste Brücke da ist, fliegen halt von oben auch immer ganz viele Autos halt, ne? Also, ja, das gibt's zwar, ja. Und ja. Aber dass das in den Anhänger reinbuggt, das ist ja wirklich, das ist so unwahrscheinlich. Ich glaube, 1 Million zu 1, dass sowas passiert, irgendwie gefühlt. Das habe ich wirklich noch nie gesehen. Das ist krass. Da musst du schon Luck haben, dass das passiert. Alter, der fährt da durch. Ja gut, dann gut. Ja, viel Erfolg, danke. Ne? Dass das hier nochmal passiert. Danke, danke. Tschüssi. Das war aber geil. Der hatte einfach ein NPC im Anhänger drin. Also das, ey Leute, das ist wirklich... Das hätte ich gerne als Clip gesehen von ihm. Leider hat er nichts laufen gehabt. Das wäre schön gewesen. Das hätte unter GTA-Fails over 9000 reinkommen können. Also das ist... Ihr müsst euch vorstellen, da muss ja ein Auto in dem Moment, wo er hier langfährt, in seinem Auto drin gespawnt haben. Das geht ja fast nicht anders. Ich kann mein Essen nicht verkaufen. Der nächste. Wo ist er denn? Ah, hier. Oh, da gucken wir aber gleich mal hin. Da fahre ich nicht hin. Da tippe ich mich. Ich würde gerne mal vorlesen. Das wäre schön. Mal ein bisschen vorlesen kann. Ein bisschen. Komm hier nicht zur Ruhe. Oh, fangen wir mal an. Er kann sein Essen nicht verkaufen. 100 pro hat er das falsche Essen dabei. Der Pfuscher. Du machst so viel Pfuschen. Guten Tag. Guten Tag. Du kannst das Essen nicht verkaufen. Mir wurde gesagt, ich kann es hier verkaufen und meine Pommes und meinen Salat kann ich hier nicht verkaufen. Kommt drauf an, ob der hier im Verkauf dasteht. Hast du schon mal geguckt in der Bank, was du verkaufen kannst überhaupt? Es gibt nämlich Lebensmittel, die kannst du nicht verkaufen. Echt? Du hast keinen Gegenstand dabei, den du der Verkäufer akzeptiert, wenn es da steht, kannst du die Lebensmittel nicht verkaufen, die sind dann nur hergestellt für dich. Du musst gucken, in der Bank gibt es einen Schalter, Lebensmittel. Und da kannst du sehen, welche Lebensmittel gerade welchen Kurs haben. Und diese Lebensmittel kannst du verkaufen. Okay. Und die musst du halt herstellen verkaufen, ja. Pommes und Salat kann man nicht verkaufen. Nein. Die sind also Salat ist sowieso ein Zusatz, das brauchst du für bestimmte Sachen wie Burger oder so. Und wenn du jetzt zur Bank fährst, siehst du eh alles aufgelistet, was du verkaufen kannst und was nicht. Okay, danke. Bitte. Tschüss. Tschüss. Da bin ich ja toll rausgekommen. Ja, das ist auch nicht schlecht. Er weiß nicht, was er dann nimmt und verkauft. Soll man Salat auch zum Verkauf machen? Ey, wait a second, Salat hat er. Hä, der wollte gerade Salat verkaufen, hat er gesagt, ne? Der hat doch gesagt, er will Salat machen. Salat kann man gar nicht farmen, denn den bekommt man vom Shop. Das heißt, er ist gerade zum Shop gefahren, hat sich dort Salat eingepackt und hat gehofft, er kann es als Lebensmittel verkaufen. Ja, dann hast du einen Unlimited Money Glitch. Dann kaufst du einfach 50.000 Salatköpfe ein und verkaufst sie hier. Hä? Lost. Der Brie ist aber mega lost. Pommes verstehe ich, aber den Salat verstehe ich gerade echt nicht. Zweiter Lost die heute. Also, ich glaube, heute sind sehr viele Leute lost. So, was ist das nochmal für ein Einsatz? Mein Anhänger ist despawned. Ja, das kann passieren. Das kann passieren. Ist halt die Frage, war der... Ah, Tyrone. Ist das was gekauft, Anhänger? Hallo. Servus. War der Anhänger gekauft? Ja, war gekauft. Ui, naja. Eigentlich sollte er sich hier mit drauf attachen, wenn er das... Hast du ihn abgehängt? Nö, war dran die ganze Zeit. Ich gebe dir einen Tipp, häng das Ding immer ab. Okay. Wenn du parkst, abhängen, das ist die sicherste Methode, dass es keine Probleme mit Anhängern gibt. Wow. Ich gebe dir sonst das Geld, dass du ihn rausholen kannst aus dem Versicherungsding. Jo, ich danke dir recht herzlich. Alter, ich park's nicht mehr. Es geht alles schief. Willst du mal eine lustige Story haben? Ja, sag mal. Wenn du Zeit hast. Ey, ich habe aber auch eine lustige Story. Ich glaube, die kannst du nicht toppen. Okay, erzähl. Also, pass auf. Also, wenn du das toppen kannst, dann wundert es mich echt, dass sie funny ist. Weil, ey, ich war gerade bei einem Fall, der ist mit seinem LKW gefahren. Also, nee. Oh, nee. Der ist mit dem LKW gefahren und der hatte
in seinem LKW einen Kopflosen drin. In hinten in einem Anhänger drin. Im Anhänger. Der ist da einfach reingespawnt und das Ding hat gescheppert und habe ich gedacht, das gibt's eigentlich nicht. Das ist 1 zu 1 Million, dass das passiert. Junge, wie geil. Okay. Das ist die Sound, also, die Spende. Ich bin. Jetzt kommt's. Ich habe hier Lieferant gespielt, ne? Für die Mechaniker. Ja. Na, so, ja, keine Ahnung. In der Mine ausgeraubt worden, auf der Ölplattform ausgeraubt worden, keinen Bock mehr gehabt. Ich dachte mir, ja, ich mache jetzt Essen. Da wird mir schon keiner mein Essen wegnehmen. So. Ja, wurde ausgeraubt, zwei Dings, haben mein Essen weggenommen, mein Auto weggenommen. Ja, geil. Ach du Scheiße. Dann ist das. Waren da Pommes dabei, zufälligerweise? Nee, ein Big Burger. Oh, okay. Dann, André hat bei mir bestellt, ne? Ja. So richtige Großbestellung. Dann musste ich ihn zweimal versetzen, weil es zweimal in der Zeit nicht fertig wurde. Dann, das mit dem geklaut, ist auf dem Weg zu ihm passiert. Dann musste ich zurücklaufen, ja. Ja, was noch passiert? Stimmt, Anhänger weg. Und, ja, ich konnte dann erstmal kurz nichts herstellen. Und dann war der hier ein bisschen zu doof, um runter zu scrollen beim Chicken Burger und zu sehen, dass ich noch zu tun habe. Ja, ich hab mit ihm 6 oder 7 Minuten verschwendet. Sorry. Zu doof zum Kochen, ja. Okay. Ja, ja, ist eine tolle Story. Also du wirst heute 50 Mal gefühlt ausgeraubt und Ja. Das ist nicht gut. Würde mir schon keiner mit wegnehmen, ja. Nee. Ja. Das ist nicht gut. Okay, dann. Ich danke dir recht herzlich. Bitteschön. Auch, dass du so schnell da warst. Bis dann. Bis dann. Oder tschüss. Was heißt bis dann? Ich entschuldige mich nochmal. Nein, alles gut, du wusstest es nicht. Freddy ist im Chat. Freddy, keine Show. Ich nehm dich runter, Freddy. Nehm dich runter. Naja, wisst ihr, warum Freddy eigentlich eine Zeit lang nicht mehr auf RLO war? Weil er runtergenommen wurde. So, das musste ich jetzt machen. Das war einfach schön. So, jetzt habe ich aber Zeit, oder? Der Anhänger ist despawned, ich kann Essen nicht mehr verkaufen, haben wir. Passt. So, dann kläre ich hier mal durch, dass ich mal wieder alles richtig habe. Ah, der arme Freddy, ja. Oh nein! Ah, ja, immer gleich der nebenan. Ey, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Oh nee. Was ist da passiert? Hä? Ich stehe mit Augenbinde im Juve. Hallo? Hi. Was ist denn passiert? Ich wurde eingepackt. Der ist mit mir hierher gefahren, hat dann gemerkt, die Junge wurde schon gemacht und hat mich hier stehen lassen. Mit dem Sack auf dem Kopf? Ja. Das ist ja mal richtig kacke, warte mal. Ja. Wie kriege ich das jetzt wieder weg, ist die Frage. Das ist die Frage. Ja, warte. Oh, wie heißt das nur? Das ist eine Kanonensauer, ey. Die macht jetzt offiziell Sack-RP. Blindfold. Warte, ich probier's mal wegzumachen. Die Person trägt schon einen Sack. Ach, warte, ich brauche eine Schere. Weißt du, was ich glaube? Der hat das nicht verstanden, dass du eine Schere brauchst, um einen Sack wegzumachen. Ey, das ist ja mal. Ja, aber ist ja richtig asozial. Da kann ich doch nicht einfach. Der ist zu mir reingekommen. Der ist nur auf dem Motorrad. Ja, den rufe ich aber jetzt aus. Das kannst du mir glauben. Ich habe auch keine Polizei gehört oder so. Nur, dass er weggefahren ist. Ich habe schon die eingeschlagenen Vitrinen gesehen. Aber warst du wie lange warst du da jetzt drin? Ich habe jetzt bestimmt 5 bis 15 Minuten. 15 Minuten? 15 Minuten. Also der hat mich bei der alten Hauptplatztanke eingepackt. Ist mit mir auf einem Einsitzer-Motorrad hierher gefahren, hat mich da reingestellt,
Und dann hat er gemerkt, es geht anscheinend nicht und ist abgehauen. Also im schlimmsten Fall, wenn man den nicht auffinden kann, hast du ein Kennzeichen vom Motorrad? Nee, leider nicht. Ui, jetzt muss ich suchen, weil ich glaube, es meldet sich gerade keiner bei mir. Das ist, aber ich komme da schon drauf, wer das war. Ja. Der ist hier hingegangen, der wollte hier das Terminal aufmachen. Genau, der ist mit dem Motorrad auch reingefahren. Weißt du, welches Motorrad das war? Das war eine Cross-Maschine. Meiner Meinung nach ein Einsitzer. Farbe so dunkel. Jetzt eine Cross-Maschine, Einsitzer, dunkle Farbe. Ja. Okay. Da werde ich mal gucken, dass wir den ausfindig machen. Ja, ey, das geht ja gar nicht. Das, kann ich dich irgendwo hinbringen? Ja, an die alte Hauptplatztanke. Jawohl. Hauptplatztanke. Ich dachte mir, das kann es jetzt echt nicht sein. Ich rufe den nochmal schnell aus. Ich dachte, vielleicht hat er ein Game Crash oder so. Nee, wenn er dich da 15 Minuten stehen lässt. Er ist ja, du hast ja gesagt, er ist ja wieder abgehauen mit dem Motorrad, genau. Hast du gehört, ne? Ich habe gehört, wie er weggefahren ist. Ja, gut, dann ist er nicht gecrashed, hat er dich mit Absicht stehen lassen. Aber ja, den gehe ich auf den Grund, also den finden wir und den werde ich die Beine hinrichten, ja. Weil das geht mal gar nicht, dass man einfach jemanden stehen lässt und dann einfach einen Sack über den Kopf und gut ist. Das ist ja wirklich unter aller Sau. Weißt du, hätte er auch wenigstens Support holen können oder irgendwas, wenn er die Dings nicht runterbekommt. Aber einfach so stehen lassen geht halt nicht. Glück hat er mir ja nur, Achso, also ich muss ja dich zur Tankstelle bringen. Genau. Boah, ey, vor allem der meldet sich jetzt auch gerade nicht. Upsala. Ah, da könnte ich jetzt aber wirklich kotzen, wenn er sich meldet. Da werde ich heute den ganzen Tag damit verbringen, den zu suchen. So, bitteschön. Dankeschön. Sorry. Wenn ich hier rauskomme. Danke. Tschüss. Na, wer kennt den Wagen noch? Wer kennt den Wagen noch vom letzten Stream? Die Arme, sie hat mir so leid getan, als sie den Headshot bekommen hat. Oh Mann. Weil Edin wieder komplett übertrieben hat. So, jetzt muss ich aber gucken, wir müssen den jetzt ausfindig machen. Das ist heute mein Auftrag. Weil er meldet sich auch nicht. Das war vor 10, 15 Minuten. Er wird doch nicht auf vom Server gegangen sein jetzt gerade. Kann doch nicht sein, dass der mit seinem... Ah, hier. Aha. Das könnte die Maschine schon sein. Aber es fahren halt alle schwarze Maschinen, ne? LAE 012. Nur ein Tablet-Zugang? Oh, das müssen wir noch einrichten. Das fehlt noch. Muss ich gleich im Dev sagen. Für Admins, dass die ins PD-Tablet können. LAE 012. Ist das deiner? Das ist meiner, ja. Du warst aber nicht zufälligerweise beim Juve. Nee, dann hätte ich mich gemeldet. Ich suche nämlich die ganze Zeit ein und der meldet sich bei mir nicht. Ich könnte kotzen. Das war nämlich auch so eine Maschine, eine schwarze Maschine war das. Okay. Oh, jetzt habe ich nicht gefragt, wie der ausgesehen hat. Ah, gut. Ja, alles klar, danke. Frage? Ja? Weißt du zufälligerweise, wie der ausgesehen hat? Vom Outfit her? Ne, schwarz gekleidet, schwarzer Motorradhelm. So eine schwarze Lederjacke, die offen war? Ja. Und schwarze Motorradhelm. Warte, komm mal mit. Fahren wir mal nach. Kannst du mal herkommen? Oje, das ist nicht gut. Ich glaube, Führerschein aber neu machen. Ja, alles gut. Alles okay bei euch? Das wollte ich nicht. Es tut mir leid. Alles gut. Perfekt eingepackt. So. Sah er so aus mit so einem Helm? Moment. Ja. So. Ja. Auch die Hose und alles. Ja, könnte hinkommen. Also auf jeden Fall. Ja, genau. Er hatte graue Hose. Da dachte ich, das Outfit könnte eine schwarze Hose noch haben. Ja.
Also Outfit ist eins als das hier. Ich kann hinkommen, ja. Jetzt müsst ihr euch, habt ihr miteinander geredet? Ja. Dann redet mal. Hallo, meine Stimme hier. Ja, ich kann da hinkommen, ja. Ma, das ist so schwer, weil er sich nicht meldet, das halt. Also ich kann dir von mir gerne von den letzten 15 Minuten Clip geben, was ich gemacht habe. Nee, ich check nur was kurz ab. Auf mich fällt oder so. Nee, wir kriegen das hin, weil es gibt mehrere, die so aussehen, wenn sie Motorrad fahren. Mhm. Aber ja, nee, das hast du auch nicht, Nee, kommt auch nicht hin. Nope. Ah, jetzt meldet er sich, super. Ah. Gut, dann haben wir schon. Aber ich hab's jetzt gerade geglaubt, weil du hast auch den Hacking-Laptop nicht dabei, dann kann's nicht sein. Ja. Ey, hast du gerade ausgeparkt, dass sie überschlagen hat? Ja, ich bin da rumgefahren. Ach. Genau in dem Moment hat er ausgeparkt. Hast du jemanden schon gerufen? Nee, noch nicht. Na, warte, sonst, ich mach dir das. Steig mal aus. Kannst du meinen Anhänger dann auch umdrehen? Ja. Musst du das nur aufmachen, das Auto? Dann benutze ich schnell das Auto mit Anhänger umzudrehen, ja? Jo. Och nee, ich will das nicht kaputt machen hier. Ja, den Anhänger kriege ich nicht mehr hin. Ah, doch. Huch. Das schön? Das Fahrzeug auch nochmal mache ich schön dir und dann passt's. Und dann, der hat sich gemeldet. Ist das eigentlich so gewollt, dass da so viel Chaos ist gerade? Soll das eigentlich so sein? Ist das eigentlich so gewollt, dass ihre Haare so ein bisschen aussehen wie so diese Mozart-Schokolade? Ist das eigentlich so gewollt, dass da gerade so ein Chaos ist? Ja, das ist mit kompletter Absicht ist das. Ist das eigentlich so gewollt, dass da ein Anhänger steht? Ist das eigentlich so gewollt, dass du dieselbe Hose anhast wie der Herr da hinten? Und der Herr da hinten? Sag mal, waren die irgendwie im Angebot? Hat die irgendwer heute zeigen, verschenkt? Nicht im Angebot war, warte. Die Dame hat die Hose auch an, sehe ich gerade. Was ist denn los mit euch? Jetzt kommt der P1. 150 Euro, das ist der P1. Ja, ich wusste, ich krieg 150 Euro. Ich wusste, der P1 steht da. Hast du Kennzeichen P1 gesaved? Ja, natürlich. Gut. Schon vor zwei Wochen. Dann ist alles gut. Damit kein Wichser auf die Idee kommt, das zu nehmen. Gut, dann hat sich das erledigt. Zum Glück, ich hab den eben gefunden jetzt. Er hat sich jetzt gemeldet. Ja. Dankeschön, das funktioniert jetzt alles. Ach, bitte. Hier ist so viel Chaos. Woher hat der den P1? Ja, den hat er sich hart erarbeitet mit legalen Interaktionen mit anderen Arbeit. mit Fußbildern. Nee, was ein Tumult, aber ich habe ihn gerade gefunden. Ich frage mich nur, warum er sich nicht gemeldet hat bei mir. Jetzt fahre ich da mal hin. Ich habe noch einen Meta-Verdacht, da muss ich auch noch hinfahren, aber mir ist gerade der Bre wichtiger. Meta-Verdacht fahre ich gleich an. Ach, der war im Krankenhaus. Vielleicht deshalb. Der liegt da oben. Bitte um Rückrufzweck. Achso, ich bin noch auf Police. Hoppala. Headshop me. Admin 1. Aber müssen wir machen, dass wir Kennzeichen abfragen können. Das ist wichtig, weil die braucht man manchmal zum Abfragen. Wer sind das hier? Wer war das hier? Cause I'm lost. Der ist hier oben. Der ist halt vielleicht wirklich lost, ne? Oh, ich fahr falsch. Ich gehe falsch. Da will ich mal die Frage stellen. Wieso, weshalb, warum? Der Bre, die Dame da mit dem Dings stehen hat lassen für 15 Minuten, das geht ihm halt gar nicht. Ich hab seit gestern. Ey, wo ist denn der? Frage. Hat er da drin Jubel überfallen oder warum ist er da drin? Ja, versucht der Jubel praktisch und dann ist er mit der KTM was geflüchtet. Habt ihr den Jubel nicht abgecheckt nach Geiseln? Ich habe keine Ahnung, ob es die Kollegen gemacht haben. Es hieß nur, dass er flüchtet und dann habe ich mich hin dran gehängt. Ja, da stand nämlich eine Dame drin mit einem Sack über dem Kopf und die hat 15 Minuten da drin gewartet. Okay. Also ich habe keine Ahnung, ob es der ist. Okay. Er ist auf jeden Fall geflüchtet mit der KTM. Okay. Keine Ahnung. Hier slimt es ganz schön. Hallo. Hallo, guten Tag. Es hat aber lange gedauert, dass du dich gemeldet hast. Hast du irgendwie, hast du nicht gesehen? Ich hab's zum ersten Mal nicht gesehen, ja.
Problem ist, die Dame, ich glaube, da hat das PD auch ein bisschen verschissen. Die Dame stand nämlich drin und die hat 15 Minuten da gewartet mit dem Sack über Kopf. Oh, das wollte ich nicht. Ja, wie war denn das? Ihr seid, du bist geflüchtet, weil das PD da war, oder? Ich bin abgehauen, weil der Jubel schon gemacht wurde, weil ich es nicht mehr machen konnte. Ja, aber das ist ja, also, das ist ja einfach stehen lassen, auch wenn das PD nicht da gewesen wäre. Ich habe gesagt, sie können, gut, den Sack im Kopf, ich habe gesagt, sie können 100 Sekunden laufen. Ja, aber ich habe Sirenen gehört. Mhm. Und dann schon aus PD schon vorne, in der Treppe unten. Ja, das Problem ist, die kann sich die nicht runterziehen. Dass wir, wenn da jemanden gefesselt stehen lässt, der kann nichts mehr machen. Und die hat halt nichts mehr gesehen, weil du in Dings drüber gezogen hast. Also Handschellen habe ich abgenommen und ich wusste nicht mehr, wie ich den Sack runterbekomme. Ja, aber warum muss er nicht Support oder irgendwas? Weil, wenn bevor du die jetzt da rumstehen lässt für 15 Minuten und sie nicht weiß, wo sie hin soll, dann ist blöd. Ich bin auch davon ausgegangen, dass PD den Jubel checkt, weil der schon unten stand, ne? Deswegen. Wenn du mal über den Kopfsack drüber hast, da steht, benötigt eine Schere zum Entfernen, sehe ich gerade. Haben wir sogar eingebaut, dass das da drin steht. Perfekt, habe ich gelesen. Dann sieht man, wie man es wieder entfernt. Also du musst eine Schere dabei haben, dann kannst du es wieder runterziehen. Hätte ich auch nicht gehabt. Ja. Aber halt, es wäre halt cool, wenn man nächsten Mal einfach jemanden herholt. Aber ich glaube, damit zwei Seiten verschissen. Einmal du und einmal das PD, weil das PD hätte auch nachgucken können und hätte sie finden können. Ja. Das macht ja, halt. Das PD stand halt direkt schon unten, deswegen habe ich mir darüber keine Gedanken mehr gemacht. Okay, dann. Zweimal Fehler. Verschuldet durch einmal PD und einmal, weil du nicht wusstest, dass man Support machen kann und wenn du nicht mehr weißt, was du tun sollst, aber. Ja. Aber warum hast du dich so spät erst gemeldet? Ich habe es nicht gesehen, weil. Achso. AMR da war ich. Okay. Ich habe extra zweimal reingeschallert, dass man sieht. Ich wusste nicht, ob ich mich ingame oder per Ticket melden sollte, deswegen. Okay, nee, ingame mit Support einfach. Okay. Haben wir dazu geschrieben. Okay, gut, da weiß ich Bescheid. Jo. Ihr müsst nächstes Mal wirklich, oder sagt den Kollegen, die da waren, kannst du das mal durchfunken, dass die Geisel da drin stehen haben lassen. Ja, das gebe ich gleich durch. Dispatch an dich habe ich praktisch gesendet. Ich weiß nicht, ob der da drin auch eingesendet hatte. Dispatch an mich? Das war, also, Support praktisch. Das hier. Ich. Ja. Ach, das warst du. Das war jetzt sehe ich das ja erst. Ich dachte, der hat sich bei mir jetzt nochmal gemeldet. Nee, aber ich habe mich praktisch gemeldet. Okay, weil er hat sich zwei Minuten davor bei mir gemeldet. Deshalb, ich dachte, er hätte zweimal reingedingst. Weil zuerst hat er und dann hast du. Okay, weil ich habe das gar nicht gerallt, dass das jetzt das von zwei unterschiedlichen Leuten war. Okay. Gut. Ja, ich wusste jetzt nicht, wie und was und. Aber heizt beim PD ein bisschen ein und sagt, die sollen nächstes Mal besser nachgucken. Und dass die Personen, die das gemacht haben, kriegen erstmal ein Seminar oder irgendwas, wie man richtig einen Juve abcheckt, weil die stand wirklich hinten und ja, die stand halt wirklich 15 Minuten da. Ja, dann sage ich Grüße von Homeland. Ja, bitte. Gut, dann bin ich wieder weg. Schön. Wieder tschüss. Ja, ich sehe schon, Sie haben Händchen dafür, ich wünsche Ihnen alles Gute, ne? Oh, ganz schön was los hier im Krankenhaus. Ich muss ehrlich sagen, das Krankenhaus gefällt mir so von innen ganz gut, aber ich glaube, es wird etwas zu klein, wenn wir mehr Spieler wären. Ich vermisse irgendwie das alte Krankenhaus, obwohl das optisch schöner aussieht. Aber einfach so die Location, der Stil so, was anderes schon geil. Ey, wisst ihr, was wir machen können? Wir könnten das Krankenhaus in die alte Position reinmachen, das wird auch nice. Hätte ich irgendwie Bock drauf. Da wo das Oceans früher war, tun wir das Ding hier einfach rein. Oh, das ist custom made. Ach, schaut mal, ein Abschlepper auf dem Abschlepper. Guck mal, wie süß. Ist das nicht schön, Leute? Habt ihr sowas schon mal... Haben wir uns zusammengefahren. Aha. Gehört irgendjemand dieser Hund hier? Okay. Gut, dann... Dann, hier mal so ein Hütchen aufstellen, dass hier ein Hund liegt. Ich weiß ja nicht. Oder kriegen wir den hier weg, wie ich das hier? Ja, ich weiß ja nicht, was soll ich jetzt machen, hä? Was? Ja, Gott, nee. Hund ist einfach angefahren worden. Ich muss die Katze rauslassen. Katze aus dem Sack lassen. Warte mal ganz kurz. Miss Flushy, lass dich raus. Die miaut mich schon die ganze Zeit an. Bin schon gleich bei dir. So, komm. Geh mal.
Aber den habe ich nicht angefahren, oder? Der lag schon so. Der lag doch schon so. Ey, danke an Yannick Gang fürs für Mitgliedschaft verschenken. Vielen Dank. Kuss und Gruß geht raus. Was muss ich noch zu Ivan? Ey, ich würde wirklich gerne vorlesen, aber ich habe so viel zu tun, das ist unglaublich. Also so viel hatte ich schon lange mehr zu tun. Ja, aber ich weiß ich doch nicht. Muss mal gucken. Ich schätze mal, dass Ivan hier ist. Weil, ah nee, ich bin unten. Ist nicht gut. So. Boah, ey, ich bin ja wieder richtig am... Ey, bin ich da richtig, dass Ivan... Ja, guck mal, ich wusste es, dass Ivan vor der Tür steht. Wenn ich Meter höre, weiß ich das. Guten Tag. Guten Tag. Willst du einsteigen oder was? Ich habe hier folgendes Problem hier. Jo, warte, ich komme. Hallo. Hallo. Er will sich als Staubsaugervertreter bewerben und hat es am Hauptplatz gehört. Wer denn? Ein Daily Business halt, ja. Der hinten an dem Fahrzeug. Der da vorne mit der grauen Oberteil da, weißt du? Okay. Ja, der habe ich vorhin gesehen, der hat vorhin Sachen verkauft. Auf entspannt. Ja, der war gar nicht am Hauptplatz. Er sagt, er hat am Hauptplatz gehört, dass wir Staubsaugervertreter sind. Ja, aber wann hat er. Aber wann hat er das gehört, hä? Ja, keine Ahnung, frag mich nicht. Ich wusste gar nicht, dass wir das Wort Staubsaugervertreter benutzen, weil. Eigentlich das nicht. Das benutzt ja, nur ja. Du. Ich weiß. Ja. Also, ne? Ich habe euch auch zu ihm gesagt, das einzige Mal, wo das erwähnt wurde, war bei Antl im Autohaus, als er gefragt hat, welche Firma er uns eintragen soll. Stimmt, ja, da haben wir es gesagt. Stimmt. Das haben wir gesagt. Aber am Hauptplatz eher nicht. Benutzen das Wort Staubsaugervertreter ja gar nicht. Nee. Saugstaub, sage ich auch. Nicht Staubsauger, sondern Saugstaubvertreter. Ja, also, ne? GmbH.ink AG oder Aber das ist so der Klassiker, mit dem ich hab's am Hauptplatz gehört. Ja, wenn die Leute mal kreativ werden und mal sagen, wollen, hör mal, ich hab's in einem beim Angeln. Ich hab's beim Angeln gehört. Und ja, oder sowas, nee. Aber immer am Hauptplatz. Oder beim Tauchen. Es ist schon strange, ja. Aber hat er gesagt, wie der ausgesehen hat? Natürlich nicht. Keine Ahnung. Also der denn das erzählt hat anscheinend? Das haben wir noch nicht gefragt, aber auf jeden Fall dieses Staubsauger, das kommt von dir, weißt du? Das weiß ich, ja. Das sagt sonst also, keiner, ich weiß. Das sagt keiner. Ja. Macht halt keinen Sinn. Deswegen sage ich ja, also es ist, wie offensichtlich willst du es machen, oder? Soll ich uns mal mitnehmen und befragen? Auf entspannt. Du kannst auch, wir können auch gerne zusammen befragen. Von ja, wir machen mal. Hallo. Meine Frage, ja. Wie hast du darüber erfahren mit diesem Staubsaug-Ding? Vor ein paar Tagen stand eine Gruppe am Hauptplatz. Habe ich die gefragt, ob sie wissen, wo man arbeiten kann, weil ich Arbeit suche zur Zeit. Dann haben sie gesagt, ich soll hier hinkommen und mich bewerben als Staubsaugervertreter. Na, Bernd. Bei der Staubsauger GmbH. Weißt du, wie die ausgesehen haben? Nee. Holla. Das war halt schon vor ein paar Tagen her. Wo war das genau, in welchem, wo genau am Hauptplatz war es, wo standen die? Beim Parkplatz, vorne da, bei der Parkbucht da. Bei der Parkbucht. Ich habe dir diese Adresse und alles gegeben, immer so hinfahren. Mhm. Weißt du, ob da. War doch Mehl dabei oder waren das nur Typen? Ich glaube nur Typen. Ich weiß gar nicht mehr. Waren die schwarz gekleidet? Einer war schwarz gekleidet, einer hatte eine braune Hose, glaube ich, an. Und ein anderer eine Schwarzhose und ein blaues Oberteil, so dunkelblau. Vor wie vielen Tagen war das? Boah, Anfang der Woche. Weißt du noch welcher Tag? Montag. Montag? Das check ich gleich mal. Bin gleich wieder da. Jo. Montag. Ach, warte, ich habe noch eine wichtige Sache vergessen.
Ey, so, sorry, eine Frage ich noch. Weißt du, welche Uhrzeit das circa war? Oh Gott, nein. Nee, das weiß ich nicht mehr. Also war das eher am Abend oder war das eher am Nachmittag? Was? Keine Ahnung. Na, so ungefähr brauchst du nur ungefähr. Abend. Guck mal, die Brandblase. Ja, Abend. Okay. Also so wie jetzt circa. Also wo viel los war, schätze ich mal. Okay, gut. Brandblasen, ja. Gut, dann checken wir das gleich mal ab. Ich mache jetzt Homeland-Arbeit, vermutlich Meta. Was ich komisch finde, er weiß die Uhrzeit nicht, er kann sich aber exakt an das Outfit der Leute erinnern und wo das war. Aber die Uhrzeit weiß er nicht mehr so genau. Ja gut, das... Der Tag hat er auch sich auch ein bisschen schwer getan. Ich schau mal schnell. Da kann ich ja gleich mal nachgucken. Wann er da war, der Pfuscher. 104 heißt er, ne? Am Montag, das muss gewesen sein, der... Alter, Montag, das war der 26. Der 26. muss das gewesen sein. Holy shit. Der 26. Schauen wir mal. Hast du in deinem Kehlkopf Magneten eingeplanscht? Jo, übertreib mal nicht. Nur weil ich tätowiert bin und so toll tätowiert bin, heißt nicht, dass ich gleich einen Magneten in der Ja, doch, genau das heißt es. Ich kenne so Leute, die machen sowas, echt. Sich Metall in den Kehlkopf implantieren lassen, oder was? Warte mal, zum Problem. Warte. Ihr färbt doch alle ab und seid doch leise. Was das Problem gerade ist? Ich finde vom 26. nichts. Inflanieren habe ich doch nicht gesagt. Das macht doch nicht noch Schlimmeres drauf. Ja, wir haben am 26. gar nicht online. Das ist so cool. 24. Der war halt genau am 26. nicht online. Macht die Story keinen Sinn am Montag. Die macht ja mal gar keinen Sinn dann. Und die Zeit kommt auch überhaupt nicht hin. Der war am 25. Ach, BMW. Das BMW ist das. Am 25.02. um 19.58 ist er geleftet. Da war er 2 Stunden drauf. Das ist Abend. Aber es war der 25. Er hat gesagt Anfang der Woche. Das ist aber Ende der Woche. Stehen bitte. Der Herr. Aua. Ich wusste nicht, dass du jetzt stehen bleibst, wirklich. Also, es war Montag. Was? Es war Montag. Ich glaube schon, ja. Weil am Montag warst du nicht da. Anderes Auto. Echt? Du warst, glaube ich, Sonntag oder Samstag. Okay. Ja, das ist Sonntag. Jo, bis gleich. Ich kann mal. Ich jetzt ein anderes Auto. Die Tage war ich da. Genau, sehe ich ja auch. Da warst du da. Aber wenn du die Leute sehen würdest, würdest du sie wiedererkennen? Ich glaube nicht. Okay. Gesicht und Haare habe ich mir nicht gemerkt. Ich weiß nur, so ungefähr weiße Oberteil, weiße Dings. Blaues Oberteil, weiße Hose. Komm, ich helf dir hoch. Blaues Oberteil, weiße Hose. Ja. Bei so viel. Okay. Bei so viel. Der hat ja vorher nicht, der hat nicht Schwarzhose gesagt. Weiße Hose ich jetzt gerade zum ersten Mal. Blaues Oberteil habe ich vorhin gehört, aber weiße Hose ist neu. Puh, ja, schwer, ne? Meta ist halt immer so eine Sache, Leute. Das ist immer ganz schwer, vor allem, weil wir so viel streamen und sehr viele Leute was aus dem Stream mitnehmen. Vor allem, wir haben es mit 1 zu 7 sehr schwer, wegen Meta-Leuten. Ob ich sie jetzt nachweisen kann, ob es vom Hauptplatz ist, das ist immer der Scheiß, ne? Das ist halt immer der Rotz an der Sache. Aber ich kann halt nur, ja, ich kann höchstens halt vermuten, ne? Mehr kann ich halt nicht machen, Leute. Ich kann nur vermuten, dass es Info ist, der sich so zieht. Aber ich kann auch sagen, ja, vielleicht stimmt's ja, ne? Ja, die Frage, ob wir dem ganzen Glauben schenken wollen oder nicht. Weil ich sag euch, wie es ist, Saugstaubvertreter. Selbst wenn man es vom Hauptplatz hört, der Einzige, der mir das gesagt hat, im MAP, der das wissen könnte jetzt, wäre Andels Autohaus. Das wäre der Einzige, sonst könnte es keiner wissen, weil wir haben hier Leader of Waffelmakers haben wir vorne stehen und nicht Saugstauber. Und Saugstauber habe ich nur bei Andel mal gesagt und sonst sagt das keiner. Also die Info gibt es im RP gar nicht, weil wir gesagt haben, die Infos sind ja aufgehoben. Ne? Also entweder irgendjemand Bullshit gemacht in dem Fall.
Er hat braune Hose gesagt, genau, braune Hose. Nicht weiß. Also ich glaub's ihm jetzt nicht, aber was willst du machen? Kann ich's ihm nachweisen, das ist halt immer das Ding. Kann nur mal schauen, das hilft mir jetzt gerade auch nichts, ne? Nochmal, Frage. Ja. Wie viele Leute waren das nochmal? 5? Nee, es waren. Einer hatte eine schwarze Hose an. Drei Leute waren es. Eine schwarze Hose, eine weiß und eine braun. Drei. Es war einmal braun, einmal weiß, einmal schwarz. Ja. Die Hose. Und top? Der eine hatte ein schwarzes an. Und ein blaues hat halt der eine an. Aber mehr weiß ich nicht mehr. Schwarz und blaues Top. Weißt du noch die Kombination, also was die einzeln an hatten? Nee, das weiß ich nicht mehr. Du weißt nicht mehr, was die einzeln an hatten. Du kannst dich nur noch an die Farben erinnern. Mhm. Okay, ja, dann kann ich nicht viel machen. Ich schau doch mal schon was nach. Lass mir kurz die Lok was gucken, um die Uhrzeit, wer da am Hauptplatz stand. Wir machen ja auch Screenshots vom Hauptplatz. Ich check jetzt mal ab, in welchem Zeitrahmen er am Hauptplatz war. Ihr kennt ja diese Überwachungskameras, die machen ja auch teilweise, und wir haben eine am Hauptplatz und die macht ja teilweise Screenshots. Ich schaue jetzt einfach wegen der Zeit, ob da wirklich solche Leute standen, und wenn ich da jemanden finde, die so aussehen im Dreierpack, dann kann ich das ja benutzen und ihn nochmal fragen. Natürlich. Kieferbruch, Entschuldigung. Passiert öfters mal. Tut mir sehr leid, Leute. Ich hole mein Bestes, dass ich keinen Kieferbruch bekomme. Ist jetzt besser? Ja, ne? Entschuldigung für den Kieferbruch. So, da haben wir ein Screenshot, da stehen drei Leute. Okay, einer hat eine braune Hose an, der eine hat eine schwarze, aber der eine hat eine rote Hose an. Das ist so eine rote Kaki-Hose. Die ist rot. Er hat gesagt, schwarz, weiß und... Schwarz, weiß und braun, ne? Aber es ist braun, schwarz und rot. Das würde von der Uhrzeit, wo er online war, hinkommen. Sind drei Leute, die am Hauptplatz stehen, ja. Wenn das stimmen sollte, ich frage jetzt nochmal. Oh, sorry. Ivan wird auch einmal geschlagen, super. Sag mal. Du bist gerade geschlagen von ihm. Ein Pflaster? Ja, ich kann dir wirklich ein Pflaster geben. Das wäre die 327, dann hätte ich ein Pflaster. Das war einstecken. Warte, wo ist es hier? Da. Oh, du hast ja echt Pflaster. Tatsächlich Pflaster. Hab ich Pflaster kriegst du. Oh. Also. Ja. Du hast die Farben gut gemerkt. Von den Hosen. Nicht. Nee. Das war halt, was höchstwahrscheinlich war. Also, du sagst, die hatten braun, rot und. Was hast du gesagt? Braun, weiß und. Und war blau? Was blau? Braun, weiß? Schwarz. Braun, weiß, schwarz. Braun, weiß, schwarz? Ja. Ist das sicher keine andere Farbe? Zu 100% bin ich mir nicht sicher, weil das jetzt eine Woche her war. Aber höchstwahrscheinlich ja. Also, die haben drei Farben und es ist... Rot war nicht dabei. Ich glaube nicht. Nicht. Okay. Kann es das auch nicht sein? Darf ich dich mal noch was Interessantes fragen? Ja. Wir haben ja noch keine Werbung geschaltet oder sonstiges, wo wir mehr wissen, dass hier Leute leben. Ja, vielleicht Adresse bekommen, weiß er nicht. Ja, aber wir haben ja extra noch keine Werbung geschaltet. Wir machen es ja undercover.
Ich weiß, aber wenn irgendjemand, du weißt es ja nicht, wenn irgendjemand ihn weiterschickt, weißt du ja nicht. Ja, okay. Mhm. Ich dachte, ich frage einfach noch, das wäre ja auch noch ein Aspekt gewesen. Ich finde jetzt auch keine andere Uhrzeit. Habe und oh hallo. In Flammen oh, aufgegangen ist. Blöde, ja, das Problem ist, ich sehe ja zu dieser Uhrzeit keinen, der das anhatte. Nein, ich habe eins gekauft. Also vom. Ist ich das gewundert, warum ich noch eins ähnlich, ist. Aber. Ja, wegen den Hosen. Ich kann das trotzdem nehmen, wenn wegen Hauptplatz. Ein bisschen weiter weggehen. Ja, ja, klar, klar. Bitte? Ich sehe keine, der zu der Uhrzeit das anhatte. Das müsste ja dann der 25. Der statt 26. der 25. gewesen. Das war ja Sonntag, ne? Ich glaube es war. Sonntagabend. Da war einmal eine Dreiergruppe dort, aber die hatte nicht die Hosen an. Echt? Nee, eine andere. Also einer hatte eine andere Farbe. Ah, okay. Dann habe ich mich, glaube ich, vertan, aber ich meine halt, dass sie die Hosen anhatten, die Farbe. Also schwarz, was ist es immer? Schwarz, blau und was ist jetzt blau? Schwarz-blau? Schwarz-blau und der andere hatte eine... Nee, schwarz-weiß-braun. Schwarz-weiß-braun, okay. Okay, wird schwer. Gut, muss ich nachforschen anstellen. Geht nicht anders. Aber top, ist schwer, ja. Haare, weißt du das noch zufälligerweise? Nee, Haare auf gar keinen Fall. Und was geht es denn eigentlich? Ja, geht nur darum, dass eigentlich das mit dem Saugstauber keiner wissen kann. Ah, okay. Also wenn dir das wirklich gesagt wurde, musst du ja gemetert haben. Zu 99,9%. Ja, das stimmt. Ja. Hat es dir nur eine Person gesagt? Ich glaube ja. Und welche Person war das mit welcher Hose? Weiß ich nicht mehr, wir standen. Wir haben da alle wieder zwischengeredet und dann hat einer gesagt, dass man sich hier bewerben kann. Ja, kann man aber eigentlich gar nicht. Okay. Das ist ja der Joke an der Sache. Also, es macht halt so überhaupt keinen Sinn, deshalb frage ich gerade so doof, wie die ausgesehen haben und wann das war. Mhm. Den Clip hast du keinen, ne? Nee, oder nicht. Screen oder doch. Irgendwas. Nee. Okay. Das ist kacke. Ja. That's bad. Weil so können wir auch nur wenig machen. Ich kann mal kurz was schauen. Nee, die habe ich jetzt da nicht drin. Ja gut. Wie gesagt, du musst halt wissen, dass es das keiner wissen kann, weil ich der Einzige bin, der das sagt. Und ich habe das nur einem... ein Andel so einmal gesagt, also dass das seine Runden okay. macht und wir haben auch nie gesagt, dass man hier anstellen kann. Okay. Also es kann halt gar nicht sein, also entweder, also Meta, entweder du oder der es gesagt hat. Mhm. Ist jetzt die Frage, ob du dir das jetzt ausgedacht hast, dass dir das gesagt wurde oder ob dir das wirklich so gesagt wurde. Das wurde mir wirklich gesagt. Okay, am Hauptplatz vor, also am Montag, Sonntag ja. in der Nacht. Es ist halt schwer festzustellen, wer das dann halt war, ne? Ja. Von drei Leuten. Aber jetzt mal eine doofe Frage, wenn du am Sonntag gefragt hast, warum bist du jetzt heute erst hergefahren, nach einer Woche? Weil ich unter der Woche schwer hab, da zu sein. Okay. Und gestern auch nicht da sein konnte und ich erstmal meinen Salat und alles fertig machen wollte, dass ich wenigstens ein bisschen Geld habe. Weil ich dachte, den kann ich ja verkaufen, aber den kann ich nur essen. So, ja. Wie heißt der? Okay. Gartensalat. Mhm. Aber den kann ich ja nicht verkaufen, dann bin ich hierher gekommen. Okay, gut. Dann muss ich schauen, ob ich irgendwen finde mit der Hose und mit den... Wenn ich die mal zusammen in Kombination sehe, schwarze Hose, blaue Hose, schwarze Hose, weiße Hose und, was ist das andere nochmal? Blaue? Braun.
braun. Ich komme damit nicht klar. Schwarz, braun, weiß. Ja. Waren das so Anzüge, die anhatten? Das weiß ich nicht mehr. Boah, das ist kacke. Okay, ich muss gucken. Okay. Gut. Ja, das Ding hat sich jetzt erstmal erledigt. Ich kann ihm nichts nachweisen. Er hat mir nur gesagt, wie die Hosen waren. Das war vor. Er meinte zuerst Montag. Am Montag war er nicht da. Das heißt, es muss Sonntag gewesen sein. Da war er nämlich da. Und er hat mir jetzt nur sagen können, das waren drei Leute am Hauptplatz. Eine hatte eine braune Hose, der andere eine weiße Hose und noch immer eine schwarze Hose angehabt. Er kann sich aber nicht dran erinnern, welche Haare sie hatten. Und was sie sonst so richtig anhatten. Jogginganzüge oder. Was? Was waren das denn für Anzüge? Jogginganzüge, Anzüge oder. Er kann sich nicht dran erinnern, was das war. Er sagt, er weiß nur noch die Hosenfarben. Finde ich auch strange, ja. Finde ich strange, aber ist halt so. Ich kann halt jetzt nichts machen in dem Zeitpunkt. Ja. Wenn ich durch Zufall irgendwie mal Hauptplatz sehe mit genau diesen Hosen, wäre lustig. Ja, also ich bin ja schon öfter hier. Ich fahre ja auch. So. Okay. Ich fahre ja auch meinte, die öfter durch so, ne? Und ich habe so Leute noch nie in der Beschreibung gesehen. Er meinte, die waren in der Einbuchtung. Dort haben sie gechillt am Hauptplatz. Ich habe mir aber jetzt erzählt, dass das eigentlich keinen Sinn macht wegen den Infos, weil es kann halt, wie gesagt, keiner wissen, weil erstens wurde gesagt, wir stellen hier Leute an. Und was ja nicht stimmt. Und zweitens, das halt mit dem Saugstauber, was halt auch keiner wissen kann, außer das Autohaus. Richtig. Und ich glaube nicht, dass das Autohaus sagt, nee. Ja, hör mal hier, die ich will, ne? Okay. Gut, ich muss jetzt leider weiter. Ich habe ein Dings. Aber ich kann jetzt gerade leider nicht viel machen. Ja, ja. Du brauchst, kann ich dazu auch nochmal ein Ticket aufmachen. Ich habe davon einen Clip. Ja, mach bitte auf. Alles klar. Jawohl. Tschüssi. Ja, Meta, das größte Problem, was wir haben, wenn man streamt, und stellt euch mal vor, ihr seid auf dem Server, wo jeder streamen kann, da hast du Meta-Hochzeiten, wo alle sich gegenseitig nur noch wegmetern. Großer Grund, warum wir gesagt haben, wir machen eine Streaming-Lizenz und wir geben keiner mehr raus, damit es erstmal gar nicht dazu kommen kann. Das ist das größte Problem, was es gibt auf anderen Servern, Streamer. Also, wenn du zu viele Streamer hast, und ich finde, wir haben schon relativ viele Streamer, du siehst ja aus sehr vielen Fraktionen verschiedene Sachen. Aber vor allem die Crime-Fraktion ist ein Riesenproblem und das live zu streamen, das ist halt leider immer so, es gibt immer Leute, die metern werden. Das wird immer mindestens eine Person geben von den Leuten, die da sind, die metern, das wisst ihr ja auch. Wir hatten ja auch schon viele, die deshalb gebannt wurden. Aber die Leute auszusortieren, die das halt machen, ist halt immer das Problem, das ist immer schwer. Weil wem schenkst du jetzt Glauben? Glaubt man ihm jetzt die Story, was er gesagt hat mit dem Hauptplatz? Oder glaubst du die Story, dass er jetzt einfach die Information sich so geholt hat? Das ist halt die Sache, ne? Hier bei ihm hat sich das erledigt. Gut, da muss ich ja nicht anfangen, aber dann fange ich noch den an. Das ist halt die Sache. Wem wirst du glauben? Weil jemanden unnötig rausbannen, der halt wirklich die Wahrheit sagt, ist halt auch, ne? Ich fand jetzt so seine Story sehr unglaubwürdig, muss ich euch ehrlich sagen. Meiner Meinung nach finde ich sie nicht glaubwürdig, weil er sich so exakt an diese Farben der Hosen erinnern kann, aber das andere kann er sich nicht erinnern und vor allem an die Haare nicht. Und das ist einfach eine Woche her. Wusste aber auch nicht mehr genau die Uhrzeit. Oder den Wochentag, wann es war. Aber er kann sich an die Hosen erinnern, weil ich sehr strange finde, aber weiß man ja nicht, ne? Oder die Story macht keinen Sinn. Aber ein Prozentteil kann ja immer noch sein, dass er die Wahrheit sagt und deshalb können wir die Leute dann auch nicht einfach, ne, rausschmeißen oder so. Das geht ja dann auch nicht. Muss man ja auch fair sein. Hallo? Hey, hallo? Wäre gut, wenn immer dabei steht, was es für ein Problem gibt. Achso. Ja, Entschuldigung, ich habe das nur gerade aus Zufall gesehen. Ja? Also, wenn Sie mal mitkommen. Die Feuerwehr? Ja. Was ist also, damit hier? Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, ob das so gewollt ist. Ich schau mal kurz. Bitte? Ich schau mal ganz kurz, ob das gewollt ist. Ich glaube nämlich nicht. Nee, die hat sich hier vermehrt. VUD 209. Ja, die hat sich hier vermehrt. Aha. Das ist nicht gut. Da.
So. Gut, ist weg. Dankeschön für die Hilfe, ne? Bitte. Ciao, ciao. Tschüss. Ich würde ja mal gerne vorlesen, aber ich komme nicht dazu, Jungs und Mädels. Tut mir so leid. Aber ey, lasst sehr gerne ein Like da. Würde mich sehr freuen. Like kostet mir nichts. Ich muss mich anschneiden. Wo ist denn der? Ah, hier. Ja, da wär ich jetzt aber unter die Map fallen, ne? Ja. ich wusste's. So. Er kann sie nicht. Ja, Alter. Lese ich gleich vor, vielen Dank, wenn ich hier fertig bin. Also jetzt habe ich kurz. Also hallo. Servus. Du kannst sie nicht düngen und nicht bewässern. Ja, die Pflanze, die handelt sich. Wenn ich da E drücke, passiert da gar nichts. Das hatte ich heute schon mal beim Anbauen. Da ist der grüne Kreis und der Top ist aber anders also der ist halt nicht in dem Kreis. Der ist so daneben oder komplett daneben halt. Bei mir ist er im Kreisel, der Topf. Echt? Ja. Ich musste den nämlich vor uns die Pflanze aussterben lassen und dann eine neue hinsetzen. Okay, also bei mir geht das hier. Ich kann die auch rein theoretisch bewässern. Ja, aber ich glaube, das bringt nichts, weil ich kann dann eh nicht weitermachen bei der. Alle anderen gehen. Das ist wieder nur die. Ja, aber mach mal einen Relog. Probier das mal aus. Also einmal rausgeht, einmal rein. Weil ich sehe die normal. Oder, warte, ich mach was mit dir. Komm mal, steig mal ein bei mir. Ja. Das testen wir gleich mal. Ist abgeschlossen. So. Nee. Steig ein. Geht nicht. Hab ich das Ding kaputt gemacht jetzt durchs Wasser, warte mal. Geht's doch immer nicht? Nee. Ey, hab ich das Ding kaputt geschossen? Zur Not steigen wir kurz irgendwie in mein Fahrzeug. Sonst probiert's nochmal. Nein. Oder ich bin gerade einfach nur behindert. Jetzt geht's. Okay, dann habe ich den vorhin kaputt gemacht, weil der war vorhin im Wasser drin. So, ich muss das aufmachen jetzt. Okay, so, probieren wir mal was. Und zwar fahren wir kurz aber eine Schnellreise. Irgendwo ganz weit weg hier. So. Ist ja besser wie mit der Airline, Junge. Und mal zurück. So, jetzt fahren wir ein bisschen weiter weg und dann sollten die Pflanzen eigentlich neu kommen. Aber ey, das wundert mich gerade wirklich, weil ich konnte die ganze Mal sehen. Ich habe die genau in dem Spot gesehen, wo der Kreisel war. Ja, yeah, nee, ich hatte das heute schon das zweite Mal. Weiß nicht, das passiert bei mir manchmal, wenn ich, ich sag mal, pflanze. Also das passiert bei mir immer, wenn ich sie ernte und direkt danach eine neue pflanze. Da passiert das ab und zu. Aber warum erntest du und pflanzt du direkt wieder neu? Ernt doch erstmal ab und dann pflanzt du neu. Ja, wir machen mehrere Runden und da ist das Zeitsparende. Also es nimmt sich am Ende nicht viel, aber wenn du halt mehrere Runden machst, ist das halt schon... Ja, und bevor ich da Probleme bekomme. Ich kann mir halt nur denken, dass es daran liegt, ne? Das ist jetzt das zweite Mal. Ja, kann nämlich sein, dass vielleicht der noch nicht ganz fertig ist, weißt du? Für sich das Skript, das dauert ja ein bisschen. Ja. Ist halt das Check, dass hier die Pflanze weg ist und dann hat er vielleicht auch die alte Pflanze drin und du machst sie auf demselben Spot hin. Ja. Und dann interagieren die miteinander noch ganz kurz und dadurch kommt's. Ey, wo waren euer Ort genau? Kannst du mir das mal markieren? Habe ich nämlich nicht mehr auf der Karte. Hier müsste das gewesen sein, da so. Oh, das ist ja wo ganz woanders. Holy moly. Alles gut, kein Stress. So. Viel zu tun? Sehr viel. Aber denke ich mal auch normal, ne? Ich komme nicht mehr dazu, irgendwas im Chat oder so vorzulesen, weil ich muss die ganze Zeit, also ey, ich bin die ganze Zeit am machen. Das ist unglaublich. So weiter und dann rechts irgendwann beim Haus war das, ne? Genau, ich kann dich lotsen, ist gut. So, jetzt hier rechts. Hier rein, ne? Nee, hier nicht, das ist nicht das Haus. Also? Den Weg einfach folgen. Okay, ich folge den Weg. Ich weiß auch gar nicht, ob das so legitim ist, mit unserem Auto da hochzufahren. Das ist halt so wie so ein Sandweg, aber das ist halt nicht auf der Karte eingezeichnet, weißt du? Ja, kannst du machen. Nee, hier auch nicht, hier auch nicht. Okay, ich dachte hier oben, okay. Weil ich habe irgendein Haus gesehen. Ah, da vorne, das Haus, oder? Ja, genau, das musste das sein. Nee, doch, das nächste. Oh mein Gott. Hier sind so viele Häuser. Ja. Ich verstehe nicht, genau, hier vorne die Kurve rechts. Hier das Anbauen ist eigentlich übelst geil, ne? Weil. Ist es auch hier? Ist keiner. Auch richtig verwinkelt. Wo es auch krass und heftig ist, da vorne den Weg hier hoch. Den meinte ich. Ja, den hier. Ja, den kannst du hochfahren, so einen Weg. Okay, perfekt. Ist bei Mount Chiliad da oben, dieses kleine Dörfchen. Da ist auch heftig. So. Da ist auch richtig verwinkelt. Das ist auch krass. Dann sagst du mir, ob das wieder richtig steht oder nicht? Ja. Aber mir ist jetzt weg, super. Ist egal. Kein Game.
Dann danke ich dir aber trotzdem, ja? Dann denke ich mal, mache ich das einfach, wie du es gesagt hattest, ne? Ist euch besser, weil sonst, ja. Dann mache ich das einfach so. Okay. Gut, passt. Danke dir. Bitte. Tschüss. Und der nächste Einsatz kommt. Der nächste Einsatz kommt. Der ist nämlich, wo ist der nächste Einsatz? Oh, hier! Oi, 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 da tippe ich mich aber hin. Plopp. Sind wir aber nur wegploppen. So, das war jetzt nochmal Einsatz hier. Bekomme bei der Ölverarbeitung eine Fehlermeldung, wenn ich mehr als ein Motoröl herstellen möchte. Hallo. Hi, grüß dich. Was bekommst du für einen Fehler? Ich bekomme unten so eine Fehlermeldung. Hör auf uns zu bescheißen, das haben wir gemerkt. Ah, ja, ja. Das ist, wenn du auf Max gehst, das ist noch ein Bug. Ja. Das musst du nochmal drücken, Max. Auf, dass er sich neu berechnen lässt. Den Fehler haben wir noch drin, der muss unbedingt raus. Das ist, weil der sonst die Berechnung denkt, ne? Und dann musst du einmal resetten. Praktisch zweimal auf Max klicken dann. Ja, immer wenn du fertig bist, nochmal auf Max drücken und nicht drin lassen, weil sonst lässt er den alten Wert drin und dann denkt das Skript, du möchtest cheaten, aber willst ja gar nicht. Das ist noch so eine Sicherheitsfunktion, die drin ist. Aber da werden wir bald mal was einbauen, dass das nicht mehr kommt, die Meldung, dass das automatisch sich resettet auf das neueste Max, was geht. Ja, alles klar, gut. Nee, dann. Jawohl. Danke dir. Alles klar, bitte. Wir wissen, dass du bescheißt. Das Lustige ist, das hab glaube ich nicht mal ich eingebaut. Das war wer anderes. Muss eine Talung gewesen sein, der es gemacht hat. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das eingebaut habe. Aber es hat mir schon einmal, das ist, wenn man auf Max geht und dann neu berechnet. Also wenn die Items natürlich weg sind. Man macht nicht nochmal Max, dann will er das. Ich komme nicht dazu, bin gefallen, jetzt bin ich stuck im Auto. Ey, was kriegen die Leute hin? Das ist sicher wieder einer, der einen scheiß PC hat. Hundertprozentig. Das ist, ja. Die Map gefallen, bin jetzt stuck im Auto. Hallo? Hallo? Ich bin gerade irgendwie, ich weiß auch nicht, da war irgendwie ein Loch oder so in der Straße. Dich hat's überschlagen, deshalb bist du stuck. Hast du so eine Nachricht bekommen, dass dich überschlagen hat? Ja, ja. Ja, deshalb kannst du auch nicht aussteigen. Wo genau hat's dich rausgehauen? Hier vorne? Ja, direkt hier vorne. Hinter dem schwarzen Auto. Hinter dem hier. Das ist aber bei mir alles okay hier. Nee, pass, hier vorne, also direkt vor mir ungefähr, glaube ich. Ach so, vor dir? Ja, da vorne. Genau, ja. Nö. Ich bin auf einmal quer drunter. Was hast du für einen PC? Eigentlich einen recht guten. Okay, hast du alles auf einer SSD drauf? Ja, ja. Okay, das ist aber nicht geil, weil das heißt, dass bei dir die Bodenkollision nicht lädt. Das ist nicht gut. Weil die sollte immer laden. Ja, ich weiß. Das hat das auch noch nie gehabt, sowas. Deswegen bin ich gerade sehr verwirrt gewesen. Und mein PC ist ehrlich ein Scheiße. Sonst steig mal aus. Nee, kann ich ja nicht. Das ist das Problem. Doch, du kannst aussteigen. Nee. Hast einen Gurt dran. Jetzt. Ja. Mister, ich kann nicht aussteigen. Hängt da im Gurt drin, ich glaub's nicht. Es okay. Tut mir leid. Ich habe heute schon sehr viele loste Sachen miterlebt, also. Alles gut. So, steig wieder ein. Okay. Und am besten sagst du mir nochmal Bescheid, wenn es nochmal passiert, sowas. Ja. Weil ich hab hier halt nichts, wo ich durchfalle, ne? Mhm. Okay. Okay. Dankeschön, tschüss. Bitteschön, ciao. Krass. Jetzt habe ich Zeit, oder? Jetzt, bitte, gib mir 2 Minuten. Ich will einfach nur mal vorlesen hier. Die ganzen Sachen, die ich noch nicht vorlesen konnte vor 2 Stunden. Meine Güte, fühlt sich das kacke an, wenn man das jetzt noch vorlesen kann. So, vor 2 Stunden Spries, Freaks und... Nur Cry sind gesubbt. Florian Adam, echt der Homeländer, ja! Ja, jetzt könnte ich das endlich mal vorlesen. Der hat vor 2 Stunden donated und ich lese nach 2 Stunden vor. Jochen der Rochen, machst du live heute ein Homeland-Char? Wäre wichtig und richtig. Würde ich voll fühlen. Ich weiß nicht, ich fühle halt schon, wenn ich mit Mark Krumpe rumfahre. Ich habe auch überlegt, ein Homeland-Char zu machen jetzt gerade, aber irgendwie fühlt sich das gut an mit Mark Krumpe. Ach komm, die nehmen wir mal mit, oder? Die nehmen wir bis zum Hauptplatz. Die Dame hier. Ach so, weil es ein Polizeifahrzeug ist.
Gut. Ich hätte sie nur zum Hauptplatz gebracht. Mehr hätte ich nicht gemacht. Ich hätte sie wirklich nur zum Hauptplatz gebracht. So, zusätzliche Hundepfote. Servus Kuddel. Wie geht's dir und wo ist mein Furz? Ja, da ist er. Vielen Dank, Gamerboy mit 2 Euro dabei. Vielen Dank auch dafür. Firefighter 1124P geworden. Dankeschön dafür auch. Meine Zeitspende kannst du Money Rain machen. Jo, geht schon wieder los. Ich bin eben einfach durch die Luft mit dem Auto geflogen. Ja, Stuck Prop. Ich komme irgendwann wieder. Stuck Propeller-Prop. Schauen wir gleich mal. Der Oni war das diesmal. Oder prozentig hat er eine Waffel, die da reingestuckt ist ins Auto. Ich kenne das. Sound of a Spende. Ja, lange hat es nicht gehalten, ne? Mit, ich kann jetzt mal was machen. Moin. Hallo. Hi. Hallo. Wir haben uns durch die unsichtbare Laterne überschlagen. Das stimmt. Ah, durch die Laterne. Das ist schon mehrfach passiert. Wo ist denn die Laterne? Darf ich aussteigen? Ja, ja, klar, steigt aus. Die ist wahrscheinlich hier rechts. Warte, komm. Geflogen. Okay. Also ich bin hier lang gefahren, da vorne. Kannst du mal aufmachen? Okay. GSMS. Die Laterne, die jetzt da vorne steht. Diese Ampellaterne, ja, die sieht man nicht in manchen Augen. Ja. Ich glaube, ich werde mir nochmal was einfallen lassen, ob ich die doch irgendwie stuck bekomme, diese ganzen Laternen. Also mir ist das gestern auch schon mal passiert. Mhm. Habt ihr euch verletzt? Nee, Gott sei Dank nicht. Nee. Seelisch. Er war noch nicht schnell. Okay. Gut, Auto ist wieder ganz. Dankeschön. Bitte. Lass mir unbedingt was einfallen lassen mit diesen Dreckslaternen. Hat irgendwer von euch eine Also, Leute, ich kann euch jetzt mal was sagen. Ich habe ein Skript geschrieben, das für alle Spieler die Laternen stuckt und freest. Aber, jetzt kommt's, aber es funktioniert nicht zu 100%. Das heißt, manchmal, wenn man, du musst rumfahren. Das heißt, du fährst und immer wenn du fährst, alle, ich glaube, 20 Meter freest er alle Laternen in der Umgebung. Wenn du aber einen langsameren PC hast, kann es sein, dass der andere Spieler die nicht unbedingt gleich in demselben Zeitpunkt freest. Das heißt, die sind dann wieder nicht stuck. Also nicht gefreest. Weiß denn jemand eine gute Lösung, wie wir diese Laternen 100% stuck bekommen? Ich habe schon überlegt. Wobei, ich glaube, ich weiß, was ich mache. Oh, ich weiß, was ich mache. Ich bin ja so... Ey, das hätte ich schon die ganze Zeit machen können. Ich nehme einfach die Kollision weg. Dann kann man zwar diese Laternen nicht mehr umfahren, aber besser, als wenn die überall rumliegen. Ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. Ich nehme einfach die Kollision weg. Das mache ich. Weil, ey, ich habe schon probiert, im Map-Editor diese Laternen so zu machen, dass die fest sind, ne? Dass die gefreezed sind von Haus aus. Dann gestorben. Der setzt sich ruhig, dann ist gestorben. Das ist 100 pro verhungert. Nee, und ich mach's einfach so, wie ich gerade gesagt habe. Die Dinger mache ich ohne Kollision, dann kannst du auch nicht mehr überfahren. Da kannst du zwar durch mit dem Auto, aber ey, besser als diese Dinger die ganze Zeit über rumliegen zu sehen. Die Distanz war größer, nee. Mach alle paar Sekunden für alle. Ja, das große Problem ist, es ist ein Performance-Ding. Wenn du alle Millisekunden das machst, also du machst jetzt zum Beispiel alle Millisekunden freest du die, dann ist das performance-technisch ganz blöd gelöst. Weil du musst die ganze Zeit in deiner Umgebung checken. Och, das ist hier drin. Du musst die ganze Zeit in deiner Umgebung checken, wo die Laternen sind. Und das zieht halt. Wir hatten das jetzt reported hier. Name gebannt. Casino funktionieren nicht, liebe Grüße. Ja, das weiß ich. Die Automaten gehen immer noch nicht. Da bin ich mir bewusst. Hallo. 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 Der Herr hat. Kann mir irgendwas sagen, was genau passiert ist? Ja, also der hat sein. Also wir haben den geholfen, seinen Rollstuhl aufzuklappen. Ja. Und dann ist er in den Tisch aufgefallen und dann. Oh, ja. Ja. Ich weiß nicht, soll man das jetzt als Unfall abhandeln oder soll ich ihm mal aufhelfen? Habt ihr schon gerufen? Nein. Nee. Noch nicht, okay. Das könnte ich ihm auch schon helfen, weil das ist natürlich nicht gut, wenn er da... Ja. Kann mir mal jemand hochhelfen, bitte? Ja. Ah, danke. Und du wolltest jemand von uns haben? Oh. Ja, ich wurde hierher geschickt, weil hier wohl irgendwelche Leute randaliert hätten. Ich wollte doch so, nur meinen Rollstuhl. Ja, der Rollstuhl muss aufpassen, dass er nicht dagegen kommt.
Der ist nämlich brandgefährlich, der. So. Mal probieren. Komm erstmal raus, wir bitte gehen raus. Ich hab mich gerade reingesetzt in den Rollstuhl und dann. Ja. Bitteschön. Dankeschön. Na komm, ich helf dir mal rüber. Oh. Das ist der Sound of die Leute kriegen aber auch Sachen hier. Das ist unglaublich, diesen Tisch reingebackt mit dem Rollstuhl. Ich hab keine Automaten im Casino. Gut, das ist eine RP-Situation von Ferris Fuego. Das mit dem Automaten fahre ich nicht an, weil das weiß ich, dass das nicht funktioniert. Dem Bug bin ich mir bewusst. Da habe ich aber schon die geile Idee mit den Slots. Da will ich neue Maschinen reinmachen. Jetzt nur die Frage, jetzt muss ich wieder... Ey, wir brauchen echt neues Admin-System. Jetzt muss ich mich zu... 793 TP'n und das wird sicher gerade richtig schnell wehtun. Aufpassen. Ah, nicht mal. Okay, das ist jetzt aber blöd. Geh mal weg. Was gibt's denn für eine Frage? Also, ich war vorher in einer Verkehrsverfolgung. Ja. Und dort bei der Staatsbank, diese reiche Gegend. Da bin ich gegen... Ja. Da oben in den Hills meinst du, ne? Ja, ja, genau. Ja, okay. Da bin ich so gegen eine Wand gefahren, bin... Ja, wie soll ich das erklären? So die rechte Seite, also die Felgen von der rechten Seite haben auf den Boden geschaut. So war ich. Und ich hatte kein Blackout, ich hatte kein Nix, keine Wunden. Und da hat sich mein Auto wieder aufgestellt. Da sollte ich am besten einfach stehen bleiben und auf die Dinger warten, auf die Polizei, ne? Hast du diese Nachricht bekommen oder was? Oder was war genau? Nee, ich habe gar nichts bekommen. Das ist ja das Problem. Ich hab's überschlagen. Warte mal, du bist so. Nee, mich hat's nicht überschlagen. Ja, aber was war denn das Problem? Ich versteh's gerade nicht. Ich wollte nachfragen, ob ich eben am besten stehen bleiben soll oder einfach weiterfahren. Da, das ist eben unklar für mich. Solange du mit dem Fahrzeug nicht schwer verunfallst, das heißt. Achso, zum Thema Blackout jetzt meinst du, ne? Ja, Blackout, Unfall allgemein einfach. Blackout ist nicht das Problem, wo du anhalten musstest, wenn es dich überschlägt. Mit dem Fahrzeug, das heißt dann kriegst du auch unten eine Meldung, du musst im Fahrzeug sitzen bleiben und warten. Ja. Sonst eigentlich weiterfahrtechnisch, bis das Auto kaputt ist. Okay. Du darfst auch bei Blackout weiterfahren. Das war früher eine Regelung, wo du anhalten musstest, das gibt's nicht mehr. Eigentlich jetzt nur noch anhalten, wenn es sich überschlägt oder du kannst es im RP auch ausspielen, wenn du darauf Bock hast, wenn du wirklich mit Vollgas wo gegen eine Wand krachst und das Ding raucht ja ab. Oder sonstiges, das ist auch okay, aber müssen ist, wenn es dich überschlägt mit dem Auto eigentlich. Oder, was auch ist, wenn dich wirklich das PD eingebaut hat, mit den Autos und du kommst halt for real nicht mehr raus, dass man sich auch nicht so vor, hinten rauskämpft, ja, da sollte man auch stehen bleiben. Das ist halt auch noch eine Sache. Aber sonst, wenn es dich überschlägt, ist die einzige Sache, wo es dich wirklich, ne? Okay, ist gut. Hat. Danke dir auf jeden Fall. Bitte, kein Problem. Aber steht eigentlich so im Regelwerk drin, muss er einfach mal durchlesen. Ja, eben, das war mir halt dunkler, weil überschlagen hat sich nicht so halbwegs irgendwie, ja. Du, wir haben ein Überschlagsskript drin. Wenn das ausgelöst wird, hast du dich überschlagen. Sonst nicht, weil das misst genau die deine Rotation vom Auto. Ach so, ja, ja. Okay. Jo, danke dir auf jeden Fall. Ja, bitte. Jo, schönen Tag dir noch. Ebenfalls. Dankeschön. Ich gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Ah. So eine dumme Idee, hier reinzufahren. Eine dumme Idee. Ich wusste halt nicht, wo der Bre ist, weil das Admin-System so kacke ist. Das müssen wir echt neu machen, mit so richtigen Tickets, die hier aufgehen, ne? Wäre viel besser. Wäre viel, viel besser. Das müssen wir unbedingt mal umschreiben. Ist der so Einsätze, wo man dann das an- oder ablehnen kann und das entfernen kann, wenn man fertig ist? So. Jetzt nicht vorgelesen. Seriously Selfix hat schon 90er Jahre Vibes, sein Internet, ja. Wirklich, for real. kannst du mich meinen Freund Alex grüßen? Justin Müller und Alex grüßen, jawohl, auch vor 2 Stunden. Ich habe mal vorgelesen. Schon mal schauen hier. Martin Friedrichs 21, schönen guten Abend. Ich mag deine Streams weiter so, dankeschön. Was hast du mal vorgelesen? Machst du mal irgendwann einen Mechaniker-Charakter von Kaiserxyn der Erste? Weiß ich nicht. Geplant habe ich es ehrlich gesagt nicht.
Lass mal die Spende überlesen. Justin, es tut mir leid, 2 Stunden zu spät, aber ich lese alles vor im Stream, nur es dauert halt. Es ist heute sehr viel zu tun. Das ist mehr Arbeit als im RP, ne? Im RP kannst du beim Auto chillen und mal fahren und dann vorlesen. Moin, Grüße aus Niedersachsen, was geht? Alles ist beinahe, Simon. Vielen Dank. Gruß geht zurück aus, nach Niedersachsen. Lukas, das haben wir vorgelesen. Clipper-Style, sonst hatte ich auf einen schönen Abend, jawohl. Keeper of Fish ist VIP geworden und Lenner ist auch VIP geworden. Das haben wir auch vorgelesen, Jochen der Rochen. Kannst du das Insel-Update zeigen von der Insel bei Palito auf einem guten Stream? Ja, jetzt kann ich eigentlich doch mal rumfahren, ne? Jetzt, wo wir eigentlich Zeit haben. Ich fahre doch mal ein bisschen rum. Weil die hat ein fettes Update. Wir können, wollen wir mal einen Wasserpark gucken? Habt ihr da mal Bock drauf? Das ist nämlich richtig, richtig geil ist da. Ich glaube, die wollen noch ein Skript machen, dass man da wirklich mit den Sachen fahren kann. Also das ist ja das große Insel-Update, was wir haben. Von den Ambitioneers. Die haben auch den Dauer gemacht. Und mit denen sind wir ja gepartnert. Und das heißt, wir können da auch mit denen relativ, also ich habe da relativ guten Kontakt zu denen. Und da kommen auch so ein paar, ja, wenn wir Bugs finden oder so, die fixen das auch direkt. Und die haben halt hier vorne, also ich kann es mal zeigen. Das ist jetzt ja auch neu gekommen. Die haben jetzt hier wirklich die Firestation fertig gemacht. Hier gibt es jetzt eine eigene Firestation. Die sieht auch richtig nice aus. Da hinten hast du nur so einen Raum. Ach, das kann ich wieder nicht. Ja, warte. Steinwaschen-Animation fester. Kannst X drücken. Oder dich mal hinhauen lassen. Weil ich mich frage, wie man das schafft. Genau, da gibt es hier hinten. Da ist jetzt die Erweiterung, die wir da vorher nicht hatten. Hier links. Es ist halt wirklich so wie eine Stadt. Hier ist ein Autodealer. Also wenn sie da ein MLO reinzimmern, muss ich euch ehrlich sagen, wird richtig geil. Da sehe ich mich schon. Neuer Händler hier, guckt mal hier. Mit deutschen Kennzeichen. Benefactor, Stuttgart. Schau mal, hier auch der Aufsteller, ne? Ich fühle das Auto, das ist ja so krass. Also wenn die dann Interior für machen, geil. Da stehen auch sogar Benefactors draußen. So, dann, oh, hier ist ein P-Dealer. Nicht gut. Schilder hier? Ich möchte mal fragen. Die gibt's hier eine neue Tankstelle, die sieht mega aus. Vor allem in der Nacht sieht die geil aus, weil die halt so leuchtet. So ein bisschen wie PP angelehnt. Auf PP angelehnt, Diggi. Und da gibt es hier vorne noch so eine kleine Station. Also hier. Eine kleine Zugstation. Bahnsteig. Und schau mal hier hinten, also da gibt's auch, da geht's auch richtig weit nach oben, Leute. Ach warte, hier gibt's eine Kartellstraße. Die möchte ich auch noch zeigen. So kleine Neighborhood. Wir werden auch in Zukunft hier Häuser setzen, die man auch kaufen kann. Aber hier, neue Kartellstraße, da sehe ich mich. Ist schon geil, ne? Ist schon geil hier. So, was haben wir denn? War schon so fest. Da weiß ich nicht, ob ich dem helfen kann, dem Breder. Soll ich einen Vlog machen? Genau. Hier, Alter, hier ist, hab ich noch gar nicht so ganz gesehen. Hier gibt es noch eine Autobahn, die jetzt größer ist, die ist erweitert. Kann ich euch auch mal zeigen. Hier sind die Bahnstrecken. So, ich ras mal hier eine Runde. Hier ist Autobahnauffahrt. No, die ist ja jetzt größer. Schmelze fahren. Dann einen kaputten Anhänger angestoßen. Drauf ist mein T6. Dies von wurde zum kaputten. Ach, Anhänger. Ja, moin. Also kommt man ganz schnell von Punkt A nach Punkt B. Da vorne ist ein Kraftwerk. Das ist, soll ein Atomkraftwerk sein, aber eine andere Art von Kraftwerk. Man sieht es eh, da sind so 2 Kuppeln. Das ist so eher, das sind eher japanische Kraftwerke. Ich habe mich da ein bisschen informiert. Ihr kennt ja diese großen Kraftwerke, was wir drüben haben, mit diesen großen Towern. Warte, ich mache mal Support, ob das wir übernehmen kann. So. Genau, hier sind die Tower, die 2. Die kleinen. Ey, hier war ich noch gar nicht. Das habe ich noch gar nicht gesehen hier. Ich finde immer was Neues. Vor allem, ich finde das so geil. Du hast halt hier einen riesen Berg auch. Wir gehen dann gleich zum Wasserpark. Alles gut, ne? Den will ich euch dann gleich zeigen. Dann schaue ich das mal an. Hier, die ganze... Die ganzen Offroad-Stuff hier. Ich habe jetzt gesagt, die sollen das mal kurz übernehmen, dass wir ein bisschen gucken können. Was alles Neues gibt, so. Alter, hier, die Kartoffel, ich lese alles vor, es tut mir leid.
Ich lese alles vor. Jede Doni. Ich muss nur mich von unten nach oben abarbeiten, weil ich habe noch immer nicht alles vorlesen können. Tut mir sehr leid. Ich lese das aber alles vor. Bitte keine Panik auf der Titanic. Alles gut. Hier sind wir jetzt am Gipfel, ne? Boah, Alter. Guck ich das mal an hier. Krass, ne? Und da unten sieht man den Wasserpark, glaube ich. Ja, da sieht man von hier. Ich fahre da mal runter. Ich hoffe, wieder schritt. Oh, da geht's ja. Oh, das ist viel zu steil. Oh, da ist ein Busch, der gehört hier nicht hin. Huch. Oh, nee. Ich habe mich überschlagen, laut dem Skript. Das ist nicht gut. Ich war gerade so dermaßen am runterfahren. Das ist nicht gut. Dass ich mich überschlagen habe. Geil. Das heißt, mein Dach war schon Richtung Boden. Not that good. So. Ein bisschen vorsichtiger fahren. So. Jetzt fahren wir zum Wasserpark. Hier, wie man das angucke. Der sieht mich wirklich gut aus. Da habe ich richtig Bock drauf. Boah, Alter. So witzig, ich fahr vorsichtiger. Also hier, das ist schon mal geil. Für Tuning-Treffen denke ich mir, das ist nice. Schaut euch diesen Parkplatz an. Das ist, glaube ich, einer der größten Parkplätze, die es gibt jetzt mittlerweile. Na, wobei der Beach-Parkplatz ist größer, stimmt. Aber guck ich mal hier den Parking-Spot an, wie viel Platz einfach. Also hier sehe ich mich mit neuen Tuning-Treffen. Schau mal hier, da sieht man schon den Wasserpark. Wir testen das mal aus. Wir testen das mal aus, schaut mal. Hier Poseidon einfach. Heißt sogar Poseidon Thrills heißt der Park. Nice. Hier gibt es die Tickets. Die hat aber gerade zu der Schalter. Und hier sind wir im Wasserpark, Leute. Da ist er. Da können wir echt eine fette Party schmeißen hier drin. Oh, hier sind sogar zu Teacups unten, warum auch immer. So, machen wir mal eine fahren. Ich habe irgendwie mal Bock drauf, mal auszuprobieren. Oh, da hinten gibt es einen Stand, einen Hotdog-Stand. Guckt mal. Ja, da will ich hin. Was ist das für ein Hotdog-Stand? Dinky? Dickin-Baus-Club. Dickin-Baus-Club, was auch immer das ist. Und ey, das erinnert mich, kennt ihr die South Park-Folge mit Cartman, wo er hier einzieht mit seiner Mutter? Das sieht genauso aus, dieser Laden hier. Sieht genauso wie von South Park einfach. So, probieren wir es mal aus. Guck dich das mal. Aber ich glaube, es wird hier noch ein Strip gemacht, dass man hier wirklich runter kann. Ich glaube, man rutscht zwar, aber ich kann hier nicht runterrutschen. Schaut mal, ich rutsch so. Aber ich rutsch halt nicht. Wisst ihr, was ich meine so? Da könnte auch Wasser hin. Stimmt, es ist noch kein Wasser drin. Und ich glaube, das werden sie noch machen, dass man da auch wirklich for real runterrutschen kann. Weil jetzt geht's gerade noch nicht. Aber ich rutsch halt hier drin komplett Rino aus, guck ich das an. Alle 2 Meter, ich kann hier nicht laufen. Aber wisst ihr, was wir machen können? Weil das Skript ja noch nicht da ist, dass man das kann. Wir können da mal mit einem Skateboard oder so runter. Ach komm jetzt. Herr Rumpe. Das tun sie nicht so. So. Aber hier mal runter. Hui. Bist du dir vorstellen, hier Wasserrutsche. Und dann und. Hui. Ui. Und dann. Aua, ah! Ey, wo bin ich? Ich habe einen Unfall gebaut. Ich bin. Ja, gut. Ich stecke jetzt in der Rutsche fest. Oh nein, 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 mein Skateboard. Ah. Super. Ich will doch hier nur raus. Okay, dann lasse ich es einfach so. Gut, aber ich komme 100 pro irgendeine Rutsche hier runter, oder? Also, die kriege ich hin mit dem Skateboard. Die kriege ich 100%ig hin. So, benutzen. So, F-Drucku. Oh nee. Oh ja, so viel dazu. Ich krieg das hin. Ich krieg gar nichts hin heute. Ich muss das richtig machen. Marc hat Laufen verlernt. Nee, Marc hat einfach. Ey, aber die Rutsche da hinten schaffe ich mit dieser Schanze. Das wird mit dem Skateboard richtig nice. Mit dem Skateboard hier hinten die Rutsche. Da habe ich Bock drauf. So, jetzt aber. Herr Rumpe. Ich bitte Sie einmal drauf und ab geht's. Ach komm, Herr Rumpe. So, jetzt aber. Oh. Alter. Und rein da.
Geschafft. Da habe ich gerade irgendwie wehgetan. So. Und hier voll. Ey, das sieht ja auch nice aus. So eine kleine Fassade, die nur fake ist, by the way. Eine Fake-Fassade. Jetzt aber hier, die muss ich ausprobieren. Die Rutsche muss. So, ich hoffe, ihr seid ready, Leute. Das ist die steilste Rutsche auf Real Life Online. Ich hoffe, ihr seid bereit. So. Ah. Na komm. Jo, da sehe ich mich, ne? Da habe ich mich gerade gesehen, da oben. So abgehoben, wie ich schon wieder bin. Ne, komm. Und. Oh, hui, hui, ah, ah, hui. Ey, ich sehe da schon Unfälle. Ich sehe Unfälle, komm. Oh nein, mein Skateboard, ich komme nicht mal ran. Nein, ich habe mein Skateboard verloren. Ist es jetzt wirklich hier unten? Ja toll, das klebt jetzt da unten. Das klebt da, guck mal, ich komme da nicht mehr ran. Ah, komm, komm, komm. Komm, E drücken. Rumpe drücken Sie E und holen Sie sich Ihr Skateboard zurück. Nee, ich krieg das nicht mehr. Ich komme da nicht mehr ran, Leute. Das war's mit meinem Skateboard. Ah, doch, jetzt. Ha. Fast hätte ich's verloren. Ich habe dafür $500 geblecht. Also ja, das ist, nice, ne? Das ist wirklich nice. Also ich habe da Bock drauf, wenn das funktioniert. Wenn man da wirklich runterrodeln kann mit irgendwas. Da sehe ich mich. Dann machen wir hier ISO 7 den neuen Freizeitpark. Oh, ein Freizeitpark wäre aber auch geil, ne? Ja. Aber wir haben ja schon so einen schönen drüben. Aber ich mag die Insel voll. Da kann man so viel machen. Vor allem, ich finde es so schön, weil du hast hier deine Ruhe. Und ich glaube, das PD ist hier nicht so extrem am gucken. Guck mal, weil der steht, glaube ich, hier nur rum. Der ist kaputt oder so. Also du hast hier relativ viele Freiheiten. Und hier kommt ja auch noch eine Erweiterung. Die haben gesagt, die machen vor GTA 6 noch die Sachen fertig. Hier ist auch ein Krankenhaus, guckt mal. Die haben ja alles. Also da kommt noch ein MLO vielleicht rein. Die wollen ja sehr viel mit Interior machen. Noch eine ungebaute Brücke hier. Aua. Ja, ist ja klar, dass ich da nicht mehr raufkomme. Ah, ah, so. Ah ja, und das Geilste ist ja, das kennt ihr aber, glaube ich, schon hier oben. Zeige ich euch gleich mal. Das ist das Villenviertel. Hier oben, da kommen ja die krassesten Villen hin. Aber die beste Villa, die ist da ganz oben. Die hier. Mit der schießt du hier alles ab. Guckt euch das an. Ey, die haben neues Mapping gemacht, sehe ich gerade hier. Und zwar davor nicht. Au. Erstmals die Aussicht hier, ne? Guckt euch diese geile Aussicht an. Und dann hast du hier so einen Infinity Pool, der noch nicht gefüllt ist. Da kommt noch einer hin. Und jetzt kommt's. Die wollen ja hier wirklich ein Interior machen. Schaut mal. Die haben da schon ein bisschen was vorbereitet. Man kann hier sogar durch die Treppen schon hochgehen, aber es ist halt nicht fertig, ne? Deshalb von außen sieht man es nicht. Und was hier auch noch ist, das Ding kriegt höchstwahrscheinlich eine Tiefgarage. Schaut mal. Hier. Geht so runter. Da kommt vielleicht noch eine Tiefgarage rein. Hier unten. Dann fährst du mit dem Auto runter und ich finde diesen Circle geil. Könnte neues 1 zu 7 Anwesen werden, weil es gibt einen Kreisverkehr. Der ist wichtig. Ne, aber das Anwesen ist wirklich schön. Das ist, wirklich geil. Und der Infinity Pool da unten, das macht's echt aus. Guck das an hier. Muss nur aufpassen, dass sie nicht runterrutscht. Aha! Ey, warte mal, aber so, das ist aber dann nicht zum Schwimmen hier gedacht, so wie es jetzt befüllt ist. Infinity Pool muss ja hier irgendwo. Soll das ein Pool sein? Ja, das soll ein Pool sein, ne? Aber schaut mal. Das macht ja gar keinen Sinn. Infinity Pool funktioniert ja so, dann müsste ja hier rein theoretisch ja noch eine Glasscheibe sein oder sowas. Dass du hier nicht das ganze Wasser verlierst, das macht ja gar keinen Sinn gerade. Ja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Nee, das wird nicht das neue 1-7-Gelände, das war Spaß, wegen dem Kreisverkehr da vorne. Das kann es auch gar nicht als 1-7-Gelände nehmen, finde ich ein bisschen, weiß ich, das sieht zwar schon geil aus so, aber ich finde die Location so, das ist halt, das ist zu schick für 1-7. 1-7 muss im Wald sein. Gut, ich meine, da hinten ist Wald, schon klar, aber ihr wisst, was ich meine. Aber es ist ein schönes Anwesen. Oh, guck mal hier, so eine kleine Bank mit einem, jetzt habe ich noch gar nicht gesehen hier. Du kannst dich hier hinsetzen. Wie so ein kleiner Park, den man hier hat. Schau mal, Sit. Boah, das ist schon schön hier. Also ich würde es hier fühlen. Aber wenn ich das Geld habe, würde ich das hier kaufen.
Neues Privatgrundstück. Mit Limousine davor, warum man die auch immer hier parken muss. Und schaut, da gibt es schon einen Zaun drumherum. Guckt euch das an. Kann man hier eigentlich drüber springen? Ich glaube schon. Ja, hier, guck. Kommst du überall rein. Aber das ganze Gelände ist umzäunt. Das ist schon mal sehr geil. Also für Fraktionsding wäre das schon cool hier. Man kann es halt trotzdem drüber springen. Kann man auf dem Server schon spielen? Ja, es sind derzeit 205 Leute online. Vorhin um 19.30 Uhr und dann so, da hatten wir 250 Leute gerade. Ey, aber das Haus hier ist ja auch mega. Guck mal. So eine alte Holzhütte. So im Wald. Oh, das fühle ich aber auch. Hat der hinten einen Pool? Ja, guck mal. Der hat sogar einen Pool. Och, schön. Das ist der Sound of a Spende. Weil da ist so echt... Ja gut, bis auf das hier unten die Autobahn. Okay, das macht alles wieder wett, ey. Das ist... Das ist der Sound of a Spende. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Da geht einfach die Autobahn dran vorbei. Und schau, du hast hier so eine schöne Aussicht. Denkst du so? Und dann Autobahn direkt vor der Haustür. Also da möchte ich dann doch nicht wohnen. Ich habe es ja doch schöner vorgestellt hier. Ey, aber ich mag das Mapping. Das ist echt geil. Also man hat ja so viele Möglichkeiten, was du draußen noch machen kannst. Wirklich geil. Habe jemanden eingestellt, aber hat keinen Zugriff auf die Lagertüren gehen, aber... Muss er, glaube ich, einmal reloggen. Kann mal passieren. Wenn das Ding restartet, das ist auch eine gute Frage. Kann mich sein, dass jemand was gerestartet hat? Ich sehe hier zwei Ressourcen, die neu geladen wurden, glaube ich. Oder war es, weil ich auf der Map war? Na. Ja, da muss ich nochmal hin und dann, hat er den angestellt, hä? Ah, hier! Das mache ich schnell und dann lese ich mal alles vor. Diesmal wirklich. Vince war das, ne? Der Winzer Vince. Der Winzer Vince. Hallo. Tagchen. Ja. Der Herr hat ja alles Mögliche schon versucht, aber. Hat er auch probiert, neu reinzukommen? Ja. Cash gelöscht, nichts. Der ist wirklich bei euch angestellt. Ja. Wir haben ihn auch schon gefeuert und wieder neu angestellt. Genau. Das macht immer gar keinen Sinn. Ich glaube, drei oder vier Powernaps und Cash löschen und trotzdem noch das Problem. Wo will er drauf zugreifen eigentlich? Auf den Schrank unten im Weinkeller. Sieht er den Punkt? Ja. Hast du... Er hat sicher nicht gemacht so, wie man es eigentlich macht mit F3, ne? Wahrscheinlich. Ja, das checken die wenigsten. Das wird sein. Und ich habe gedacht, er weiß... Ich war auch komplett verwirrt. Du, ich hatte heute... Das Krasseste, was ich heute hatte, war jemand, der gesagt hat, er kann kein Essen herstellen und er hat alles probiert. Und dann fahre ich zu ihm hin. Ich habe 6-7 Minuten rumprobiert, ich wusste nicht, was ist. Weißt du, was es im Endeffekt war? Er hätte runterscrollen müssen. Er hat das Rezept nicht durchgelesen, weil er konnte es ja nicht herstellen. Das war das. Ich habe 6-7 Minuten mit dem verbracht. Also, mich schreckt halt gar nichts mehr. Ist okay. Gut. Dann, danke. Ja, gut, bitte. Gut, also, das heißt jetzt, okay. Ja, es war klar, ich wusste genau, dass das sein wird. So viele checken nicht. Wenn du Inventory hast, immer mit dem Inventar selber aufmachen. Die Leute müssen das erstmal kapieren. Ja, das Problem steckt hinterm PC. Vince und Kartell? Ja, warum nicht? Lass doch den Vince im Kartell sein. X1 zu 7er, ja. Kann er ja machen. Steht ja jedem offen, was er will, machen will. Jetzt lese ich mal hier weiter vor von unten, sorry. Ich bin echt. So, die neuen Inseln haben jetzt gezeigt von Schmalex TV, da wolltest du mir auch sehen. Hat das Blümchen einen Knick? War das Bienchen wohl? Was? Danke an Gamerboy. Ey, ich wieder live Grüße an Denise. Ja, Denise wird gegrüßt. Und Jochen der Rochen. Das haben wir vorgelesen im Update. Der wollte es nämlich auch sehen, komisch. Die wollten das hintereinander sehen. Ganz, ganz krass. Boah, das nervt jedes Mal, wenn ich raustapp. Ey, Luca, wie geht's dir so? Sehr gut. Dankeschön. Ich hoffe, dir auch.
Hallo Kurdel, ich habe eine AMD RX 6750 XT Grafikkarte, aber es bringt nicht die volle Leistung und wird sehr heiß. Hab Netzteil mit 57 Watt, würde ich dann eines brauchen mit 1000 Watt. Wenn die Grafikkarte zu heiß wird, mein Lieber, dann liegt's an der Grafikkarte und nicht am Netzteil. WZW an der Lüftung. Ich gebe dir einen Tipp, hol dir eine Nvidia Grafikkarte, die wäre nicht so heiß. Ist halt for real so. Ich hatte einmal AMD in meinem Leben und hab's, also damals hießen die noch ATI, so lange ist das her. Ich habe es immer bereut, weil die Dinger übelst laut immer waren und die waren immer so extremst heiß. Da bin ich irgendwann auf Nvidia umgestiegen, seitdem keine Probleme mehr. Aber ja, Tipp, Gehäuselüfter. Mal schauen, den Airflow reinbringen, die Grafikkarte zu heiß wird. Und sonst mal gucken, ob die Grafikkarte einen Fehler hat oder verstopft ist oder einfach mal PC sauber machen und gucken, ob es dann besser wird. Kleiner Tipp am Rande. So, Yannick Gang, danke für den Euro und fürs VIP. Wir haben Erik S. Hi, ich schaue dich schon lange und wollte dir mal was geben. PS, YouTube hatte gerade ein Update und FPS-Drops sind gefixt. Aha. Okay, ja, dann ist doch gut. Das ist der Sound of Ich. Hoffen wir es mal, dass es gefixt ist. Hast du seine Pfanne noch, glaube ich? Nee, die habe ich mir selber geholt, die Pfanne. Die habe ich mir, damit ich ihn nicht immer wegnehmen muss. Aber Dankeschön an Redox. Yannick Gang, wann kommt die Hochzeit? Bist der Beste. Puh, mal schauen mit Gysi, wann die Gysi-Hochzeit kommt. Luke Prime, danke fürs CP werden. So, Yannick Gang, das war Doni nicht vorgelesen. Das sind die Leute, die nicht warten können. Ich habe jetzt erstmal die vor 2 Stunden gelesen, das ist vor der 1 Stunde. I'm sorry, ich probiere mein Bestes. Aber ich lese eh alles vor. Mein Meister, moin, könntest du uns mal die neue Insel in Palito zeigen? Noch einer! Jetzt habe ich sie doch mal gezeigt. Schön. Marki, Tobias, Dr. Dorian, 2001, Kai und Löwe sind VIP geworden. Und Marki, mach weiter so wie du bist, dankeschön. Ist ja was los eigentlich bei 1:7? Ich fahr mal kurz aufs Grundstück. Ja, mehr Mittwoch haben wir da, Mittwoch 1:7 Stream. Nicht vergessen, einschalten, Leute. Am Mittwoch. Am Aschermittwoch. Genau, am Aschermittwoch. Boah, ich fahr da mal kurz rum und guck, wer so da ist. Boah, die... Guck dir das mal an. Guck dir das an, wie die im Pool chillen. Ah, guck dir das an. Ja, Dicker. Ja, Dicker, das Haus mit dem Flachdach, Dicker. Halt's Maul da hinten. Halt's Maul da hinten, Dicker. Dicker, ich chill mit Leuten im Pool, Dicker, du weißt. Sind harte Zeiten. Sorry, das musste sein. Ich, ist so schön, wenn ich ihn mal sehe. Ah, geil. Ist das schön, dass wir wieder hier sind. Das war die beste Entscheidung meines Lebens, 1:7 wieder hier hinzubringen, wo sie eigentlich herkommen. Das war die beste Idee meines Lebens. Genau, das ist die beste Idee meines Lebens gewesen. Das Schild muss weg, sehe ich gerade. Das müssen wir auch noch wegmachen. Muss das Mapping heute noch machen. So. Marki, mach weiter so wie du bist, dankeschön. Leute, wusstet ihr, dass ihr kostenlos ein Like da lassen könnt und bei jedem Like gibt es einen Furz? Also ihr habt es jetzt mittlerweile eingestellt, dass bei jedem Like ein Furz kommt. Das war by the way eine Lüge. Hätte eine Frage wegen dem Mülleimer, da fahre ich aber an. Moin Leute, Eimer hier. Ja, ich komme. Leute, ich habe gehört, bei jedem Like ein Furz, also bitte liked gerne. Weil das war eh gelogen und funktioniert eh nicht. Aber ey, wie lustig wäre das, wenn ich sowas einbauen würde. Jeder Like einen Furz, dann können wir gar nicht mehr streamen. Das ist ein furzigen Stream den ganzen Tag. Das ist das wortwörtlich ein Scheiß-Stream. Ah, ja, geil. Ey Leute, ich habe ja so eine geile Idee gehabt, wenn ich mich mal zeigen sollte. Ne? Ich muss euch das unbedingt sagen, was ich da gerne machen würde. Ich heiße Marvin. Hallo Marvin. Was gibt's denn für ein Problem mit dem Mülleimer? Und zwar, ich habe einen Kanister, also ich habe 2 Kanister, einen halt für mich, halt für zum Benzin und den zweiten habe ich einfach aus Versehen gekauft. Ja. Wenn ich jetzt den aber wegschmeißen möchte, kann ich es nicht. L drücken. Das ist wie ein Kofferraum. Drückst du L und schmeißt du rein. Mal kurz gucken, ob wir das in der Liste drin stehen haben. Shop-Tastenbelegung, ich guck gerade mal. Das müssen wir vielleicht noch reinmachen. Weil hier steht L Kofferraum, du hast recht, das müssen wir noch reinmachen. Weil ich habe wirklich alles ausprobiert mit F3, ja. Inventar, dies und das. Oh. Ich habe sogar L gedrückt, er hat nichts funktioniert.
jetzt erzählst du mir, dass halt das hier. Ja, ja, es steht auch nicht drin. Ich sehe es gerade, wir haben es nicht reingemacht. Weil L ist Kofferraum und L ist hier tatsächlich auch für Mülleimer. Ist wie so ein Kofferraum, wo du was reinwirfst. Ach so, ja, ja. Okay. Ist ein bisschen umständlich, weil es ein bisschen komisch. Weil manchmal musst du ja F3 drücken, dann, dass du ins Inventory kommst. Also in dieses. Genau. Da hatten wir nämlich vor jemanden, der hat es auch nicht gerallt. Dann beim Shop kannst du F3 oder E drücken und hier musst du L drücken. Also ist alles anders. Also ein bisschen verwirrt ist das schon. Ja, ich weiß, aber man gewöhnt sich dran. Ja. Dafür kannst du jetzt nicht jeden Mülleimer wegwerfen, wenn du auf 2-0 warst. Das ging auf 2-0 nicht. Was auf 2-0 nicht? Weil auf 2-0 konntest du nur in die wegwerfen und mittlerweile kannst du in jeden farbigen Mülleimer werfen, der so aussieht. Also egal welche Farbe. Ah, okay. Okay. Alles klar, danke schön. Danke dir. Bitte, viel Erfolg beim Wegwerfen. Was ist denn hier los, Alter? Huch. Da muss ich aber mal eingreifen, ne? Entschuldigung. Das heißt, angenommen. Ich finde das ein bisschen unsicher. Könnt ihr ein paar mehr Lichter aufstellen? Ich muss euch ehrlich sagen, ich wäre jetzt fast hier reingefahren. Ich hätte es fast nicht gesehen. Ja, das tut uns leid. Natürlich, wir stellen noch viel mehr auf. Bitte, danke. Das geht sonst gar nicht. Ungefähr 1 Kilometer rund um Hauptplatz, richtig? Ja, und dann gleich viel mehr, also so ganz, dass man es wirklich von Weitem sieht, weil ich bin jetzt hier hingefahren, ich habe es jetzt erst gesehen, wie ich hier hingefahren bin. Ja, ich muss jetzt 2 Meter davor stehen. Ein paar Lichter fehlen hier noch. Dran. Ja, danke. Wunderbar. Für die Sicherheit. Natürlich. Ja, was ist denn hier los? Und das will ich jetzt aber mal wissen, was hier los ist. Was ist denn hier los? Ich hab keine Ahnung. Die Biker haben ein PD-Auto umzingelt. Sind die Spezialabteilung Gaffer? Keine Ahnung. Ach so, okay. Oh, ich verstehe. Wollt ihr auch was vom Popcorn? Nein. Okay. Aber danke. Und ein Salat? Nein, Salat danke. Salat ist gesund. Ich hab Mehl. Ich hab nur Erdbeeren dabei. Ich hab Vanille. Erdbeeren. Was? Was ist das? Ah, das ist aber los, du. Gut, also die gucken nur, was hier los ist. Ich dachte, hier ist gerade irgendeine Schießerei oder sowas. Guck mal. Da vorne sind die Biker, die stehen da nämlich. Aber was machen die denn? Ich würde das übelst gern wissen. Ich fahre da mal kurz weg. Sieht eher so aus, als würden die auf den Bus warten. Und die gaffen. Hauptplatz-Gaffer. Schauen wir mal, hier sind die Biker. Eigentlich müsste da jemand Vollgas da reinfahren, dass die Dinger weg sind. Nee, Spaß. Aber ey, guck mal. Biker haben wirklich geile Bikes. Jetzt schauen alle in derselben Lackierung. Bis auf eines. Aber sonst sehen die echt gut aus. Ja. Krass. Biker fahren Bikes, so wie sich das gehört. Das wurde ja auf 2-0 ein bisschen bemängelt, weil die sehr oft mit den Autos gefahren sind. Aber ich meine, ich kann es halt verstehen, mit dem Bike fährst du halt mal irgendwo hin und dann haut es dich auf die Fresse und dann war es das. Ja gut, jedenfalls, was ich euch sagen wollte. Wisst ihr, was ich gerne machen, also wenn ich mich zeigen würde, ne? Also mit richtiger Facecam streamen würde, wenn es mal dazu kommen sollte. Dann wisst ihr, was ich machen würde? It's no joke. Ich hab ja meine Drohne hier einblenden, ne? Ich würde dann tatsächlich bei mir so Lichter und so aufbauen. Ich würde dann so ein Programm schreiben, dass, wenn irgendwelche Drohnen oder so reinkommen, dass also die Party abgeht. Und vielleicht bei irgendeiner Drohne, dass dann so eine Rauchmaschine angeht und alles. Das wäre so funny einfach. Weißt du, das ist statt einer Einblende halt, ne? Also statt Einblende, die ich sonst immer habe, mit 1:07 und sowas. Dass dann in Real Life einfach Sachen passieren im Zimmer. Was man halt auslösen kann. Ist auch ganz lustig eigentlich. Oder bei einer gewissen Like-Zahl oder so. Kommt irgendwas, dann weiß nicht. Weil mir ist aufgefallen, dass irgendwie hat das noch keiner. Kennt ihr einen Streamer, der sowas macht? Hat schon Real Outlaw? Nee. Schau mal, ich wollte euch gerade fragen, ob es irgendwer hat. Den gucke ich mir jetzt an. Real Outlaw Nico. Ich dachte mir, das ist ja voll die geile Idee. Ich dachte, auf das ist noch keiner gekommen. Jetzt sagt er mir, das hat schon jemand gemacht. Gucken wir mal, wer das ist. Ein Streamer auf Twitch, ne? Sehe ich gerade. Hat der sowas? Das will ich jetzt mal angucken. Sehe ich aber gerade nicht. Muss ich mal angucken. Jetzt muss ich mit Facecam, ja. Ist relativ einfach aufzusetzen. Mit den richtigen Geräten könnt ihr den ein Arduino dafür schreiben. Ja, da musst du ja, also eigentlich musst du ja irgendwie was machen mit
Schlorox hat das auch? Ey, warum habe ich das noch nie gesehen? For real jetzt. Also haben die wirklich auch das mit dieser Idee mit so einer Rauchmaschine, die dann angeht von selber und so Stuff? Also for real, ich hab noch nie einen Clip oder sowas davon gesehen. Noch nie. Kleiner Junge auf Twitch. Ich kenne nur diesen einen Jungen, der auf Twitch diese ganze Musik und so macht und wo dann im Hintergrund die Flammenwerfer und alles angehen. Aber jetzt nicht als Doni-Einblende. Ich meine jetzt wirklich als Doni-Einblende, dass bei einer bestimmten Donation irgendwas passiert. Eine Rauchmaschine geht an, Flammen gehen an oder so irgendwas. Ja, geil, weißt du, ich dachte, ich habe eine einzigartige Idee, jetzt schreiben mir die Leute hier im Chat, dass das eh schon Leute gemacht haben. Und ich hab for real keinen Clip davon jemals gesehen, geil. Gibt schon Leute. Ja gut, dann ist das nichts mehr Besonderes. Oh, das ist nicht mehr Besonderes. Ich dachte, ich hab eine besondere Idee. Aber wisst ihr, was, glaube ich, noch keiner gemacht hat? Das wäre unsere Sache, ein Jumpscare in Real Life. Geisterbahn-mäßig. Du stellst dir so eine Puppe hin und die jumpscaret dich einfach. Die kommt dann einfach so irgendwo rausgeschossen. Es gibt ja so Animatronics, ne? Das ist vielleicht eine einzigartige Idee. Hat irgendjemand einen Animatronic zu Hause stehen, der bei einer bestimmten Doni angeht und irgendwas macht? Hat das jemand? Ich glaube nicht. Will ich mir das überlegen. Mit einem Animatronic? Ja? Wie so bei Five Nights at Freddy's, stelle ich mir den zu Hause hin. Und bei gewissen Sachen macht der Sachen, dass er mich erschreckt. Das wäre doch eine geile Idee. Mache ich schon. Ja, bitte nicht die Idee klauen, bitte. Einfach so ein Jumpscare. Oh, geil. Nee. Will ich aber schon fühlen. Ja, aber ey, dass so eine Disco angeht, so eine richtige. Mit Flammenwerfer und alles rum und dran und so. Ey, wisst ihr, was wir brauchen? So CO2-Kanonen, die so voll angehen. Einfach CO2-Kanonen hat 100 pro keinen Streamer. Weil die Dinger sind saumäßig teuer. Und ich glaube, du brauchst dafür eine Abluft, weil das CO2, der darf, also, du musst so irgendwas haben im Raum, was das CO2 misst, weil es darf nicht zu viel im Raum sein, weil sonst kippst du um, glaube ich. Aber kennt ihr die Diskothek mit diesen CO2-Werfern? Ich fühle die Dinger so geil. Ey, und wenn du das zu Hause hast, boah. Einfach CO2-Werfer im Stream, ich sehe mich. Und jedes Mal, wenn eine Doni kommt, der CO2-Werfer direkt ins Gesicht einfach. Unser Haus schwebt minimal in der Luft, Mapping. Oh nee, bitte regt euch da nicht auf. Ich hab so viel Arbeit reingesteckt. Ich muss die eh mal neu machen, ich weiß. Ihr müsst euch vorstellen, ich hab die Häuser hier so gut es geht hingesetzt, aber leider geht es nicht zu 100%. So wird sich da jetzt beschwert. Hallo. Hola. Hallo. Das Problem ist, die Häuser stehen ja hier eigentlich nicht, ne? Ja, das ja. Wissen wir. Ja, und die haben jetzt so minimalen Überschwemmschutz. Ich weiß, ich sehe es. Da ist noch schlimmer. Meine Idee wäre gewesen, irgendwann mal werde ich so eine Plattform unten bauen für diese Häuser. Ja. Und dann setze ich Brauchst die... du höchstpersönlich? Ja, ich muss es ja selber machen. So, das gibt's ja nicht. Diese Häuser stehen hier eigentlich nicht. Dann muss ich dieses Haus daneben, das nehme ich in ein 3D-Programm rein. Ja. Und dann mache ich da unten eine Plattform hin. Und dann ist das schön. Weil sonst, ja, weil da wächst auch das Gebüsch durchs Haus. Das ist normal, ja, das ist eben das Ding, da muss ich nochmal drüber. Und das ja, weil die hier eigentlich nicht stehen, die Häuser, die stehen hier eigentlich nicht, ne? Das ist auch noch ein bisschen schlimmer. Ach, nein, einfach Räder drunter höher. Und machen da so ein richtig schönes Wohnhaus von. Ne, wie gesagt, ich muss mich da mal hinsetzen und das Custom machen. Die Häuser neu machen. Ich wusste jetzt nicht, ob das schon weiß. Ja, das weiß ich, das wurde schon auf der Beta reported, wo ich gesagt habe, da müssen wir eigentlich rein theoretisch die Models überarbeiten komplett. Ja, okay. Aber ist doch zum Aushalten, ne? Ja, alles gut. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, bevor ich es vergesse. Alles gut. Gut. Hi, so, danke. Tschüss. Tschüssi. Ja. Wird einfach ein Geist in ihrem Namen, das will ich auch. Mein Haus schwebt. Ja, mach ein paar Luftballons dran, dann kannst du einen Film von drehen mit so einem alten Mann und einem Kind. Wie heißt das noch? Mann haben wir doch. Irgendwie ab hieß das doch, also hoch hinaus oder so auf Deutsch. Oben. Oben. Ja. Kannst du ja Luftballons dran machen, dann hebt das Ding ab. War schön. Aber mal einen Briefkasten umfahren hier. So, der kriegt morgen keine Post mehr. Wenn das wer gekauft hat, viel Spaß mit deinem Briefkasten. So. Mach weiter so wie du bist. Dankeschön, Marki. Danke, danke. Kommt irgendwann noch Polizei-AP von Hannes, natürlich, das kommt.
Tag mein Gaming darf das VP werden. Sonntag 02 ist VP geworden. Noch irgendwas nicht vorgelesen? Bin Meister mal vorgelesen, jawohl. Tuning Lauri ist noch VP geworden. Master 12 LP. Danke, dass du heute streamst. Meine Freundin hat mir vor ca. 3 Stunden verlassen. Oh, das ist kacke. Für den Arbeitskollegen. Danke für die Ablenkung. Oh, das ist aber assi. Erinnert mich gerade ein bisschen an The Office. Oh, wollte ich jetzt nicht spoilern, Entschuldigung. Da habe ich euch gespoilert, super. Also wer The Office schaut, ja. Viel Spaß. Nee, das ist uncool. Fazit vom Abschlepper, spurlos verschwunden, schön. Nee, Bruder, dann war es aber auch nicht wert, wenn sie dich wegen dem Arbeitskollegen verlässt. Wisst ihr, was ich mir so kacke finde, dieses, ja, verlassen, wenn man schon einen anderen hat. Das ist kacke. Das fühlt sich richtig scheiße an. Oh, nee, du. Zum Glück bin ich gleich ums Eck. Günther, kann man denn nicht jeden Spieler dazu verpflichten, mindestens 7 Tage zurück Clips zu speichern? Nein, hallo. Nordkorea 2.0 braucht man nicht. Der kontrolliert eh schon so viel, wenn irgend sowas mal vorkommt, aber... Alter, jeden Tag hier. Was ist denn hier los? Hallo. Servus. Ein Fahrzeug ist verschwunden. Vom Abschnitt. Ja, wir wollten gerade anbinden und dann war es weg. Was war das für eins? Könnt ihr mir das sagen? War ein BMW E36, glaube ich. Ich glaube, ja. E36, weil könnte sein, dass der die Bodyshell nicht hat. Okay. Weil wenn es immer... Habt ihr schon mal so einen aufgeladen bekommen? Also ich persönlich jetzt nicht, nee. Okay. Also ich habe generell noch keinen E36 abgeschleppt. E6, ist das Cabrio gewesen? Nein, das ist kein Cabrio gewesen. Dann ist es der mit dem Tuning gewesen hinten. Also der mit dem, ich glaube, ich weiß nicht, das ist, ich schau schnell. Moin. Also war Coupé, oder? Moin. Ja. Ja. Jungs? Ja. Ja. Das war, habt ihr gerade einen E36 abgeschleppt? Ja, genau. Das ist meine? Ja, der ist gerade nämlich verschwunden, deswegen haben wir hier Hilfe. Oh, okay. Da gucke ich gleich mal, wie hier das war. Adam Cars. Das müsste unter Coupé muss da drin sein. So, Starter. Ja, hup, du mich auch. E46, E36 Cabrio. Ist das wirklich der E36? Boah, jetzt die Frage, was der Spawnname von dem Ding ist. Das muss ich jetzt suchen. Also ich mag zwar keine Elektroautos, aber irgendwie hat das auch hier was. M6, MR, MT, Panda. Boah, ich finde den nicht. Ist John noch im Dienst? Boah, ich finde den gerade nicht. Ich weiß gerade nicht den Namen von dem Wagen. Ich suche den gerade. War Coupé. Vielleicht war er unter Sport? Nee, wir haben nur Supersport, da kann er nicht drin sein. Das heißt, er muss unter Coupé sein. Kannst du dich mal um den Rückruf kümmern, bitte? So, ich weiß nicht, UM, E36 oder sowas? Ja, aber das ist nicht der Name, wie ich den rausbekomme. Achso, okay. Nur E36 Cabrio habe ich halt nur, ne? M3, E46 habe ich noch, M6, M40. PTS 21, das könnte vielleicht der sein. PTS 21, maybe. Mal kurz was probieren. Das irgendwie keinen Sinn ergibt, aber. Nee. Was könnte das für einer sein? TTS? Nee. Ey, wenn der falsch eingeordnet ist, wenn dann nur Limousine ist, dann lache ich, Bruder. Oder da drin ist, ich schau mal schnell. CLA, M5, M3. Nee. Boah, ich finde den Wagen nicht. For real jetzt. Also ich finde den nicht. Ach, warte. Der ist es nicht, ne? Ja, ich finde den irgendwie nicht. Ich suche den. Haben wir den überhaupt noch? Ich weiß nicht. Also ich kann ihn mir oben am Autohaus kaufen noch, ne? Welche Abteilung ist der? Coupé? Ja, genau. Warum finde ich ihn nicht? Gibt mir gerade, ist da nur Classics drin mittlerweile? M
Ah, er ist unter Classics drin. Mein Gott. Da ist er. Einfach bewerben. Ja, genau. Ja, genau. Ja, da war unter Classics bei mir gerade drin, deshalb. Das ist irgendwie falsch sortiert, glaube ich. Kannst du mal mit deinem Abschlepper vorfahren? Ja. Oder warte, ich mach das schon mal. Ja, okay. Ich kann das auch. Glaube ich. Kannst du den aufmachen? Dankeschön. Yes. Kann nämlich sein, dass der ein anderes Attachment braucht. Och nee, ich bin ja so blöd. Ich muss ja erstmal die Rampe runterlassen. Die Rampe. Es gibt ein paar Fahrzeuge, die haben keine Body Shell, also den Bone nicht. Da muss ich dann einen anderen attachen und das wird vielleicht das Problem sein. Was soll ich das? Ja. So. Wenn's jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich's. Ja. Okay. Liegt am Fahrzeug, ich stelle schnell was ein. Dann kriegen wir das hin. Das ist der Sound of a Spindle. Der hat den Body Shell Bone nicht. Das ist Kacke. Das sollte eigentlich nicht sein, aber was müssen wir machen? Emergency Farming Housing. Also einfach dann in die Werkstatt kommen und nach den Ranghöchsten fragen und dann, ja, die sagen dir dann alles weitere wegen E-Mail bewerben. Tow Truck Config. So, da baue ich den jetzt auch mal ein mit Engine einfach. Ich hoffe, das sieht dann okay aus. Wie ist jetzt das Bauname? E3, M3, E36. Auf Engine basiert. M3, E36, genau. So, jetzt mache ich Restart. Oh nee, hab's vergessen. Komm mal vergessen, passiert. So. Von wem? Die Dinger verschwinden sonst, Leute. Das ist ja das Problem. Hm? Mal den nochmal. Und rein theopraktisch sollte er jetzt rauffahren, aber er sieht sicher komisch aus, wenn ich ihn draufstelle. Aber ich probiere es jetzt einfach mal. Sieht sicher kacke aus. Ja, ist halt jetzt so drauf. Sieht halt kacke aus, aber dabei ist es gefixt fürs Erste. Das muss ich mir später nochmal genauer angucken, wie ich das mache. Und die faue ich den mal. Wenigstens verschwindet er dann nicht mehr. So, und eigentlich sollte der E36 hier wieder respawnen, wenn ich den hier wegmache. Wir schauen mal. Aber er respawnt nicht. Okay, dann muss er ihn abholen. Folgendes, der E36 hat tatsächlich ein Problem mit der Body Shell, deshalb kann der nicht angebunden werden. Mhm. Ich habe ihn jetzt schnell mit einem Quickfix auf den Motor gemacht, das heißt, er kann jetzt abgeschleppt werden, sieht aber ein bisschen komisch aus, aber dabei geht's. Okay. Problem ist nur, der Herr müsste sein Auto bei der Versicherung abholen. Okay. Das heißt, ist ja dann er hier. Genau. Kannst du mir mal deine ID geben? Ja, 1045. Du sollst mal Geld bekommen haben, dann kannst du nämlich abholen. Soll ich abholen, weiß ich, alles gut. Nee, ich gebe das schon wieder. Soll ich dich rüberbringen zu deinem Auto? Oder wie machen wir das jetzt? Weil ihr habt den jetzt ja eigentlich abgeschleppt, in Anführungsstrichen. Ja, alles gut. Das passt schon so. Alles super. Okay. Dann bring ihn rüber und dann bedanken wir uns trotzdem. Okay, mache ich das so. Ja, alles gut. Ich bin ja eh mit meinem Auto hier, denn sonst würde ich das meinem Hauptplatz stehen lassen. Und dann ach so, nee, stimmt. Nee, sonst fahr du. Ich habe jetzt nicht gewusst, dass du mit deinem Auto da warst, aber du bist ja mit dem angekommen. Ja, sonst fahr einfach runter, ist in der Versicherung drin. Jo, alles klar, mache ich, ne? Jawohl. Kurze Frage, kann man so ein Auto kaufen mit so einem Schnauze und Lächeln vorne? Hä, was? Mit was? Ja, vorne ist ein kleines Schnauze und Lächeln. Oh mein Gott, jetzt sehe ich das nie wieder anders. Du hast mir gerade alles zerstört. Wegen Schnauze und Lächeln. Oh nein. Gut, danke aber, ne? Bis denn. Ja, danke. Er hat mir meinen Tag zerstört. Entschuldigung. Ja. Er hat mir das Auto zerstört. Was einmal Retourgang. So. Danke an die Kartoffel.
Bis der Beste, mach weiter so. Und wann kommt die Hochzeit mit Schande? Bleibt auf der Spur und wartet gerne ab. Das wird wieder 5 Jahre brauchen. Aber ich hab gesagt, auf 3-0 machen wir das. Das wird so cringe. Ich hasse ja dieses Cringe-RP, ne? Ich finde ja teilweise selber sehr viele Sachen so cringe. Man will immer dieses Partner-RP so cringe. Aber immer, ey, wir sind in Real Life so zusammen, ist ja okay. Aber ich bin da so schlecht drin, weil ich aber so wegcringe. Cringe, cringe. Der Cringe, der kommt. So, Shadow 158, kannst du das Update von der Insel zeigen? Nochmal, Alter, wie oft das die Leute reinkommentiert haben, aber zum Glück habe ich das schon gemacht. Gamerboy ist nochmal VIP geworden, Wolfgaming haut nochmal VIP raus. Das Mettwurstbrot, ich mache momentan 3 Diäten, von einer wird kein Mensch satt. Oh mein Gott, soll das ein Witz sein? Ich glaube, das soll ein Witz sein, ne? Ein richtig unlustiger Witz. Eddie Delphi, hi, ist immer schön, dich zu sehen, dankeschön. Ich weiß auch, wieder aktiv dabei bist, wie immer. Der Wolfgaming 03, Steven und Christella sind VIP geworden. Danke dafür. Und Christella, moin. Bin schon seit mehreren Jahren Zuschauer und wollte einfach mal Danke sagen. Hashtag 17, Dankeschön zurück. Auch von einer Stunde donatet hier. So, da haben wir noch den Köln-Fan. Kannst du mal einen Freifallturm-Test auf der Kirmes? Weiß nicht, im Stream schon mal gemacht? Da waren wir doch im Stream schon mal drin, ne? Freifallturm. Ja, es macht so Spaß, hier unten zu spawnen. Das macht so Spaß. Soll ich den mal. Haben wir den nicht mal Probe gefahren? Bin mir ziemlich sicher, dass wir mal gefahren sind, aber ich mach das mal. Könnt ihr das mal sehen? Das ist ganz easy. Wir so ein Ticket für 5 Dollar. Mal Fahrtchip kaufen. Und ab geht die Luzi. Na, hoffentlich kriegen wir jetzt keinen Einsatz, weil dann wäre blöd. Da muss ich hier aussteigen. Das haben wir doch schon mal gemacht, oder? Kannst du Fire Departments Streams machen von Xyons Poho oder was? Wenn ich mal einen Charakter mache, dann ja. Aber ich stehe nicht in der Liste bei mir drin. Also ich habe noch keinen Firechar. Hier Luki, danke für 5 Euro mit Hallo. Freue mich schon auf die Bewerbungsphase wieder offen ist. Bisher Beste, mach weiter so. Dankeschön an Itzbobo. QBX05, danke für 2 Euro auch. Und abonnieren Sie Cisco G auf YouTube, geiler Name. Kannst du mal die Geschichte von RLO erzählen, wie es entstanden ist und wie du drauf kamst? Ja, die Story ist eigentlich nur ganz kurz. Wir wollten unter Freunden einfach einen Server aufbauen und Spaß haben. Vor allem so einfach gemoddetes geht ja online, kann man sagen. Und einfach Scheiße drauf bauen. Das war eigentlich der Aspekt. Also es soll jetzt kein richtig krasser RP-Server werden, so wie er jetzt ist. Soll einfach ein Spaß-Server sein. So wie die ersten Videos, wo wir drauf gemacht haben. Und irgendwann sind wir dann zum Schluss gekommen. Wir haben Bock auf mehrere Spieler und haben dann gesagt, wir machen ihn öffentlich. Und dann ist das hier draus geworden, ja. Irgendwann haben wir gesagt, machen wir halt das richtig professionell. Lenny, also 7, kannst du eher jetzt mit der Homeland-Kleidung tanzen für den Edit? Sieht besser aus. Hä, was? In der Homeland-Kleidung tanzen? Oh, warte. Ja, Bremen hat nämlich schöne Edits auf TikTok, kann man schon mal machen. Dann machen wir mal eine schöne Szene. So, das Auto hier. So. Wisst ihr, was ich gerade denke? Kennt ihr dieses eine TikTok von diesem Kind, was Stress, wie du siehst? Denk immer daran, wenn ich so einen Tanz mache. Oh nee, warte, was gibt's denn da so für einen Tanz? Wie? Stress, wie du siehst? Gibt's irgend so einen Tanz, der so ähnlich hinkommt wie von diesem Kind da, das diesen Tanz da macht? Der macht so shuffle-mäßig irgendwie was, ne? Der shuffelt so ein bisschen. Wie du siehst, Stress, wie du siehst. Nee, ich such mal, ob es ein Shuffle gibt. Tanzemodes. Nee, muss doch irgendwo so ein Shuffle geben. Ich will diesen Shuffle-Dance. Ah, hier! Stress, wie du siehst. Ist nicht ganz genau so, aber trotzdem. Ja gut, ich lass das gelten. Ja, da hast du einen Homelander, der tanzt. Das ist ja immer das Schlimmste. Kennt ihr diese? Das ist ja auch das Nächste. Tanzende Admins TikToks. Da wisst ihr, dass der Server Qualität hat und jetzt habe ich es einfach gemacht. Also, das sind meistens diese MOOC-Server. Diese tanzenden Admin-TikToks. Oh mein Gott, wie ich sie hasse. Und jetzt mache ich es selber für ein Edit. Lenny hat mich in eine Falle gelockt. Das ist ganz schlimm. Das wollten wir nie machen. Nein. Tanzende Admins. Auf Real Life Online, ja.
Weil man sagt ja so schön, wenn solche TikToks kommen mit Tanzen, Admin, sollte man da niemals drauf gehen, weil es automatisch ein MOOC-Server ist. Sind wir jetzt auch ein MOOC-Server? Ja, würde ich schon sagen. Wir sind jetzt auch moochelig. Die Definition von MOOC ist, by the way, bis heute nicht erforscht. Wir wissen bis heute noch immer nicht, was genau MOOC ist. Also was die... Wir wissen zwar schon, was das heißen soll, aber wir wissen nicht, was, da, was das gewisse Wort MOOC sein soll. Ich denke nur immer an Matsch. Ja, gut. Matsch-RP. Hellbilos. Hallo Xion, viel Spaß dir. Grüßt du mir Lotte und Kopus. Kopus und Lotte werden gegrüßt. Danke. Gruß geht raus. Andel der Gummihammer. Danke fürs Resubben. Das dritte Mal schon resubbt. Grüßt du mir die Lotte und Kopus bitte. Nochmal. Ja, nochmal Gruß geht raus. 10er donated und von uns 10er. Dankeschön. Schüsstraining beendet. Danke, dass das Schüsstraining beendet wurde. Hat reingeschüsselt. So, ich glaube, ich fahre mal. Oder wisst ihr, was wir mal machen? Wir checken mal die Kameras ab. Da habe ich mal Bock drauf. CCTV. Gucken wir mal. 1:7 Zaunkamera. Einfahrt. Genau, in der Einfahrt. Guck mal. Oh, wisst ihr, was wir gucken können? Wir können hinten gucken. Außenkameras. Garten. Oh, da sitzt keiner mehr drin. Oh, ist das traurig. Das ist, Leute, das ist traurig. Da sitzt keiner mehr drin im Garten. Ich hab mir erhofft, dass da irgendwer chillen wird, aber nee. Im Eingang? Ah, hier im Auto eine Kamera. Guck, guck. So, alles clean. Da können wir noch gucken. Pizzeria. Gucken wir mal in die Bar rein, ob da was ist. Oh ja. Da ist eine Eule. Da oben ist der Rick. Der Rickschein ist da oben. Parkplatz. Na schau, hier. Können wir ein bisschen stalken. Das macht doch Spaß. Leute stalken in Kameras. Eingang. Da ist nichts los, gut. Dann haben wir noch die, was ist das, wir machen können hier bei Dingen reingucken. BD Vespucci, Eingang. Das ist meistens was, ne? Heute nur leider nicht. Büro? Oh, da sind ein paar. Gang, Zellen. Keine in der Zelle! Wow, Garage. Er ist gerade rausgefahren. Parkplatz. Ja, undercover, ne? Gucken wir dir mal zu. Stimmt, ihr habt ihre eigene Tankstelle hier. Palito, PD, Palito, Border Patrol, Grenzstation, Gefängnis. Das ist der Sound auf die Spende. Gefängnis ein. Oh, hier ist was. Ah, hier, guck. Hat jemand was zum Trinken? Ja. Können wir mal zuhören ein bisschen. Ach, komm hin. Oh, danke, danke. Die Marshals, aktiv. Ja. Sind sie fast abgenippelt in dem Lade, du. Ja, so ist ja. Natürlich. Perfekt. Nicht weggehen. Ja, das muss ja schön aufgepasst werden, weil hier sind ja auch wirklich jetzt Leute drin, ne, die hier ausbrechen könnten. Da muss man natürlich alles im Überblick behalten. Eingangshalle. Da ist gerade keiner. Zellentrakt, wie sieht's hier aus? Ist doch auch keiner im Zellentrakt. Gang ist auch clean, Krankenstation ist clean, ja, nur die Einfahrt ist voll. Kannst du vielleicht ein kleines Stück lauter sprechen? Aber natürlich. Ah, besser. Ja, ich irgendwie warst du so leise. Genau. Alles gut. Ich frag mich, was die hier machen. Ja. Gut, nehmen wir am Feierabend. Ist auch der letzte, der jetzt noch da ist, der Ryan, der geht jetzt auf. Die machen noch einen Feierabend, war auch schön. Zaunkameras, was. Ah, hier! Anwesen von Kartell haben wir noch. Ausfahrt, Hintereinfahrt. Eingang. Oder sonst irgendwas sind noch. Name von Motorradfahrer. Wir schaffen es natürlich nicht immer. Was heißt das Name von Motorradfahrer? Speed Lounge. Was soll denn?
Da fahr ich schnell hin. Ah. Und jetzt ist der Point weg. Och Mann, ey. So hier unten irgendwo, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das knapp. Holy. Ach, ich muss den Namen holen. Ah, verstehe. Name vom Motorradfahrer. Wer ist das nicht? Aber das ist ähnlich, der jetzt gerade geflüchtet ist, hoffe ich. Da muss er mir genauer erklären, was er meint mit Name vom Motorradfahrer. Hallo? Ich höre dich nicht, du flüsterst. Ich habe gesagt, ging einfach nur um den Namen von dem Dude, weil wie gesagt, wir haben mit der M4 und mit anderen Waffen auf den gezählt und der ist einfach wieder auf sein Motorrad gestiegen. Der, der gerade abhaut, oder was? Ja, ja, genau, richtig. Okay, warte. Hast du davon, hast du vom Clip oder so, was da war? Ja, okay. ja. Alles da. Ja, muss man schon sagen, hier Blips mal anmachen. Aber ich habe die Blips nicht angemacht, ich bin da so blöd. Kann ich ja mal gucken, wo die... Also wir können gleich mal gucken, wo die Verfolgung langläuft, die läuft gerade... wo läuft die Verfolgung? Hier, glaube ich. Das müsste sein. Nö, okay. Wo läuft denn die Verfolgung? Ah, hier! Hier ist ganz viel los. Haben sie ihn wiederbekommen. Ja, jetzt haben sie ihn. So? Ja. Oder? Hä, hey, wo ist denn sein Motorrad hin? Hä? Ja, wo ist denn sein Motorrad hin? Hat's denn so auf die Fresse gehauen, dass sein Motorrad weg ist? Hat's denn so ausgehebelt gerade? Ich hoffe, das müsste die Verfolgung gewesen sein, ne? Na, ich fahr mal an. Mach das high professional, Leute. Machen das richtig professionell. Ich frag da mal lieb nach. Nicht zu schnell! Nicht zu schnell. Sonst hält man sie noch an. Ja, schauen wir mal, was da los ist, ne? Ah, ist das... Oh. Ja, fahren lernen, ne? Ich merke, wenn ich Homeland-Streams mache, fahre ich echt noch schlechter als sonst. Das mache ich nur deshalb, weil ich weiß, mir passiert halt nichts. Und das Auto hat zu viel PS. Ich frage mich, was die Verfolgung war. Kennzeichen Explorer 2016 mit Kennzeichen Hallo? Oregon. Abholbereit bei den Mechanikern. Das war ganz schön knapp vorhin, ne? Ja, das war richtig knapp. Ich habe eine Frage. War das eine Motorradverfolgung? Ja, hier. Ja. Wo ist das Motorrad denn? Ich suche das die ganze Zeit. Das ist da vorne, also da beim Parkhaus ist das. Ja, wie ist er da hingefallen? Nee, er ist dann zu Fuß gelaufen. Ich habe ihn getasert, er ist mit dem Kopf gegen das Fahrzeug und war bewusstlos. Okay, okay, verstehe. Was ich eh nicht verstehe, aber ja. Ja, okay. Alles klar. Dann weiß ich, wer es war, aber ich frage mich, was da vorgefallen ist, dass der jetzt ein Ding gemacht hat. Also auch wenn ich bedroht werde mit Waffen, ja, kommt immer auf die Situation drauf an. Was passiert ist, ne? Ob ich mich ergebe oder nicht. Aber das war wirklich saumäßig knapp. Hey, das ist Rainer! Rainer! Herr Winkler! Herr Winkler! Hallo? Hallo? Warum riecht's denn hier so komisch nach Rosen und Blümchen und Einhorn? Ich hab gepupst. Okay, schön. Was machst du da? Schweben. Und sonst so? Okay. Allergie. Okay. Viel Spaß bei Allergie haben. Schön. Ah, das ist eine R1 oben. Ah, nee, doch nicht. Das ist der Helikopter, der jetzt runterkommt.
Wollen wir es uns mal angucken? Ich guck mir das mal an. Hey, das ist ein Fake-Starbucks, habe ich noch nie gesehen. Holy moly, also Rockstar, was habt ihr denn hier gemacht? Das Logo sieht ja fast gleich aus. Oder? So ist ein... Was ist ein Fake-Starbucks halt? Ach nee, das ist ein Laden. Food Market. Ich dachte ganz kurz, das ist so, schau mal vom Weiten, auch so vom Ziegelstein und so her. Das sieht übelst aus wie so ein Starbucks mit dem Logo. Krass. Habe ich mich gerade blenden lassen. Aber wisst ihr, was es gibt in GTA? Das zeige ich euch mal. Das ist hier gleich um die Ecke, weil wir gerade da sind. Links oder rechts ist das, glaube ich. Nee, dann was links. Gleich hier um die Ecke. Da hat Rockstar was Schönes eingebaut, nämlich einen Java.update Coffee Shop. Da ist ein Stück Code drin. Und das ist tatsächlich in GTA schon so drin. Das ist Java. Von JavaScript, wisst ihr. Da ist auch die Klammer. Guck mal. Das ganze Kaffee ist in so einer Klammer. Und da ist ein Fake Subway. Den kennt, der ist auch drin von GTA selber. Aber noch immer am coolsten finde ich das hier. Vor allem, weil da wirklich Code steht. Public Void Sandwich. Bread ist gleich 2 und Bacon ist gleich 2. Return Bread und Bacon. Ja, fühle ich. Fühle ich wirklich. Was auch Rockstar gemacht hat. Oh, stopp. Ah, Stoppschild. Nimm mal nicht, warum das Ding... Schau mal, das geht immer wieder kaputt, wenn ich es reparieren möchte. Das ist mir so auf den Sack. Ach so, warte, störe ich ihn gerade? Das ist nicht meine Absicht. Wer da runter möchte. Sorry. Ich bin gar nicht da. Sir Raylan, Sie können landen. Was der da oben macht. Alle im Probefahren das Fahrzeug dupliziert und mich. Oh mein Gott. Ist das schön. Oh, ich komme da nicht rein, ne? Ja, super. Da komme ich gerade nicht rein. Oh nee, wie komme ich denn jetzt hin? Ah, hier unten ist er. Ich muss hier rein. Hier. Hallo. Oh, das ist aber blöd. Aber kannst du nicht einfach F drücken? Ja, ich wusste nicht, was ich jetzt machen soll, weil ich konnte das Fahrzeug auch nicht mehr wegmachen oder so. Aber was, wie hast du das gemacht? Hast du zweimal geklickt, dass das passiert oder was ist passiert? Nee, ich habe mich beim ersten Mal, bin ich mit dem Einwagen so gespawnt und beim zweiten Mal habe ich mich jetzt gerade mies überschlagen, wo ich das Probe fahren wollte. Also du hast das zweimal gespawnt irgendwie? Ja, ja. Okay. Ja, du kannst F drücken, dann kannst du mit dem wieder raus. Super. Perfekt. Super, alles gut. Ja, keine Ahnung, irgendwie, ich habe einmal Probefahren gemacht, dann ist der auf dem Dach gespawnt und dann, ja. Ich probiere es mal aus. Ja, so muss man irgendwie, weiß nicht, spammen. Ne, ich krieg's nicht hin, auch wenn ich spamme. Also, ich weiß nicht, wie du es hinbekommen hast. Hast du davon einen Clip zufälligerweise? Nee, leider nicht. Okay, dann ist schwer. Aber ich versuch's einfach nochmal, alles gut. Jawohl. Entweder voll funktioniert. Ich danke dir. Bitte. So. Immer zurück da rein, da. In die Olga. Ups, im falschen Laden gespawnt. Ah, hier. Oh Mann, jetzt habe ich die Landung nicht gesehen. Oh Menno. Jetzt bin ich traurig. Jetzt bin ich wirklich traurig. Homme China, jetzt bin ich wirklich traurig. Ne? Schau mal, die nutzen alles. So soll es aussehen. Seht ihr das? Die nutzen die Props und alles. So wie sie es gehört. Ja, das höre ich auch als erstes, wenn ich erstmal tot bin, halb, und dann werde ich revived und dann. Guten Tag, LAFD hier. Guten Tag. Die Textur da oben hat aber auch ihren Spaß. Guck mal. Die hat richtig Spaß da oben. Ja. Die Vitamine, die schallern richtig rein da oben. So.
Muss ich mal gucken. Muss ich los? Bye-bye. Von die Kartoffel. Auf jeden Fall auf Wiedersehen. Das ist ein Gaming. Danke für die netten Streams. Oh, ich hab zu danken. Saskia, bin gerade durch ganz live fast beide nicht vorgelesen. Nur im Kopf. Das mit dem Krankenhaus. Das habe ich vorgelesen. Mit der OP am Bein. Das habe ich doch vorgelesen, Saskia. Bin ich blöd? Mal kurz gucken. Mit der Bein-OP. Hoffentlich habe ich jetzt nicht was durcheinander gedingst, weil das wird natürlich blöd, aber ich habe es eigentlich vorgelesen. Ich probiere mal mein Bestes, wenn ich mal irgendwas überlese. Ja doch, hier. Wegen einer Bein-OP. Hoffe, dir geht's gut. Das ist aus der Schweiz. Habe ich nicht übersehen. Siehste? Ja, ja, ja. Problem ist, dass bei mir ist es öfters mal länger dauert, dass ich mal was vorlese. Aber soll ich dir mal was Lustiges zeigen? Ist mir aufgefallen. Finde ich zwar jetzt nicht so cool, aber es hat noch keiner komischerweise reported, was ich irgendwie komisch finde, weil sonst wird alles reported. Jetzt zeige ich mal den Geheimeingang. Naja, funktioniert nicht immer. Aber wisst, was ich meine. Man kommt von hier da, glaube ich, rein irgendwie. Das sollte man vielleicht auch nochmal überdenken. Oder kann ich hier einfach nach hinten rein so? Mit ein bisschen mehr Schwung. Ja, guck mal. Und schon bin ich drin. Assi, ne? Das ist richtig assi. Pff. Haben die zu? Tatsächlich. Wisst ihr, dass ihr hinten ein Loch habt in der Tür? Was? Ihr habt hinten ein Loch. Wir haben ein Loch? Ja, ja, okay. Komm mal mit, komm mal mit. Ach, ich hab mich gerade erschreckt plötzlich. Ja. Darf ich das keinem erzählen, aber hier ist ein Loch hinten. Guck mal, wenn ich da jetzt, zack. Am besten nicht nachmachen, sonst tust du dir weh, aber probier's. Ja, hallo. Ja. Du hast sehr Bescheid, interessanter was. Eingang. Oh, das ist ja ein sehr interessanter Hintereingang. Am besten nicht benutzen. Ja, habe ich nicht vor. Danke. Das ist mir mal aufgefallen, dass ich hier mal was gemacht habe. Das ist schon ein geiler Eingang, ne? Wenn du mal, weil vorne war abgeschlossen. Wenn du da mal Bock hast, kommst du mal vorbei. Da war es richtig Spaß hier drin. So, Helbilos, danke fürs VP werden. Timo Loch 1, danke fürs Resubben. Leon Schillinger. Gilt Grand RP als RP-Erfahrung? Ich würde sagen, ja. Auf Grand RP, also jetzt nicht so krasses RP, aber es ist für einen Anfang nicht schlecht. Also ich muss sagen, wenn ich ein Anfänger wäre, würde ich glaube ich auf Grand gehen. Vor allem auf Grand sind sehr viele Leute. Das ist halt das Geile, ne? Du hast halt hier viel mehr Spieler. Auf Grand so. Gut, wir haben jetzt hier 146 Spieler um die Uhrzeit. Primetime haben wir 250. Das ist so, wie wir uns eigentlich einpendeln wollten, zum Glück. Weil wir hatten ja das Problem, ganz am Anfang waren 300 Spieler und wir mussten es auf 300 Slots machen. Wir sind jetzt voll zufrieden mit 250. Ich finde, ohne Witz, 250 bis 300 Spieler ist die perfekte Spieler-Count-Marge. Weil guck mal, jetzt haben wir immer noch 147 am Abend. Und schaut mal, wie viele Leute wir haben. Jeder Punkt hier, jeder weiße Punkt ist ein Spieler. Und ich finde, das teilt sich, schon mal hier auch, das verteilt sich ja komplett auf der Karte und es passt. Weil ich finde, es soll nicht zu viel sein. Soll ja Spaß machen. Und wenn du 300 Spieler hast, ist das ja aber wirklich voll, ne? Da findest du überall Leute. Helbilos nochmal, Oxy und ich nochmal, hab Lena vergessen. Grüß die Lena auch noch, jawohl. Oxy und Wuschelbuschel in der Villa, könnte eine neue Fraktion einziehen. Der reiche Club. Ach stimmt, der Club, ne? Hab voll vergessen, den muss ich ja noch fertig machen. Das habe ich voll vergessen, das Bollwerk. Hab ich voll vergessen, Jungs und Mädels. Wir müssen die Clubs unbedingt jemandem übergeben. Da haben wir ja unsere Steuerung unten drin, ne, für Musik. Kann ich irgendwas anmachen? Wow, jetzt auf Twitch würde ich hier so geile Musik spielen, aber ich bin leider nicht auf Twitch. I'm sorry. Jetzt kann ich ein Anmachen von Epidemic irgendwas.
70er Playlist, ja natürlich. Ja, schau, wenn ich das jetzt hier reinballer, Epidemic, zack. Play. Ah, ich bin hier im Streamer-Mode, ich trottel. Ja, da geht's natürlich nicht. Ich habe hier den Streamer-Mode an, dann höre ich ja keine Musik. Aber das Geile ist halt hier, slash Club, ist halt hier das ganze Zeug. Ich habe mich vorher vergessen. Hier, wir haben auch so eine Rauchmaschine, die gehen sogar an. Wenn du hier mit Musik spielst, das macht so Spaß hier drin. Dann haben wir nochmal die Scheinwerfer, die gehen an. Ich switch die mal aus. Gibt es in verschiedenen Farben. Wir haben halt alles auf lila, blau und weiß haben wir halt die Sachen, ne? Passt irgendwie am besten zum Club. Aber hier, die Dings haben wir noch, die Teile. Hier, die Strobes fühle ich halt voll. So. Wenn du da drin Musik spielst, ist schon geil. Da macht schon Spaß da drin. Aber müssen wir mal machen, ne? Hier mal den Club weitergeben. Das ist der Sound of a Spende. Und das hinten ja auch den VIP-Zugang, der ist richtig nice. Das ist der Sound of a Spende. Hier ist ja VIP-Area. Da kann man richtig krankes RP noch machen. Das ist der Sound of a Spende. Hier auch nochmal so mit einer Geheimtür, ja, hier, genau. Der Boss-Sitz. Ich sehe sogar so einen kleinen Pool. Und hier können wir auch mal DJ-Pult hin machen. Ich glaube, da ist jetzt noch keins. Oh ja, sonst ist das ja schon geil. So, was habe ich jetzt mit dem Report reingekommen? Habe irgendwie keinen Ausweis mehr und wurde bei der Verfolgung direkt gepittet von Tim. Das ist nicht gut, wenn er direkt gepittet wurde. Dann bin ich aber unterwegs, du. Lass das Ding hier mal weiterlaufen. So, Yumi, ich habe kein Essen. Wo denn ist das? Oh, hier beschwert sich jemand, dass er direkt gepittet wurde und dass er keinen Ausweis mehr hat. Wenn ich das richtig verstanden habe. Hui. Oh nee. Ah, hab ich mir wieder einen super tollen Ort zum Spawn ausgesucht. Guten Tag. Gut, dann muss ich da nochmal retour. Sorry, Jungs. Ah, sind die Jungs. So, warte, der Tim. Wo ist der Tim jetzt? Also ich sehe ja weit und breit keinen Tim. Ah, da oben ist er. Ah, da sind Zellen. Oh, da muss ich jetzt aber rauflatschen. Keinen Bock drauf. Ey, ganz ehrlich, da habe ich jetzt keinen Bock drauf raufzulatschen. Aber, ach komm. Wirklich keinen Bock. Komm ich hier um die Ecke, dann tue ich einfach so, als wäre ich im Fahrstuhl raus. Guten Tag. Guten Tag. Er hat mich weggefahren. Nur da wegen dem Herrn da vorne. Ja, ich glaube, der bekommt erstmal eine andere Behandlung. Ah. Guten Tag. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich könnte ja. Aber schon mal rein, also. Ja. Und zwar, könnten wir kurz ein bisschen allein reden? Ja, gerne. Können Sie mal rein? Der möchte gerne alleine reden. Könntet ihr ein bisschen. Ja, ja. Oder ich nehme ihn irgendwo hin. Wir können auch gehen, ja. Okay, dann gehen Sie mal. Also, ja, bitte. Genau, und zwar, ich hatte eine, die wollten mich anhalten. Ja. Ich bin halt abgehauen und nicht mal eine Minute später, die fangen direkt an, mich so hart wegzupitten. Also was direkt, die fahren mir mehrfach in die Seite rein, dass ich mich drehe, dass ich nicht abhauen kann, dann stellen sie sich vor hinter mir. Ich hatte nicht mal eine Chance, irgendwie abzuhauen. Was hast du denn gemacht, dass die dich pitten? Also, ich nehme den Anruf nur kurz ab. Die wollten mich anhalten. Ich stand einfach nur, hab meine Hühner verkauft und bin halt weggefahren. Und dann hab ich mich versucht zu verstecken und dann haben die mich direkt gesehen. Ich bin weggefahren. Dann kam der erste von links und hat mich direkt in die Seite gepittet. Und das ging halt zwei, drei Minuten. Das ging so vier, fünf. Wenn Sie privat reden wollen. Das ging auf jeden Fall dann so vier, fünf Minuten so weiter. Und ja, dann am Ende haben die mich halt so weggepittet, dass ich dann mich gedreht hatte. Und dann haben die mich vor und hinter mich halt gestellt. Okay, und wegen dem Thema Ausweis, den musst du eigentlich holen beim Ding drüben, beim Gericht. Ja, Stadthaltegericht musst du den immer holen. Ich hatte ja einen gehabt. Vielleicht wurde der dir abgenommen. Das weiß ich eben nicht, weil mir ist nicht aufgefallen.
Das ist halt das Problem, muss man mal gucken. Okay, dann weiß ich Bescheid, danke, weil dann gebe ich das mal weiter und werde das mal in einem Ticket machen. Mhm. Abarbeiten. Jawohl, weil einer von denen hat 100 Pro davon Dashcam. Jo. Jawohl. Okay, tschau. Bitte einmal jemand, der von euch sein. Hat irgendwer von euch seinen Einsatz auf Band? Hat irgendjemand die ganze Verfolgung, die ganze, kann jemand ein Ticket aufmachen und das reinsenden? Die ganze. Ja, halt, ja, die ganze es nicht, wird halt vorgeworfen, dass halt gepittet wurde und. Das ist richtig, ja. Ja. Ja, aber warum hat er denn gemacht? Er meinte, er hat nur die Hühner verkauft. Er hat ein Auto geklaut und ist dann vor uns abgehauen. Ein Auto geklaut vor euch? Okay. Ja, aber was ist. Ist nicht angehalten, ist halt abgehauen. Und ist dann auf Überland, ist er halt eingedreht worden. Sauber tatsächlich. Also ja, aber er meinte, sauberer er wurde Pit, als, ohne Beschädigung. Aber der wurde dauerhaft links, rechts reingerammt und alles. Und, Nee, sauberer Pit. Also wirklich. Ja, okay. Es wäre halt cool, wenn irgendwer das. Die, ja, die Einheit, die als erstes verfolgt hat, sicher gerade die Bodycam, die kommt dann als Ticket, ja. Könnt ihr die gesamte. Wie lange geht denn die circa? 10-15 Minuten vielleicht. Wenn ihr die ganze hättet, wäre super. Also wenn jemand die ganze also hat. Also wenn du es gleich sehen willst, kann ich es dir auch gleich zeigen. Also. Ja, aber es dauert ja lang, sind ja 10 Minuten. Das dauert jetzt zu lang. Ich da komplett 10 Minuten durchgehen. Fügt ihn hinzu, passt. Ja. Ist das Gescheiteste, aber da kann man selber durchgucken. Mhm. Ja, durchswitchen. Mach mal. Okay, super, danke. Wir machen dann erst weiter, oder? Ja, ihr könnt oder weiter abarbeiten. Genau, darum geht's. Ja, genau. Passt. Ist fertig. Gut. Danke. Jawohl. Bitte, tschüss. Informativ, HQ geht dann weiter. Zugriff. Hallo? Sie dürfen da mitkommen. Hab den Schlüssel zu meinem Fahrzeug nicht mehr, holy shit. Was ist denn? Ja, du darfst stören, bitte. Hä, ja, was? Was? Willst du haben? Warum? Okay, ja, okay, aber will ich auch was? Ja. Ui, ja, das, da bin ich dabei. Du wurdest sowieso eingeladen. Du wirst schon öfters auf eine Pizza eingeladen von Leuten im Chat. Was ich schon Donis bekommen habe mit Einladungen hier für dich, für Schandl. Für Schandl und mich, Pizza. Schankedön. Ey, so oft schon Einladungen bekommen. Ich schau dann gleich. Ich muss nur gerade da noch jemandem helfen, der kommt da. Der kriegt sein Auto nicht mehr auf. Da Falconi. Hallo. Kriegst du das Auto nicht auf? Ich hab den Schlüssel nicht mehr in meinem Schlüsselbund. Hast du den gekauft? Ja, den habe ich schon länger. Das ist ja mal. Das habe ich noch also nie gesehen. Ich bin erlebt. In die Nazio rein, ups. Bin wieder raus, dann ging es nicht mehr, dann habe ich gepowernappt. Ja. Und jetzt geht's immer noch nicht. Will mal was probieren? Aber das ist strange, das habe ich auch noch nie gesehen. Der ist nicht mehr im Schlüsselbund drin, sagst du. Der ist nicht an meinem Schlüsselbund. Hast du den Wagen irgendwie jemandem verkauft oder so? Nein. Ich bin ja gerade damit hier erst hingekommen und davor habe ich ihn ausgepackt unten am Hafen. Pass mal auf, der Wagen, der ist jetzt nicht gespawnt. Das heißt, der war nicht richtig registriert. Könntest du den aus dem Abschlepper holen mit mir zusammen? Ja, kriegen wir hoffentlich hin. Kennzeichen habe ich mir jetzt gemerkt. Kurz habe ich das auf Aufzeichnung, weil ich glaube, okay, das war nicht dein Kennzeichen, um ehrlich zu sein. Nicht? Macht gerade keinen Sinn, weil wir haben ja ein Skript drin, das verhindert das Despawn von Fahrzeugen, ne? Und das Ding war jetzt, der ist nicht neu gespawnt, obwohl das eigentlich machen müsste. Der müsste neu spawnen, also das tut er nicht. Ich habe jetzt an meinem Schlüsselbund gar keine Schlüssel mehr. Gar keinen. Nicht von meinen anderen Autos, gar nichts. Ey, sag mal, vielleicht sind die Autos irgendwie rausgelöscht? Das wäre aber richtig weird. Ich guck mal. Schau mal, ob da ein Auto drin ist. Wenn gar kein Auto da drin ist, dann ist sehr komisch. Nicht der Q7 auf jeden Fall. Okay, warte. Steig mal ein.
Schau mal, ob hier irgendein Fahrzeug von dir drin ist. Hier ist mein T6, sonst nix. Aber Parkplatz, da sind ja X und Parkplätze, ne? Genau. Ist irgendwo ein Q7 zu sehen in der Liste? Nee. Wann hast du den gekauft, den Q7? Vor 3 Tagen. Okay, ich schau mal schnell die Datenbank, was da los ist, weil da ist irgendwas komplett falsch gelaufen. Ich vermute mal, dass der Q7 komplett bei dir rausgelöscht wurde. Warum auch immer. Check mal schnell ab. So Leute, Kennzeichen. Hat sich was aufgeschrieben, das Kennzeichen? Muss ich da jetzt nämlich zurückspulen vom Q7. Was hat denn der für ein Kennzeichen gehabt, Leute? Neuladen, so. Huch. So, dann suche ich den mal. Ey, zum Glück höre ich das auf Band, weil ich habe den jetzt nämlich default. Ich dachte, der respawnt nämlich gleich. Ah, hier habe ich XFF. XFF. Ah, der ist da war drin. OB7, XFF 781. Impound. Ah, der wurde impounded. Ah. Folgendes, steig mal ein. Ich habe ihn gefunden. Jo. Der Wagen wurde abgeschleppt, so wie es aussieht. Der wurde impounded. Deshalb geht er nicht mehr. Weil sobald er im Impound ist, ist es nicht mehr dein Fahrzeug. Okay. Das heißt, der wurde irgendwo abgeschleppt und du hast ihn anscheinend irgendwo vielleicht aus der Versicherung geholt. Kann das sein? Ich habe damit ein Juwelier gemacht heute, aber das ist schon 4 Stunden her oder 3 Stunden. Ja, aber wo hast du denn? Deswegen, hast du aus der Versicherung sie geholt oder was? Oder wie ist denn jetzt genau, wieder weil der hier nicht war. Ich ja, war und dann. Hier, da war ja, dann er nicht. Okay, dann weißt du, was gewesen sein wird? Das ist ein komischer Zufall. Du wirst im selben Moment, wo du in der Versicherung warst, hat irgendeiner den hierher gebracht. Und der wurde jetzt vor kurzem höchstwahrscheinlich hier hingebracht und. Eingedingst und deshalb hast du keinen Schlüssel mehr dafür. Der wurde ja abgezogen, so gesehen. Jetzt musst du ihn hier wieder rausholen. Okay. Jawohl. Okay, dann weiß ich fürs nächste Mal. Danke. Ja, aber ich war gerade auch irgendwie lost. Ich habe gerade auch nicht daran gedacht. Komischer Zufall. Aber ich warte noch und schau, ob es funktioniert. Da hinten steht er. Jawohl, super. Perfekt, danke dir. Viel Spaß damit, bitte. Ich dachte mich ganz kurz, kann ich sagen, dass das Fahrzeug weg ist. Oder Datenbank habe ich jetzt gesehen, Impound. Gut, zum Glück. Shuttle, soll ich das jetzt reinmachen? Ja, warte, ich mach das mal schnell. Komm her. Au. What the fuck? Magst du keine Bolognese-Soße auf? Nie gesehen. Wie wär's mit ein paar... Was denn? Da noch? Schon die Strings? Das tue ich drauf. Sag mal, wie viel kann man da aus... Achso, man muss zweite Zutat. Geben wir so viele Zutaten, bis du da fertig bist. Toll. Das ist wirklich toll. Was ist jetzt ASMR-Content? Mhm. Okay. Hat ja keiner. Hä, was? Ich muss deinen Chat anfeuern. Ich muss meinen Chat anfeuern? Ja. Kann mal jeder einmal irgendwas in den Chat schreiben? Irgendwas random? Oh ja, bitte irgendwelche random Wörter, die euch gerade einfallen, wie zum Beispiel Waschmaschinenständer oder sowas. Irgendwie sowas. Ja, es muss ja ein Waschmaschinenständer irgendwie geben. Ständer in den Chat. Nein. Irgendwas random. Wer will Zitrone auf seiner Pizza? Ich schau gerade, was soll ich mir drauf? Was habe ich jetzt alles? Oh ne, jetzt krieg ich einen Einsatz, warte. Banane, Kaki. Ich such den Schinken. Oh, oh. Oh. Was denn? Fortnite. Die Lichterkette. Die Lichterkette, Wodka, Baum, Bier, Knorke. Spezi. Da, eine Flasche, ich habe jetzt Flansch gelesen. Jetzt kommen die ganzen Ständer rein, warte. Reifen. Bohrmaschine, Ständer. Onlyfans habe ich auch schon gesehen. Handdruckgerät. Papierklon. Kundendifferenzierungsmodul, was? Oh, das ist ein, weißt du, was das ist? Kundendifferenzierungsmodul ist, habe ich durch Plankton gelernt. Das ist, was du
der bei der Kasse, was du zwischenlegst. Der Warentrenner. Ein Kundendifferenzierungsmodul. So, was wir jetzt bekommen. Ein Mitarbeiter ist auf wundersame Weise gestorben. Hä, wurde bei den Stadtwerken sicher, ne? Hä, wo sind denn die denn? Also da vorne, warte. 100 pro Stadtwerke. 100 pro. Die machen immer crazy shit. Ah, ne, nicht mal. Okay. Ich dachte, die Stadtwerke irgendwas hinbekommen. Okay, dann einer jetzt. Seid euch sicher, dass der nicht verhungert ist. Ach, da ist ja noch jemand. Vielleicht ist er verhungert. Nee, ist er nicht. Was ist denn passiert? Ich hatte den auf der Hand und plötzlich ist er mir aus dem Auto, also aus der Hand geflogen. Ja. Und lag auf der Straße und dann ist er plötzlich wieder in meiner, also habe ich ihn wieder getragen. Achso, hast du ihn getragen im Auto? Ja, ich habe ihn getragen. Okay. Der ist dann geflogen auf dem Boden und ist dann aber plötzlich, obwohl wir nicht mal in der Nähe von ihm waren, ist dann wieder bei mir gewesen. Okay, warte. Übrigens, man kann da mittlerweile die Sitze vorklappen, oder geht das bei dem nicht? Nee, bei dem geht das glaube ich nicht. Hat er nicht nur eine Sitzreihe? Da müsste man Herrn Hobbs fragen, wie das ist mit den Sitzen. Weil ich glaube, der wollte das doch so machen. Dass man hinten sitzen kann, ne? Also ich komme hinten Mach mal nicht auf. Rein. Ich auch nicht. Ach nee, bei dem hat das nicht gemacht. Never mind, bei dem nicht, ne? Der kann das nicht. Beim Mustang, ne? Aber könnte man mal fragen, ob er das mal machen könnte. Aber, nee, das ist das alte Modell. Er hat doch einen neueren gemacht. Er hat eine Highspeed davon gemacht. Ja, ja, das ist auch das eine Highspeed. Ja, aber das ist die Unmarked Highspeed. Er hat ja eine andere und da müsste es, glaube ich, gehen, wenn es mir nicht ganz irrt. Müssen wir mal probieren. Okay, gut, dann war's das. Das mit dem Tragen müssen wir mal gucken. Hast du einen Clip davon? Ich habe einen Clip davon, ja. Oh, kannst du den posten, dass ich mal gucken kann, woran es liegt? Klar, ich habe eine Vermutung, woran es liegt. X gedrückt. Ne, Police-Tablet offen gehabt und dann geschlossen. Ah, okay. Ja, weißt du warum? Weil du machst dann eine Animation, deshalb hat sich rausgeschmissen. Und dann schließt du die Animation. Oh, ja. Hast du einmal Clear Task und dann fliegst du weg. Ja, dann braucht man keinen Clip. Ja, alles gut. Okay. Super, weiß ich Bescheid. Dankeschön. Bidi. Stimmt, jetzt kann er aber eigentlich auch bei euch mitfahren, gell? Ihr habt ja noch einen Platz frei, oder? Ja. Der kann denken, der weiß, was er gemacht hat. Er wusste einfach selber, was er falsch gemacht hat. Mein Meister, könntest du uns mal das Regelwerk zeigen? Soll ich euch nicht das ganze Regelwerk vorlesen? Das Regelwerk haben wir mittlerweile auf privat gestellt, weil gefühlt 50.000 RP-Server unser Regelwerk einfach kopieren. Und dann sagen, ja hier, wir haben einen tollen RP-Server, wir kopieren nichts. Ob ihr unser Regelwerk schon auf wirklich 50 verschiedene RP-Server gesehen? Dem haben wir das jetzt in der. Nur wenn du dich bewirbst, kannst du es jetzt sehen, tatsächlich. Nur wenn du ein Bewerber bist, sonst nicht. Also ist nicht mehr öffentlich. Besser so. Was die Leute gut können, ist Copy-Pasten. Copy-Paste-Regelwerk. So, Draco, Sen. Srindik, danke für 1 Euro und nochmal 5 Euro. Kauf dir was Schönes damit und mach weiter so. Dankeschön und danke fürs VIP werden. Gibt es neue Homeland-Fahrzeuge? Wenn ja, würdest du sie bitte zeigen? Also das Ding ist ja neu und sonst haben wir nichts Neues. Aber, ich glaube, wir wollten ein SUV machen, noch einen anderen. Und eine Homeland Highspeed wäre nice, ne? Also so ein... Das würde ich fühlen. Das würde ich richtig fühlen. Homeland Highspeed. Danke an Ryan Leidig. Hey Kurt, gibt es ein Homeland-Fahrzeug? Wenn ja, würdest du... Also das habe ich ja gerade vorgelesen. Aber Gruß hier nochmal raus. Ich hab den Namen nicht vorgelesen. BMW auf die 1, schönen guten Abend. Wie geht's dir? Sehr gut, ich hoffe dir auch. BMW auf die 1, Moos. Achtung, unlustiger Flachwitz. Welches Moped läuft ohne Treibstoff? Das Hafer-Moped fährt. Er hat mich gewarnt, dass es unlustig ist. Danke. Danke für diese tolle Warnung. Es ist halt wirklich unlustig. So. Die Tommy Bam. Moin, moin, RNO 3.0 ist endlich da. Freue mich auf lustige, coole Streams auf jeden Fall. Bitte LFD, ja mal schauen. Ich bin ein Charakter, der wirklich machen möchte. Mal schauen. Speedrix, 1 zu 7, Dankeschön. Oder Speedyrex, 1 zu 7, danke fürs VP werden. Die Zitrone, wir lieben dieses Cringe-RP, echt. Also, wollt ihr wirklich, liebt ihr Cringe-RP bei mir? Also so wirklich so Sachen, wo das so in die Romantik geht mit Frau Brot.
Was, das mögt ihr, so cringe Sachen? Okay. Ich cringe halt immer komplett weg bei sowas. Deshalb ist es immer so unangenehm. Ich weiß nicht, ich kann das überhaupt nicht. Ich bin halt for real. Ich bin genau das Gegenteil von den Leuten, die so gefangen im RP sind. Ich bin's halt nicht. Ich war halt for real noch nie, glaube ich, so richtig gefangen im RP. Doch, wobei, es gibt einen Clip von mir, wo ich gefangen war. Ist ja noch das mit Freddy, wo er sich runterschmeißen wollte, bei der Bahn oben? Bei der, da wisst ihr noch? Ja, ja, ja. Die meisten schreiben ja. Okay, schön. Da war ich richtig gefangen über P, wo ich dann so nicht ausgezuckt bin. Hättet ihr mal kurz Zeit, geht möge für ein Fake RP meinerseits. Oh, da will sich mal selber reporten, da fahre ich gern hin. $8, ja. Das machst du jetzt aber nur, weil du mich gesehen hast, gell? Das macht denn sie. Du, ich weiß auch gar nicht. Oh mein Gott! Oh, das war knapp! Huch! Fast einen Radfahrer mitgenommen, aber einen echten Radfahrer. Das ist was gewesen. Das wäre was für TikTok gewesen jetzt. Also ich frag mal Dollar, der war ja der geflüchtet ist und auf den alle Waffen gerichtet waren. Ich sag mal so, es kommt immer drauf an, was davor passiert ist. Ich halt auch nicht immer direkt an, wenn die Waffen nicht gerichtet sind. Muss man ganz ehrlich sagen, also dafür einen Eintrag zu kassieren, ist eher unwahrscheinlich. Gibt keine Regel, gut. Man sagt immer, 4 RP, ja. Ja, wenn du jetzt, ne, von einem Crime angedingst wirst, aber sonst, hallo. Mal schauen. Guten Tag. Moinsen, grüß dich. Um was geht's denn? Und zwar, ich bin vorhin mit dem Moped vom PD abgehauen. Ja. Und das PD hatte, also es waren glaube ich zwei Leute, die mich umstellt hatten, einer Taser, einer Langwaffe, und ich bin losgefahren, während auf mich weiterhin gezielt wurde. Nach, keine Ahnung, 20 Metern Entfernung wurde auf mich geschossen. Da ist jetzt, sage ich mal, die Frage, ob das unter 4 RP zählt, weil indirekt weiß man ja, dass das PD nicht schießen darf, sowohl, sage ich mal, im RP als Dienstvorschrift, ne, als auch vom Regelwerk. Das ist jetzt so die Frage, die ich mir da stelle. Wurdest du eingebaut? Warte mal. Ich guck mal kurz in meine Aufnahme. Ich meine, ich habe das ja auch reported bekommen, da war ich kurz da und hab geguckt. Aber ich weiß ja nicht, was abgegangen ist. Es kommt immer auf die Situation halt an, was passiert ist. Nein, ich war nicht eingebaut. Es waren zwei Cops, die standen, einer stand fast vor mir. Ich war halt auf dem Moped in so einer kleinen Seitengasse, deswegen waren auch keine Fahrzeuge da. Das war, ich weiß nicht, ob hier unten Vespucci-Kanals bei den Brücken da unten. Das sind halt relativ viele enge Gassen. Ja. Und da bin ich dann halt weg, weißt du? Da ist halt okay, so die Frage, ja, die ich mir das jetzt stelle, weißt du? Bei den Crimes ist es klar, wenn die Leute, die man entführen will, abhauen und die offen mit einer Waffe bedroht wurden, weißt du, und dann einfach losballern, ist es halt irgendwo bisschen fail, weil die Crimes, die können halt jederzeit schießen, weißt du? Aber ja, ist eine andere Situation, halt, ich verstehe schon. Ich habe es auch mitbekommen. Ich habe jetzt auch nicht ganz so verstanden, warum das jetzt so ein großes Problem ist. Ich sag mal so, es kommt immer auf die Situation drauf an, wenn ich jetzt eingebaut werde und ich werde umzingelt vom PD und die zielen auf mich und ich komme da nicht mehr raus, dann okay, weißt du so. Aber wenn ich jetzt, ich sag mal, von denen anvisiert werde, auch mit einer Schusswaffe und ich bin noch auf der Flucht, dann renne ich halt trotzdem weg. Ist halt, ich sehe es halt so gleich, wenn jetzt ein Crimler dir eine Waffe an den Kopf fällt, ist doch was anderes, als wenn es ein PDler macht. Einfach aus dem Grund, weil ich weiß, ein PDler überlegt sich doppelt und dreifach, ob er dich jetzt schießt, ob das verhältnismäßig okay ist. Ein Crime, dem ist das ja scheißegal, der schießt dich einfach weg, wenn du nicht das machst, was er möchte. Ja. So sehe ich das halt auch. Deshalb, wie gesagt, ich bekomme da wahrscheinlich noch einen Clip zu, wie es in der Sicht vom PD war. Und dann soll ich mir das an. Dazu ein Ticket aufmachen von meiner Seite? Ja, bitte, das wäre super. Aber ich sehe jetzt, also schon mal, ich habe das ja auch reported bekommen, dass sowas passiert ist, aber ich fand es jetzt auch nicht, je nachdem, was passiert ist, wie ich das gesagt habe, mit Einbauen, ich da auch eher so auf der Seite sage, ja, auch wenn ich anvisiert werde, ja, ich renne halt trotzdem weiter wegen Flucht einfach. Weil, außer es ist jetzt wirklich etwas, wo ich nicht mehr rauskomme, wo ich sage, okay, jetzt bin ich gearscht. Beispielsweise ist mir auch mal passiert, da war ich mit Motorrad unterwegs, dann haben die mich eingebaut und ich war in der Ecke. Was will ich denn da noch viel machen? Kann ich höchstens über die drüber springen und dann sieht es halt kacke aus. Aber ja,
so langfluchtmäßig was besteht, was realistisch ist, ja, dann ist es okay. Frage ist halt bloß, ich kann jetzt kein Ticket aufmachen, weil ich habe schon eins offen. Dann machst du da rein. Dann schicke ich es da rein. Okay, ja, soll ich dich da taggen oder suchst du das raus? Tag mich da, aber schreib dazu, dass du mich taggen darfst, weil sonst regt sich wieder irgendwer auf. Jo, dazu ist abgesprochen, wenn du mich taggst. Okay. Passt. Tschüssi. Schönen Abend. Ebenfalls. Tschüss. Ciao. Tschüssi. Ciao. So. Da kommen wir auch langsam wieder zum Ende, ne? Ich muss alles noch vorlesen, es tut mir leid. Ich werde mich auch langsam wieder verpieseln. Ey, ich hatte heute nur Stress hier. Es war so viel zu tun. Ich hoffe, es ist noch wer da. Ist Admin TX. Aber noch Admins da. Können wir sortieren nach? Nee, können wir nicht. Ich glaube, ich bin der Letzte. Ah, nee, Lost Eye ist da. Lost Eye, Bajella ist da, Scotty ist da, passt. Surraylin ist da. Ja, passt schon. Das passt. So, lese ich hier noch alles vor. Wichtig und richtig, dass ich das noch alles vorlese, Leute. Wann kommt der Kopcha? Lasst euch überraschen. Es wird einen geben. Ich weiß nur noch nicht wann. Aber lasst euch überraschen. Das ist der Sound of a Spende. Sims rechtes Ohr, hi. Hab hier mir vor 3 Tagen das Kreuzband gerissen. Und Sims, helf mir, danke. Love you. Liebe geht zurück. Und gute Besserung des Kreuzbandes. Wann kommen wir wieder Hunger Games? Du meinst, ja. Weißt du, was du meinst? Jetzt, wo der Testserver steht, könnten wir wieder eins aufbauen. Hätte ich übelst Bock drauf, Alter. Battle Royale in GTA, beste was gibt. Bitte keine Facecam-Schieber vor eurer Brudi. Ja, wird eh höchstwahrscheinlich dazu kommen. Schildin und sich, danke für 349 und Q3PC, danke fürs Zip werden. Masters of Hardcore Germany. 500 Euro, du in den plötzlich Feuerwerk im Zimmer. Stell dir mal vor, du machst da wirklich so ein Feuerwerk rein. Oder wie diese eine Bre, diese Flammen hinten. DNF Dirk Neuss Fels hat 2 CO2-Kanonen. Kenne ich aber nicht. Den F. Dirk Neufels. 2 CO2-Kanonen zu Hause oder was? Für den Stream oder wie? Niklas ist VIP geworden, dankeschön. ZTB. Kannst du uns bitte das neue Hochhaus zeigen? Das habe ich auch schon so oft gezeigt, dass da hinten steht. Da ist auch kein Interior drin, ne? Man sieht es nur von außen. Aber wir könnten auch mal das mit einem Interior drauf machen, haben wir derzeit nicht. Muss jetzt los, bye bye. Danke an die Kartoffel, das haben wir sogar vorgelesen. Das ist die Gaming, danke für 5 Euro. Advice Gaming darf versippt werden. Optik Deutsch darf versippt werden. Bin gerade durch ganze Live. Genau das habe ich jetzt auch vorgelesen. Das passt. Handel der Gummihammer, da bin ich stehen geblieben, ne? Gut, dann habe ich das hier unten als vorgelesen. Sandro Milan. Könnten sich Glatzenträger in die Haare bekommen? Ich denke mal schon. Wenn sie einen Ausflug nach in Türkei machen, dann ist es rein theoretisch möglich. Machen jetzt derzeit alle, ne? Trivex auch. Könnt ihr Mittwoch nach der Besprechung einen 1:7 Ausflug, wäre mega. Wenn, oder ein Date mit Frau Brot. Ja, also mal schauen, was wir am Mittwoch machen. Da werden wir irgendwas angehen, weil wir viele Leute sein werden. Mal schauen. Aber ein Ausflug wäre schon mal wieder cool, ne? So ein kleiner Firmenausflug. Ja, würde ich fühlen. Grüße aus der Schweiz. Habt den Abo dagelassen vorhin. Philipp Kohler, vielen Dank fürs Abo. Damon TV, danke fürs VP werden. Traveling Benny, richtig geiler Streamer, weiter so, dankeschön. Ja, heute einfach nur Admin-Stream. Vielen Dank für alle, die sich sowas geben. Wichtig, auf der Fehlersuche. André Borges, Servus zu hören, hast du meine Doni gestern gesehen mit der Frage wegen Polizei-AP? Du, ich krieg gefühlt in jedem Stream die Frage wegen Polizei-AP, wann ich wieder einen Charakter mache. Ja, bald, er kommt bald. Sensi, danke für 5,21 auch. Da habe ich, glaube ich, was vorgelesen, ne? Ich habe was vorgelesen. Ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's geschafft. Kannst du mal neue Insel zeigen? Haben wir heute im Stream schon gezeigt. Einfach zurückspulen. Mal bitte Spinne bei 8000 Likes. Das kriegen wir eh nicht zusammen. Aber Leute, haut mal drauf. Hauen wir mal drauf. Auf den Like-Button. Auf die 8000 Likes. Da kommen wir eh nicht hin. Die kriegen wir nicht full. Tom 99, vielen, vielen Dank. Gehst du schon off? Ja, ich gehe heute schon off. Ich habe relativ spät angefangen zu streamen und hört es relativ spät auf. Also es ist 23 Uhr, Bruder. 23 Uhr. Kommt Sven Rumpe wieder? Ich weiß es eben noch nicht. Ich glaube aber schon. Ich glaube, ich kann bei Sven Rumpe nicht loslassen.
Ist ja ein geiler Charakter eigentlich. Der hat relativ viel schon miterlebt. Wird es Karl-Heinz geben bald? Das kann ich euch nicht versprechen mit Karl-Heinz. Da muss ich warten, bis der mit dem Model fertig ist. Genau, ich wollte mir einen blauen Haken machen. Das werde ich mal Mittwoch geben. Oder morgen, mal schauen. Vielleicht morgen nochmal streamen? Oh, das wäre es doch. Morgen streamen und dann auch am Mittwoch streamen. Das wäre es doch, ne? Dann haben wir 3 Streams hintereinander gemacht. So, danke auch für die Mitgliedschaftsverschenkung gerade. Ivan Ramos hat raus, dankeschön. Mitgliedschaftsverschenkung. Geht Kuss raus. Leider, Mitgliedschaftsverschenkung sehe ich oft leider nicht on-stream, wenn ich gerade irgendwas zu Tippi-Stream das nicht mit reinnimmt. Das ist übelst nervig. Sons of the Forest, ja mal schauen, ob ich das Singleplayer spiele mit Leuten. Aber ich überlege sogar Singleplayer. Weil, ey, wie wir das Multiplayer gespielt haben, hatten nie die Leute Zeit. Ja, aber ich glaube, Sven kommt zurück, weil, ey, der Charakter wäre schon schade, wenn er weg ist. Der hat so viel gemeinsam. Vor allem, ich finde die Story geil, dass der Inskype-Bruder von Mark Rumpe ist und Mark Rumpe niemals draufkommen wird. Du wolltest morgen tunen. Ich brauche Tuning-Teile. Das ist wichtig. Ja, was ist denn hier los? Ah. Oh, schau mal, der Prison Bus ist da. Guck mal. Unser neuer Prison Bus in Hobbs gemacht hat. Guck mal. Der sieht so geil aus, ne? Auch exklusiv auf RLO, Prison Bus. Der sieht wirklich mega aus. Aber hast du ein Visier oben drauf? Also, wenn die Leute transportiert, wir haben eine Regel gemacht, dass die über den Bus transportiert werden müssen von den Marshals. United States Marshal Service, das ist echt so ein geiles Trumm. Ich glaube auch hier die Bars, die so dran sind, es sieht so geil aus. Sehr geiles Teil. Ey, Louis haut nochmal 23,99 raus. Und nochmal, der haut zweimal 23 Euro raus hier. Oder ist es wieder, nee, ist ein Anzeigefehler. Dachte schon wieder. Ey, vielen Dank, warte, dann gehen wir mit dem Herz raus und ein Like. Kann ich leider on-stream nie machen, das kann ich immer am Ende machen. Kürtelsalat, echte Homeländer haben für sich, hätte gesagt, ja, aber sowas von. Und Silly C, danke fürs Mitglied werden. Sieht geil aus, ne? Jetzt sehen wir den auch mal in voller Pracht da hinten. Ja, ich mag das neue PD, mir gefällt's. Vor allem, ey, man hat hier hinten so viele Parkplätze, ne? Und du hast eine schöne Ein- und Ausfahrt. Ja, ich mag das neue PD. Bin ich ehrlich. Vielleicht mal nur einen Anstrich draußen machen, aber sonst, ich liebe das neue PD. Viel besser als das alte. Also von der Location, ne? Catalina haben wir noch, ja. Catalina Mapping ist noch da hinten und die wird sogar reingeladen, guck mal. Der ist so gerade irgendein Bre, der chillt da. Schau, 1 zu 7 ist auch noch aktiv. Chillen vorne. Schön. Ja, ich wollte heute eigentlich die Autos testen wegen Handling, aber es ging heute nicht, weil so viele Supports reingekommen sind, dass es sich leider nicht mehr ausging. Schade drum. Wir können mal wieder die Motorradgänge wiederbeleben. Oh ja, Mr. M, gute Idee. Motorradausflug. Und dann haben wir wieder 5 Leute, die tot rumliegen. Jetzt hat aber Louis ein zweites Mal raus. Alter, vielen Dank. Aber Bruder, warum schreibst du nichts dazu? Louis schreibt einfach nichts dazu. Das ist schön. Da gibt es ein Herz fürs nichts dazu schreiben, lieber Louis. Danke, danke. Aber bitte nochmal Mafia zeigen. Waren vorhin so viele dort. Mafia. Das Anwesen, ich weiß gar nicht, ob ich euch das zeigen kann. Gefangen hat sich circa 10 Code nach Flucht im Gebäude. Bin ich doch gerade eh, oder? Nee. Schau mal, Support. Übernimmt das jemand? So. Jetzt, liebe Leute, würde ich sagen, machen wir heute mal Schluss. Und vielen Dank für alle, die heute dabei waren. Oh, Gott sei Dank, es wäre da. Es gibt ja eigentlich mit Lua. Das meiste ist Lua. Vor allem 5M ist das meiste eh Lua. Also mal wieder 12 Stunden Stream machen. Vielleicht. Vielleicht mal wieder. Irgendwann mal. Moritz Werner, danke für den Sticker. So, jetzt muss ich aber wirklich ausmachen. So mache ich nie aus. Also Leute, haut rein. Ich verabschiede mich. Vielen Dank für alle, die heute am Start waren, die dabei waren. Kuss geht raus. Kuss auf die Nuss. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Ach, Tom hat nur 90 Cent raus und das von Florian habe ich jetzt auch vorgelesen. Der 24 Stunden, der 12 Stunden Stream, ja. Ja, so jetzt aber. Tschüssikowski, Leute. Macht's gut.